So, und damit euch allen einen schönen guten Morgen und hallo zu einem weiteren Livestream. Ja, ich dachte mal, heute ist Wochenende, also Samstag, deswegen dachte ich mir, streamen wir heute mal wieder etwas früher. Und heute passt es sogar ziemlich perfekt, denn heute haben wir um 9 Uhr den neuen Brawl Talk. Das heißt, wir werden heute live drauf reagieren, also gehen ungefähr in einer Stunde dann rüber. Und ja, dann wird es auf jeden Fall spannend werden. Dann werden wir sehen, was im Update kommt, werden so ein bisschen drüber reden. Und es sieht ja aus, als wird ein neuer Brawler kommen, zumindest vom Thumbnail her. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen bei Brawl Talk. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt, was wir alles zu sehen werden. Wenn wir auch erfahren, was in Pass Royale kommt, dann werden wir auch erfahren, was wir auch, wie die chromatischen Brawler sind. Genau, stimmt. Da werden wir auf jeden Fall auf einiges gespannt sein können. So, und euch erstmal allen guten Morgen. Du hast keinen Ton? Nö, ich hab Ton. Du hast keinen Ton, vielleicht. Auf jeden Fall, an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank für so viele Zuschauer und für fast 500 Likes. Wahnsinn, wie der sofort hier wieder am Start ist direkt. Ja, würde ich doch direkt sagen. Also, was haben wir vor? Wir sind heute mal wieder auf unserem Free-to-Play-Account. Das bedeutet, ja, ihr wisst Bescheid, ne? Das ist der Account, den wir ungefähr vor 3 oder 4 Tagen gestartet haben. Und, vor 3 Tagen. Also heute ist der 4. Tag. Und auf diesem Account ist es so, dass ich komplett Free-to-Play bleiben muss. Also ich darf kein Geld ausgeben. Und ja, und dann muss ich eben schauen, dass ich möglichst schnell nach oben pushe. Und das Wichtige ist, ich darf mir dabei auch nicht helfen lassen. Also ich darf mir nicht von Zuschauern helfen lassen und ich darf auch nicht mir von Pros helfen lassen. Und das bedeutet, passt auf, heute haben wir zum einen Robo Rumble. Die werden wir noch mit random Teammates spielen. Können wir gerne ausmachen, wenn wir das machen sollen. Ich würde vorschlagen, dass wir das erst nach dem Brawl Talk machen, weil wir noch ziemlich viel Zeit haben. Und dann um 10 Uhr kommt die Championship-Herausforderung. Und also das wird heftig werden. Der Ton ist nicht weg, Leute, oder? Also Leute, ist absolut lost, weil ich kann auch sehen, dass ich einen Ausschlag am Mikrofon habe, ne? Kannst du bitte ein bisschen lauter sprechen? Tut mir leid, ich will jetzt hier nicht zu laut sprechen, was noch ziemlich früh ist. Ich will jetzt hier mit dem Aufwecken. Ich hoffe, vielleicht bei euch auch nicht. Genau, und dann werden wir später die 15 Siege-Herausforderung spielen. Also das wird sehr spannend werden. Also Free-to-Play und ohne Hilfe bedeutet, wir haben eben nicht so viele Brawler freigeschaltet. Sprich, wir versuchen dann noch bis 10 Uhr irgendwie noch Brawler freizuschalten, dass wir nicht nur die neuen Brawler hier haben. Das müssen wir dann mit Shelly, Bull und Nita spielen. Und wir müssen auch mit random Teammates spielen. Also das wird echt verrückt werden. Da bin ich echt gespannt drauf. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und machen jetzt mal alle Spielmodi nacheinander. Und beginnen jetzt zuallererst mal, wir gehen der Reihenfolge nach und beginnen mal mit Juwelenjagd einfach, oder? Ja, machen wir alles nacheinander. Wir beginnen jetzt hier mit Juwelenjagd und wir öffnen schon mal eine Gratisbox im Shop. Vielleicht haben wir schon mal Luck gekommen. Was ist das denn? Habe ich die Alarms ausgestellt? Ups. Alter, vielen Dank an der Glazer Gamer für das VIP-Mitglied. Vielen Dank, für größter Fan. Danke dir. Du kannst gerne einen Tag reinschreiben zum Adden dann. Danke dir. So, zwei verbleibende. Jesse und Poco. Erstmal Crow kaufen. Wir haben 17 Gems gespart, aber die müssen uns aufheben für Markenverdoppler irgendwann mal. Und ansonsten... Wir könnten Code upgraden, wenn wir wollten. Ich sollte die Münzen lieber sparen, wurde mir gesagt, oder? Chat? Also mir wurde gesagt, ich sollte die Münzen lieber sparen. Wir bräuchten 28. Dann hätten wir Cold auf der nächsten Powerstufe. Wir lassen es, oder? Ja, komm, wir lassen es jetzt erstmal. So, mit dem beginnen wir. Ich würde mal sagen, wir beginnen einfach mal nach Trophäen. Und ich spiele mal nach Trophäen, okay? Wir machen jetzt alle Spielmodi erstmal. Und spielen mal unsere Lowest Brawler. Also erst Poco, dann Brock oder so. Und dann können wir mal schauen. So, let's go. Erstmal. Beste Teammates. Ich glaube, die anderen Teammates sind auch nicht so gut. Sehr gut, let's go. So, was wir jetzt erstmal machen, ist, wie gesagt, wir spielen jetzt erstmal alle Team-Modi. Alle Modi nacheinander, dass wir die ganzen Big-Box-Marken farmen. Und wir werden heute, wenn alles glatt läuft, auch... Oh, ich hab mich hingeschaut. Wir werden heute auch so viele Big-Boxen farmen, ey. Durch die Championship-Herausforderung auch, ne, deswegen. Boah, das kritisch. Der Bade ist richtig aggro. Alter. Komm, Teammates, komm zurück. Nein, falsche Richtung gehealt. Los, Digga. Sehr gut, wir haben die Healing Station direkt. Erstmal, oh Gott, Alter. Hier sind irgendwie alle sau aggro, die Gegner. Oh mein Gott. Na gut, der Ball haut erstmal ab, das ist in Ordnung. Junge, die sind alle so aggressiv. Meine Teammates sind irgendwie ein bisschen los. Oh gut, die ist gejumpt, sehr stark. Ja, die erste Runde sollten wir schon mal haben. Oh Gott. Die Healing Station ist schon wichtig.
ey, mach nicht diesen jetzt. Oh mein Gott. Ey. Boah. Die sind gar nicht mal so schlecht. Okay, meine Teammates sind dafür extrem schlecht. Oh mein Gott. Alter. Noch ein Gem. Komm, hol ich mir. Der Bali macht so Auge gerade. Sehr gut. Abhauen. Alter. Nein, Rose. Also egal, ich habe ja eh die Gems. Heal. Sehr schön. Poco ist schon ganz nice für Gemcrab. Ich weiß, um 9 Uhr kommt der... Oh mein Gott, die... Oh mein Gott, die Zeit war noch nicht vorbei. Alter, das wäre es jetzt gewesen. Ja, ich weiß, um 9 Uhr kommt der Brawl Talk. Da werden wir zusammen dann drauf reagieren. Da freue ich mich auch schon drauf. GG, danke. Genau, den Tag gerade. Ich schreibe dich kurz auf. Ich denke, du willst wahrscheinlich auf dem Hauptaccount geedit werden. Ich bin nämlich jetzt hier auf dem zweiten Account. Ich schreibe mir ganz kurz deinen Spieler-Tag auf. Dafür eine Sekunde. Ich wollte kurz Brawl TV rein für 30 Sekunden. Als nächstes machen wir Showdown, würde ich sagen, oder? Chat? Der Reihenfolge nach, oder? Dann das nächste Showdown. Dann holen wir nämlich erstmal. Genau. Dann holen wir nämlich erstmal alle Big Box Marken. Und die können wir dann farmen. Weil das Wichtigste ist heute, dass wir vor allem sehr, sehr viele Big Boxen farmen wollen. Wir kriegen auch noch durch die Championship-Herausforderung. Ich glaube, alle. Durch jeden Sieg man auch noch Big Box Marken. Und die sind so wertvoll für uns. Das ist echt für den Anfang. Das wird übel OP werden. So, kurz einen Hashtag aufschreiben. Und bis dahin müssen wir versuchen, noch ein paar Brawler freizuschalten. Weil wir haben halt echt nur 9 Stück. Am besten halt noch. Es wäre halt gut, wenn wir ein, zwei noch freischalten könnten. Die vielleicht auch richtig gut wären. Und dann. Ach, das wäre halt schon wichtig, ne? Also, jetzt mal ganz ehrlich. Das Problem ist halt wirklich. Dass wir zu wenige Brawler haben. Also wir müssen später echt Championship-Herausforderungen spielen, ne? Und wir haben nur so viele, das ist halt echt, ne? Es wird spannend werden. Und dann noch random Teammates. Also das sind 10 Uhr später. Aber ich weiß gar nicht, auf was ich mich mehr freue, auf die Championship. Ich glaube, ich freue mich sogar noch mehr auf den Brawl Talk. Also um 9 Uhr haben wir Brawl Talk und um 10 Uhr die Championship-Herausforderung. So, mach mal weiter mit Frog. Achso, natürlich, genau, Trophäenpfad. Alter, Leute, ihr seht es, ne? Boah. 75 ist so viel für den Anfang, ne? 75 Powerpunkte für den Anfang ist so heftig viel. Dann haben wir nochmal 50 haben wir hier und dann Big Boxen haben wir hier und hier. Das ist halt 1600, ist dann noch ein weiter Weg, 1600. So, wir machen weiter, wie versprochen. Und zwar mit Proc. Duo. Ich mach Duo, komm. Mal eine Runde Duo erstmal. Brawl Talk bitte übersetzen teilweise. Möchtet ihr das, Chat? Soll ich den Brawl Talk übersetzen später? Habt ihr damit Probleme? Wahrscheinlich teilweise schon, ne? Oder zum Großteil sogar. Ich meine, Englisch ist jetzt nicht gerade eure Hauptsprache. Wie sieht's aus? Soll ich später übersetzen ein bisschen? Ich kann auch einfach... Kann man Untertitel anmachen? Ich kann auch Untertitel anmachen. Also ich habe jetzt nicht so viel Probleme mit Englischen, weil ich auch ziemlich viel auf Englisch inzwischen schreiben muss. Ja, ja, okay, viele schreiben ja. Ja, ja, mach ich. Dann könnt ihr auch ein bisschen Englisch lernen. Alter, let's go, sehr gut. Oh, ich bin ein bisschen aggro, glaube ich, gerade. Ey, wo ist mein Teammate? Der Kevin. Na komm, ey. Oh, hab ich die getillt? Junge, der Aim. Der Aim war mal richtig am Start. Komm jetzt erstmal auf Platz 1. Ja. Ah, hier, guck mal. Auch schade. Oh, der Karl macht Auge. Das sehe ich jetzt schon, der will mich killen. Wo ist eigentlich mein Teammate? Also, ich will jetzt echt nichts sagen, aber. Der. Boah. Junge, das Aim. Leute. Also, muss man doch schon sagen, das war doch schon. Das war schon Next Level. Das war schon Pro-Spieler. Der Untertitel. Okay, wir können. Okay, da machen wir Untertitel an. Ja, machen wir an. Alter, was? Wir haben Münzenereignis. Wie geil ist das bitte? Wir können einfach Münzen sammeln, seht ihr das? Wir kriegen einfach 42 Münzen aus dem Nichts. Wie nice ist das denn bitte? Let's go. Alter, richtig OP. Wir werden vielleicht sogar morgen direkt nochmal früh streamen. Muss mal schauen, ich überleg's mir. Nämlich, wenn alles glatt läuft, dann könnten wir morgen Dynamite kriegen. Ich weiß, es ist echt ein großes Ziel. Das wäre erst der vierte Tag oder so. Aber es ist halt schon möglich, da bin ich schon sehr gespannt drauf. So, wir machen weiter, genau. So, jedes Ereignis einmal. Robo Rumble machen wir bei... Oder sollen wir schon mal eine Runde Robo Rumble machen, um die Big Marke zu kriegen? Die Big Box Marke? Ne, ich glaube, wir machen erst später. So, Poco wieder. Let's go, erstmal Brawl Ball. Oh Gott. Teammates?
Ja, moin. Ich will jetzt echt nichts sagen, ich bin ein bisschen alleine. Ich halte dich hoch. Das ist ein Devil, was? Ist der weggestorben gerade eben so schnell? Oh Gott. Haben wir, glaube ich. Ah, sehr nice. Alles noch schon mal. Untertitel sind erst da, wenn das Video fliegt. Die kommen erst später, die Untertitel. Okay, es kann sein. Junge, meine Teammates machen irgendwie gar nichts. Komm, ich will dich hoch. Komm, Alisa. Sehr schön. Let's go. Fastest du? Nee. Ihr? Vielleicht ein paar von euch wahrscheinlich. 73. Aber ich bin jetzt auch nicht muslimisch. Deswegen. Also ich denke mal, nur die Muslime fasten, oder? Deswegen. So, Kopfgeldjagd. Machen wir erstmal Crockers. Alter, guck mal, wir können die Croc und Poco. Was haltet ihr davon, wenn wir. Sollen wir jeden Brawler auf 100 Trophäen erstmal pushen? Das wäre schon mal ein ganz gutes Ziel eigentlich für den Anfang, oder? Dann pushen wir jeden. Sollen wir es machen? Jeden auf 100. Er ist kein Muslim. Bin ich lost? Wieso fasst man dann? Also, also klar, also das Christ geht es auch, aber die Fastenzeit ist ja. Oder bin ich jetzt lost? Ich glaube, nee. War. Aber Ostern war doch schon, oder? Ich hab irgendwie. Alter, wegen der Corona-Phase ist irgendwie alles total komisch. Es war doch schon Ostern, oder? Ja, natürlich war schon Ostern, ist schon Mai. Alter, das ist alles so seltsam dieses Jahr. Oh mein Gott. Ah, okay. Junge, der Bar, der einfach. Er wehrt sich halt nicht mehr richtig. Komm, ich mach das mal auf, dass ich mich ein bisschen mehr sehe auch. Ja. Oh, der Kevin. Oh Gott, das ist ein Problem. Nein. Ich muss weg. Boah, Gott. Let's go, sehr gut. Alter, 14 zu 7. Bisher haben wir alle Runden gewinnen können. 16 zu 7, sehr gut. Ja, es war. Okay. Christen fasten nicht. Doch, eigentlich schon. Du wahrscheinlich denn nicht. Also theoretisch schon. Halt, es ist halt die Fastenzeit nicht umsonst. Oh je. Da musst du jetzt, glaube ich, in den Religionsunterricht nochmal. Oh Gott, nein. Oh nein, keine Serverlags jetzt, bitte. Nein! Egal, wir haben durchgekommen. Ja, haben wir eigentlich alles im Griff. Ja, let's go, sehr gut. Alter, wir sind aber schon OP als Team gerade. Nicht so nah. Wir haben jetzt auch schon gleich einige Boxen. Das Ding ist, wir haben noch immer keinen einzigen super seltenen Brawler gezogen. Und den will ich halt heute unbedingt ziehen. Das wäre halt schon wichtig. Alter, meine Teammates waren aber schon am Ende nochmal ziemlich nice. Das war schon krass. Warum kann der Brawl Pass nicht kostenlos sein? Weiß auch nicht. Ja, weil, keine Ahnung. Ist halt genauso, warum auch die Juwelen nicht umsonst sind. Oder Boxen nicht umsonst sind. Ne? Ich meine, irgendwie müssen die halt das Geld wieder reinbekommen. Das Geld verdienen. So macht Supercell halt ihr Geld. Du musst halt dann auch wieder fragen, warum ist Brawl Stars kostenlos? Musst du auch wieder aus Sicht von den Supercell fragen, ne? Könnt ihr einfach sagen, die bieten Brawl Stars für 50 Euro im App Store an. Aber ist ja kostenlos. Und da müsstest du halt so Geld reinbekommen. So. Danke an der Stelle übrigens schon mal für fast 800 Likes. Vielen Dank. Wenn ihr neu dabei seid, ne, gerne ein Abo da lassen. Alle neuen Abos werden oben rechts eingeblendet, ihr wisst Bescheid. Das sage ich in jedem Stream, aber muss man dazu sagen, weil es echt was bringt. So. Wie findet ihr eigentlich die Idee? Sollen wir es machen? Dass wir erstmal jeden Brawler auf 100 Trophäen bringen. Das wären noch 4 Stück. Dann würde ich mal sagen, beginnen wir erstmal mit dem Kevin. Oder wollte ich. Mir ist egal. Sucht euch mal einen Modus aus. Beginnen wir mit dem Kevin. Sucht euch einfach mal einen Modus aus. Chat, schaut mal rein. Welchen Modus? Hallo Joni. Ja, wir spielen später auch noch mit Joni zusammen die Championship-Herausforderung. Also wir werden sie erst einmal spielen auf dem Free-to-Play-Account. Und danach werden wir sie richtig krass spielen. Mit ein paar Pros zusammen. Das wird spannend werden. Das Update kommt am 13. Mai, weil Supercell 10 Jahre wird. Interessant, kann sein, ja. Die meisten wollen Showdown, dann machen wir das. Let's go. Ich mache erstmal eine Runde Duo wieder mit Kevin, weil das Ding ist halt, Kevin ist nicht so gut für Solo. Der ist ja gut für Duo.
Let's go. Junge, der Name von ihm ist schon leicht weird, aber egal. Danke an Clashmaster für das Abo. Junge, sein Name einfach. Das war's komplett. Das ist ein Rosa, ich muss aufpassen. Oh, ohne Shelly. Oh, ne, ist Primo, lol. Ach so. Junge, wie wenig Schaden macht Kevin eigentlich? Verzweiflung. Oh, sehr schön. Jetzt kann ich hier Cubes ansammeln. Wo ist eigentlich mein Teammate? Ich hoffe, der macht keinen Mist. Ja, let's go, hoffe ich. Richtig. Teammate. Alter, ohne Witz, ich hasse diese Teammates, die einfach irgendwo hinlaufen. Nein! Ich muss ihn beschützen. Oh mein Gott, Teammate. Heal! Stimmt. Oh mein Gott. Alter. Junge, die sind halt so lost, ne? Oh mein Gott. Bitte, mach irgendwas. Mach irgendwas. Ich darf nicht wegsterben, auf gar keinen Fall. Sehr gut, Alter. Ja, schon mal kritisch. Oh ja, die ist nice. Alter. Ja, nee. Sehr nice. Schau mal, komm. Ich bin einfach stone. Alter. Ich glaube, am Ende hat er ein bisschen geauto-aimt, aber es hat geklappt. Let's go, sehr schön. Der Bratwurst lecker. Oh mein Gott. Machen wir noch eine Runde mit ihm, oder? 32. Das Geile ist halt, wir kriegen halt wirklich wieder 42 Marken. Das ist schon nice. Plus 42 Münzen. Da kommen wir wieder richtig gut voran. Also wenn es heute richtig krass läuft, dann können wir heute vielleicht 1600 Trophäen erreichen. Dann würden wir ordentlich Bigboxen abfahren. Das wäre richtig nice, aber das ist halt noch ein weiter Weg. Mal schauen. Alter, noch 40 Minuten bis zum Brawl Talk, ne? Das ist echt... Ich bin schon sehr gespannt. Also... Ich weiß auch gar nicht genau, also ich weiß auch nicht mehr als ihr wisst, ne, dieses Mal. Normalerweise wissen ja die Content Creator schon ein bisschen mehr als ihr. Aber dieses Mal ist es wirklich so, dass ich gar keine Ahnung habe. Ich weiß halt nur, dass der Brawl Pass kommt. Und ja, chromatische Brawler halt, ne. Aber eigentlich muss ja der chromatische Brawler sein, oder? Ich meine, der im Brawl Talk kommt, denke ich mal. Nein. Nein, bitte. Jetzt mach nicht diesen. Hau einfach ab, bitte. Mein Team muss ich jetzt echt carryen. Oje, oje. Ich muss auch noch ein bisschen wach werden. Oh, das ist nice. Okay, der Heal war viel zu früh. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ich darf jetzt nicht zu greedy sein. Oh mein Gott, der hat einfach 10 Cubes, das wird schwierig werden. Ja gut. Okay, wenn wir die jetzt down kriegen, ich meine, ich habe gleich meinen Heal bereit. Jetzt steht auf den... Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, let's go. Junge, der hat einfach 13... Das können wir schaffen. Kill ihn. Junge, er muss einfach nur auto... Oh mein Gott, das ist lost. Egal, Platz 2. Puki hat ja gesagt, dass... Ach, man hat den Brawl Talk schon gesehen. Ach so. Nee, habe ich nicht gesehen tatsächlich. Okay, das ist sogar nicer. Kann sein, dass wir uns den Brawl Talk sogar schon anschauen durften. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Okay, krass. Ist vielleicht auch schlauer, weil ansonsten wüsste ich auch schon, was drin ist. Dann wäre es langweiliger. Wisst ihr, was ich meine? Ah, ich hätte ihn doch schon sehen können. Okay, krass. Ja, wir kriegen, wie gesagt, auch... Ich bin ja Supercell Creator, ne? Deswegen kriege ich die Informationen früher. Ich habe es nicht angeschaut. Danke an Pommesbuden Luke für das Abo. Aber wir haben ihn echt schon anschauen. Jetzt bin ich fast ein bisschen enttäuscht, dass du nicht. Aber andererseits ist es vielleicht nicer. Ne? Ich hätte ihn jetzt vielleicht schon heute Morgen oder vielleicht sogar schon gestern anschauen können. Aber es ist vielleicht jetzt besser, dass ich ihn nicht angeschaut habe. Damit es für mich auch spannender ist. Ne? Wenn wir dann gleich zusammen drauf reagieren. So, Solo Showdown. Let's go. Oh Gott, das ist ein Bull. Alter, das ist halt zu nice. Wenn die einfach eine Truhen über die Boxen überlassen. Sehr schön, schon mal 2 Cubes. Okay, krieg ich einen Down? Ja, vielleicht. Jetzt ist er. Jetzt macht er ein bisschen. Sehr nice. Guck mal, jetzt hier. Und jetzt hier. Den Flächenschaden auf den Daryl drauf.
Ja, sehr nett. Oh, aufpassen. Da oben ist ein Barley, der ist gefährlich. Ich glaube, ich kann Platz 1 werden, wenn es gut läuft. Ja. Komm. Let's go. Alter, wir haben jetzt 7. Nee, wir haben 8 Cubes. Let's go. Oh. Ich glaube, ich muss dich nicht healen, oder? Oh, das ist kaum korrekt gewesen. Aber wir haben jetzt 10 Cubes, soll eigentlich gut werden. Ich würde sagen, oh mein Gott, schwierig. Wenn wir die. Boah, let's go. Wenn wir die 100 Trophäen mit allen Brawlern haben, dann würde ich sagen, machen wir erstmal ein Opening gleich. So, 99 Trophäen haben wir, sehr nice. Und kriegen 54 Marken dazu wieder. Alter, wir brauchen noch eine Trophäe. Das gibt's halt echt nicht. Kannst du den Brawl Talk auf Deutsch übersetzen? Ja, werden wir machen später. Kann ich gerne machen. So, noch eine Trophäe. Die müssen wir uns halt holen gerade. Die holen wir uns gerade noch. Und dann kriegen wir auch wieder Trophäen für den Rangaufstieg. Wann kommt das Update? Das weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich noch nicht heute kommen, ne? Logischerweise. Ja. Weiß ich auch nicht genau. Es ist Brawl Talk und kein Update, ja. Das weiß ich. Das steht ja auch im Titel. Da steht ja auch nicht Update-Reaktion, sondern Brawl Talk-Reaktion. Die Shading ist wieder anders. Stressy. Alter, sie ist nicht spendenlaut. Vielen Dank an Toastbrot77 für die 1,88 € Spende, also für die 2 Schweizer Franken. Danke dir. Oh, jetzt wird's kritisch. Oh mein Gott. Ich bin ja komplett gesandwiched. Ich heal erstmal hoch. Alter, erstmal raus hier. So, okay. Wir haben schon mal 4 Cubes. Das ist nice. 4 Brawler noch am Leben. Komm, diese eine Trophäe brauchen wir noch. Und ich hoffe halt einfach, dass wir dann irgendwas auch ziehen, ne? Mit den super seltenen. Jetzt haben wir den 5. Cube, sehr schön. Komm ran. Ja, ist schon ein bisschen. Nein. Schade. Jetzt komm aber, jetzt. Ja. Junge, er fuckt halt schon leicht ab. Jetzt haben wir ihn, glaube ich. Nein. Als ob wir jetzt im Showdown sind. Das ist jetzt nicht so. Oh mein Gott. Komm. Let's go. Sehr gut, geht doch. Jonas, freust du dich auf den Brawl Talk? Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Also der Brawl Talk wird absolut nice werden, hoffe ich mal. 100 Trophäen haben wir. Und kriegen 32 Marken wieder. Sehr schön, auch für den Rangaufstieg. Jetzt haben wir erstmal alle Marken aufgebraucht. Jetzt müssen wir wieder Ränge aufsteigen. Und wir brauchen jetzt noch 11 Trophäen. Und dann kriegen wir halt 75 Powerpunkte. Und die sind am Anfang halt sau wichtig. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Machen wir uns aber erstmal weiter, würde ich sagen, mit Brock. Wir machen jetzt mal Solo-Show. Komm. Müssen wir gleich nochmal Brawler machen, würde ich sagen. Welches ist dein Lieblingsspiel? Schwierig. Also ich mag aktuell, würde ich sogar sagen. Also wenn das Update krass wird, ist, würde ich sagen, sogar Brawl Stars mein Lieblingsspiel, mein neues. Aber ansonsten ist es eigentlich Clash Royale und Brawl Stars. Genau. Danke übrigens an der Stelle für fast 1000 Likes. Wir bräuchten gerade noch 3 Likes für die 1000. Vielen, vielen Dank, Leute. Einfach krass. Alter. 1000 Likes, vielen, vielen Dank. Wir haben schon mal 3 Boxen gefarmt, ne? Also wird spannend werden. Und Big Boxen wollen wir heute auch noch farmen. Spannend wird natürlich vor allem später werden, wenn wir die Championship-Herausforderung spielen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Was? Let's go. Sehr nice. Wo ist der Kevin? Oh mein Gott, der war absolut lost, Alter. Habt ihr das gesehen? Oh Mann. Es war schon nice, muss man wirklich sagen. Oh Mann, ey. So, wieder in die Büsche schießen. Let's go. Alter, wir haben sogar 1100 Likes, sehe ich gerade, ja. Danke euch. Stopp mal, können wir die jetzt einfach easy killen? Alter, let's go. So nice, 9 Cubes. Ah, wir haben halt gleich mit allen Brawlern 100 Trophäen. Das wäre schon nice. Ah, es läuft. So, wir haben die ersten 20 Minuten schon gespielt und wir sind jetzt hier schon mal mit Brock auch bei. Passt auf, wir sind jetzt hier mit Brock auch schon mal bei 85 Trophäen. Also, ist nicht schlecht. Dann haben wir halt wirklich jeden Brawler free to play über 100 Trophäen. Ich denke, es wäre schon mal ein ganz gutes Ziel. Und auf Dauer halt immer hocharbeiten, ne? Dass wir auf Dauer halt mit jedem Brawler vorankommen. Das ist so mein Ziel, dass wir einfach die maximalen Trophäen rausholen. Ich muss auf die aufpassen. Können wir die killen oder ist die jetzt schneller? Puh, okay. Ich war mir unsicher, aber es hat geklappt zum Glück.
das ist kritisch geworden. Timer bitte. Wenn ihr Bock habt, können wir einen Timer solchen Timer anmachen. Danke an L Creepstar für das Abo. Was? Oh mein Gott, Sekunde. Das ist gerade ein bisschen wichtiger. Kann ich da alle drei treffen? Ja. Alter, let's go. So nice. Soll ich einen Timer reinmachen? Wenn ihr Bock habt, kann ich einen Timer reinmachen. Für den World. Alter, WTF. Ja, gut, es war jetzt klar, dass sie jetzt kommen muss. Alter, der Bade schießt aber auch nur auf mich. Ne, das ist wieder so dumm. Ja, moin. Und, ey, ohne Witz, ich hasse diesen Bale. Der geht nur auf mich. Zu dumm. Jetzt aber komm. Yes. Aufpassen. Ah, sollten wir einen Griff haben. Ja, okay, alle schreiben ja rein. Dann machen wir den Timer gerne. Dann machen wir gerne gleich einen Timer rein. Wenn ihr da Bock drauf habt. Dann, damit wir das auch besser sehen können. Ey, komm. Let's go, sehr nice. So, dann haue ich euch kurz einen Timer rein für den Brawl Talk, damit wir genau sehen können, wann es losgeht. Da kann ich euch kurz einrichten, Sekunde. Aber wir kriegen halt wieder plus 10, das heißt, wir sind jetzt hier schon bei 95. Sehr nice, noch 5 Trophäen. So, ganz kurz Brawl TV an. Was? Wir sind aufgestiegen. Was war das? Chat, was war das für ein Geräusch gerade? War das für die haben wir die nächste Trophäen-Part-Stufe vielleicht erreicht? Wahrscheinlich deswegen. So, eine Sekunde, ich muss kurz einrichten. So, Countdown. Date. Heute ist der 9. 9. Mai. Und 9 Uhr. Hey, nee. Das stimmt aber nicht. Ist doch eine 9. oder? Da steht 2 Minuten und 24 Sekunden. Das stimmt aber gar nicht. Ja komm, dann machst du halt eine Zeit rein. Dann machen wir einfach mal. Wir machen mal 30 Minuten und dann switchen wir rüber. Okay, machen wir es so. Das ist glaube ich besser. Dann machen wir schnell einen 30 Minuten Countdown rein. Das stimmt ungefähr. Und den machen wir dann als Countdown, dass wir dann rüber switchen, wenn es soweit ist. Okay, machen wir das so einfach. Schluss am besten. So, zack. Perfekt, guck. Unten rechts haben wir jetzt einen Countdown. 30 Minuten einfach. Das kommt ungefähr hin. Und wenn es soweit ist, dann switchen wir kurz rüber und können schon mal die Lautstärke einstellen und so weiter, okay? Alter, nur noch eine halbe Stunde. Das geht halt echt, ne? Ja, ist schon. Das wird schon nice werden. Was war es gerade? Es waren. Ah, du hast Boxen bekommen. Boxen? Was für Boxen? Nee, ich glaube, ich habe die Powerpunkte. Ich würde sagen, die holen wir uns gleich ab. Wir pushen jetzt zuerst alle Brawler auf 100 Trophäen. Und dann holen wir uns als Belohnung einfach, einfach alle Sachen ab. Danke an Luca Gamer LP für dein Abo. Es ist krass, wie viele Abos hier reinkommen. Vielen Dank. So. Wir machen mal Brawl Ball. Komm. Wir machen jetzt mal Brock, Bull und dann Jesse. Und dann haben wir alle Brawler bei 100. Dann öffnen wir die Truhen und dann kommen wir zum Trophäenfahrt. Da kriegen wir halt echt eine ganze Menge raus. Das ist halt echt nice. Seht ihr noch was? Nee. Das wird halt so spannend werden, wenn der Brawl Talk kommt, ne? Junge Fox ist einfach komplett AFK. Das kann. Ach komm. Das ist nicht ernst gemeint, ey. Das ist nicht ernst. Ich kill die ja noch alle im Alleingang. Ich weiß es nicht. Junge, so lost mein Team wieder. Leute, im Alleingang. 1 gegen 3. Let's go. Der Brawl Talk kommt aber. Leute, wie viel. Der kommt um 9 Uhr, oder? Der Brawl Talk kommt um 9 Uhr, oder? Nicht um 10 Uhr. Das wär's noch. Oh je, ich bin wieder alleine. Ich nehme echt den Ball und hau jetzt ab damit. Alter, Leute. Also die Teammates, die Gegner sind aber auch los, ganz ehrlich. Alter, das war schon. Eigentlich, die Jackie war schon ganz nice am Ende. 9, oder? Ja, Alter, wenn er um 10 Uhr käme, wäre ich richtig enttäuscht. Dann müssen wir noch ewig warten. Also noch 1,5 Stunden, aber so ist in Ordnung. So, zack, 100 Trophäen haben wir. Richtig nice. 103 Trophäen haben wir jetzt hier mit Brock. Und übrigens, direkt nach dem Brawl Talk werden wir dann, würde ich sagen, Robo Rumble spielen. Also, hier. Ich spreche es immer so komisch aus. Robo Rumble würde ich sie eher aussprechen. Da können wir auf jeden Fall dann die ganzen Tickets noch verwenden. Und dann können wir auf jeden Fall ein relativ großes Opening machen. Und dann um 10 Uhr
Dann kommt Championship-Herausforderung. Also, ich bin halt schon so gespannt, ne? Die werden wir einmal auf dem Free-to-Play-Account spielen. Da muss ich ohne Hilfe spielen, also völlig alleine. Und bis dahin müssen wir versuchen, am besten noch einen Brawler freizuschalten. Und werden dann nochmal die Championship-Herausforderung auf dem Haupt-Account spielen. Und dort werde ich mit zwei Pros spielen. Tobi kennt wahrscheinlich auch viele von euch. Tobi Brawl Stars und auch Joni. Mein Mod ist auch dabei. Und dann sollten wir hoffentlich die 50 Siege schaffen können. Oh, das ist mir einfach an den Rand gesetzt. Junge Sprout. Wenn wir einfach mal einen mythischen oder epischen oder so ziehen würden. Das wäre halt. Also das wäre. Überleg mal, wir ziehen einen mythischen oder einen epischen oder sowas. Das wäre halt echt krank. Da würde ich mich richtig freuen. Oh. Junge, diese Wand ist so lost. Ja, ist gestorben, der Boxer. Aufpassen. Ist der beim Busch? Nee. Ah, da ist ein Shelly. Nee, so nicht. Alter, mein Geschütz ist gerade übel OP. Na, gefährlich. Ich hab gleich mein nächstes Geschütz. Ja. Schön, ja. Lol, war das ein Eigentor? Ich glaube schon, keine Ahnung. Krass. Sehr schön. So, nächstes Mal neue Trophäen auf jeden Fall. Damit. Wir brauchen auch nur noch. Na, wir brauchen noch ein paar Erfahrungspunkte. Wir sind schon fast Level 20 bald. Und wenn wir das schaffen, das ist schon ziemlich nice. Da können wir auf jeden Fall auch nochmal einige Erfahrungspunkte mitnehmen. Würde ich sagen. Bull. Let's go. So, Bull ist der letzte. Machen wir nur eine Runde Brawl Ball und dann öffnen wir die ganzen Boxen und hoffen endlich auf den ersten Super Seltenen. Wir können gerne gleich mal abstimmen, welcher der beste Super Seltene Brawler ist, den wir ziehen könnten. Aber wir haben halt immer noch keinen gezogen. Also wir brauchen jetzt halt echt mal einen Super Seltenen langsam. Das kann nice werden. Und danach halt am besten noch irgendwas Krasses mal ziehen. Oh, ich bin lost. Wie immer. Egal, sehr gut. Danke übrigens für die 1200 Likes gerade. Vielen, vielen Dank, PTF. Ich hätte eine Ulti. Komm, ich ulte mal rein einfach. Lohnt sich. Komm. Ball, Ball, Ball. Oder schieß. Alter, let's go. Gutes Team. Sehr gutes Team auf jeden Fall. Nice. So. Jackie, alle schreiben Jackie rein. Also Jackie wäre nice, habt ihr recht. Ja, ja. Ich meine, die ist halt auch mit ihrem Flächenschaden halt ultra nice, ne? Und auch ordentlich Leben, ist auch ziemlich schnell. Ja, ja, Jackie wäre schon heftig, das stimmt. Ich muss ganz kurz mal gerade die Heizung ausmachen, damit nicht zu warm langsam. So, nochmal einen Lüft, glaube ich, später. Alter, ihr seht es unten rechts. Ihr seht es unten rechts. In 25 Minuten geht's los, ne? Und dann beginnt der Brawl Talk. Ich bin halt schon gespannt. Also ich denke, wir kriegen einen neuen Brawler. Wahrscheinlich den chromatischen, ne? Denke ich mal. Devil schreiben wir viel rein. Okay, ja, Devil ist auch krass, stimmt. Dann kriegen wir wahrscheinlich den Brawl Pass. Und ich bin halt schon so gespannt, was im Brawl Pass drin sein wird. Ich hoffe, dass wir irgendwas Krasses kriegen. Vielleicht noch Skins oder so im Pass. Und vielleicht noch irgendwas, hoffe ich halt. Also ich weiß es halt nicht. Es wird spannend werden. So, wo waren wir? Wo waren wir? Genau, so, jetzt würde ich sagen. Ja, gerade die Kopfhörer sind wieder komplett durcheinander. So. Also. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal die ersten Boxen gefarmt, würde ich sagen. So, 4 Boxen haben wir. Sehr nice. Und wir haben 1300 Trophäen schon mal. Also sind die ersten 100 Trophäen schon mal gepusht, würde ich sagen. Jetzt ist es spannend. Wofür sollen wir diese Powerpunkte vergeben? Das sind 75. Das ist sehr, sehr viel für uns am Anfang. Habt ihr irgendeine Idee? Wir könnten sie zum Beispiel für Shelly vergeben. Dann hätten wir Shelly schon mal fast. Na, ja, es dauert halt noch ein bisschen bis Power 6, ne? Das wäre halt gut für Robo Rumble. Weil umso höher wir Shelly powern, umso leichter können wir auch die Spezialereignisse hinbekommen. Oder habt ihr einen anderen Wunsch? Wir hätten auch noch. Rose könnten wir auch auf Power 5 kriegen, vielleicht, ne? Oder wir powern irgendwie mit Loweren hoch. Vielleicht zum Beispiel Kevin oder Barley oder Proc. Oder Bull. Bull ist auch low. Dieter. Shelly, Bull. Ich glaube, viele wollen Nita. Können wir alle gerade nochmal reinschreiben, wenn wir upgraden sollen. Ich glaube, viele wollten Nita oder Jesse auch. Ah, Rose auch. Viele auch Shelly. Ich glaube, die meisten wollten Nita tatsächlich.
Oder auch einige Jessie. Die meisten sagen Shelly. Wir machen Shelly. Die meisten sagen Shelly, ganz klar. Machen wir Shelly. Habt ihr, glaube ich, recht. Weil dann haben wir einen krassen Brawler auf Dauer, den wir in den Spezial-Items spielen können. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt schon nice. Dann haben wir Shelly halt, Alter, aber Shelly ist schon krass vorne, ne? Wenn wir jetzt mal von den Powerpunkten her schauen. Ist schon heftig, ne? Hat schon guten Abstand. Hoffentlich kriegen wir sie bald Power 6 auf jeden Fall. So, jetzt haben wir noch 4 Boxen, komm. Jetzt gönnen den ersten super seltenen. Ich möchte gerne, Jackie oder ich möchte Daryl. Das sind die beiden, die ich möchte. 4 Boxen haben wir. Wir haben immer noch keinen super seltenen. Wir hatten echt viel Pech bisher. Jetzt müssen wir Glück haben. Komm, erste. Zeit verbleibende. Wir haben ein Upgrade für Kevin. Das ist nice. Sehr schön. Komm direkt weiter. Nächster. Und. Yes! Aber es ist leider Penny. Aber trotzdem. Oh, Alter. Wir haben locker, ich glaube, 5 Big Boxen aufmachen müssen und 30 normale Boxen. Und jetzt kriegen wir endlich Free-to-Play, den ersten Super-Seltenen. Sehr nice, einfach Penny. Also, Penny verschießt Beutel mit Katzengold, die dem Ziel sowie dahinter stehenden Gegnern Schaden zufügen. Ihr Super-Skill ist eine mörserartige Kanone. Also Penny ist ultra nice natürlich für Kopfgeldjagd oder für Team-Modi vor allem. Und ja, und ist halt ziemlich nice mit ihrem Flächenschaden. Auch für Brawl war sehr nice. Also das ist schon nice. Und hat irgendwie Spaß einfach mal. Also jeden einzelnen Brawler, den ihr Free-to-Play zieht, das ist halt ultra wichtig einfach, ne? Also das ist halt, ist schon nice. So. Ich kann es irgendwie, ich will irgendwie gar nicht wegklicken. Ich will es irgendwie noch genießen, ganz kurz. Aber jetzt komm, klick weg. So nice, komm. Am besten ist noch ein. Ab jetzt können wir jeden einzelnen Brawler ziehen. Also auch einen legendären, theoretisch. Also ist unwahrscheinlich, aber... Zwei. Cold und Rosa. Komm jetzt nochmal. Letzte Box. Ah, komm, wenigstens Powerpunkte. Am besten für Penny. Ah, Bade leider. Okay, wir haben jetzt erstmal Poco hier, also Kevin, auf Power 3. Das ist schon mal nicht schlecht. Und von den Powerleveln her können wir mal schauen, haben wir jetzt hier auf jeden Fall die meisten Power 3, die meisten Power 3, dann Power 4, Power 5, einige auch noch Power 2, würde ich sagen. Leute, oder? Wir müssen doch jetzt eigentlich... Stimmt, ich die Powerpunkte eigentlich für Penny aufheben sollen. Wir müssen aber jetzt doch eigentlich Penny direkt pushen, oder? Ich würde mal sagen, wir beginnen erstmal ausnahmsweise Solo-Showdown, weil wir damit relativ schnell am Anfang hochkommen. Und in welchem Modus pushen wir Penny am besten? Wir könnten natürlich auch Duo-Showdown besser spielen. Ich glaube, Penny pusht man echt lieber in Duo-Modi, oder? Oh, komm jetzt direkt hier. Oh, ich bin daneben geschossen, ups. Ja, ich mache nicht so viel Schaden als Penny. Ich bin halt auch nur Power 1-Typ, den ich vergessen. Es macht aber schon Spaß. Jetzt hier, guck mal, wenn ich jetzt hier... Das ist halt schon nice. Muss aber ein bisschen aufpassen wegen der Shelly. Ah ne, die ist lost, okay. Sollten wir erstmal einen Griff haben. Jetzt haben wir schon mal 4 Cubes, let's go. Die meisten sagen Brawl Ball. Dann machen wir das gleich. Sollen wir mit Penny... Oh mein Gott, Sekunde, Mann. Das kann so krass werden mit dem Flächenschaden, pass auf. Wenn ich da jetzt Streuschaden drauf mache. Ach nein. Darf jetzt aber nicht hier reingehen. Boah, let's go. Ich muss irgendwie mich gerade schützen. Was? Was ist das für eine Runde, bitte? Wir kriegen ja alle. Junge, komm, wir holen uns alle Cubes. Wir haben 14 Cubes schon. Beste Runde. Da ist ein Bullen. Ah nee. Pookie. Ja, Pookie muss sterben. Da stand Creator Code Pookie. Das ist falsch. Dabei ist mein Creator Code auch viel besser, Kappa. Erstmal wegkillen. 16 Cubes. Komm, Christian. Junge. Let's go. Sehr nice. Haben wir gekillt. Ah, genau an der Stelle. Wenn ihr mich supporten wollt, ne, und es noch nicht wisst, also ich denke, die meisten von euch wissen es, oder es vielleicht auch, oder wenn der Code vielleicht auch wieder draußen ist, ihr könnt mich auch supporten. Ich habe auch einen Creator Code. Dafür könnt ihr ganz rechts im Shop meinen Code eintragen, der heißt Jojonas. Ist ein kostenloser Support, sprich, es kostet euch gar nichts. Und ja, würde mich eben unterstützen. Sobald ihr euch irgendwas im Shop für Juwelen kauft, also für Gems kauft, zum Beispiel zieht einfach einen Box oder einen Skin und dann eben meinen Code drin habt, dann kostet euch das gar nichts und ihr supportet mich eben kostenlos. Ja. Die meisten wollten, dass wir Brawl. Ups, egal, zu spät. Die meisten wollten eigentlich, dass wir Brawlball spielen, ne? Egal, passt schon. Alter, noch 17 Minuten, ne? Ihr seht den Countdown. Was? Langsam geht's los. Ich bin gespannt. Alter, 2700. Alter, wir können halt so viel Schaden mit dem Flächenschaden machen. Oh, da oben geht's ab. Lol. Okay. Ist er down? Junge, Karl.
Bester Mann. Drei Cubes schon mal. Der Flächenschaden ist halt hier ziemlich nice eigentlich sogar. Guck mal, wenn jetzt hier einfach... Können wir der jetzt zu nahe kommen, dann können wir einfach... Ah, nee. Ey! Boah, ist mir nicht zu nahe, egal. So, zieh hier weiter ab. Ja, ist schon schlecht. Der Flächenschaden ist halt echt ultra OP. Auf der Trophäenhöhe gerade. Oh. Ich bin los. Alter, das schaut schon krass, ey. Also Penny macht echt ultra Spaß zu spielen, muss ich sagen. Hä, wo sind jetzt die anderen? Wo ist jetzt der letzte? Oh mein Gott. Ey, die ist einfach reingelaufen, hat mir geschützt zerstört. Das ist echt mies. So nicht. Ey. Ich hasse sie. Die nervt ja übel. Was will die bitte? Die will nur das Spiel in die Länge ziehen, kann das sein? Alter, mal gerade in den Chat, was sagt ihr dazu? Fuckt euch das aus so ab, wenn diese Gegner, die einfach nichts machen, die einfach nur abhauen. Ich meine, die soll dort entweder fighten oder sie soll halt wegsterben. Aber nicht, was macht sie denn die ganze Zeit? Ich verliere nur Zeit gerade. Alter, ohne Witz. Überleg mal, die ist einfach mal komplett 2-3 Minuten stehen geblieben. Gefühlt. Der Countdown ist nicht falsch, Leute. In 16 Minuten geht's los. Wir werden erst noch rüber switchen auf YouTube. Ich muss kurz die Einstellung machen, deswegen. Also in 16 Minuten gehen wir rüber. Und ja, dann passt es. Ja, okay, alle schreiben ja. Ist halt echt so, ne? Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Gegner einfach nur weglaufen und ab. Ich hasse sie. Ich hasse diese Gegner einfach. Leute, die letzte Viertelstunde bis zum World Talk. Auf was freut ihr euch am meisten? Also ich muss sagen, ich freue mich am meisten auf den Pass sogar. Oder freut ihr euch am meisten auf einen neuen... Also es kommt wahrscheinlich ein neuer Brawler, ne? Also zumindest ist, glaube ich, einer auf dem Thumbnail abgebildet. Also ich persönlich freue mich echt am meisten, glaube ich, sogar auf den Pass. Weil ich so gespannt bin, was da drin ist. Ich hoffe halt irgendwie, dass man irgendwas, irgendwie Skins oder so noch bekommt. Krasse, aus dem Pass direkt. Ich fände, es wäre eigentlich... Also ich fände persönlich, es müsste... Oh mein Gott. Ich persönlich fände, dass das ein bisschen mehr drin sein sollte, als nur der Pass. Naja, als nur der Pass, als nur neuer Brawler zum Beispiel. Stopp mal. Okay, sorry. Können wir jetzt hier... Der Terror. Was? Wie gut? War das Absicht? WTF? Das war ich. Bitte machen rein. Bitte machen rein. Okay, let's go, 1-0. Ich dachte erst, er wird mich reinmachen wollen. Das wäre richtig los gewesen. Was? Ja, okay. Also, da sieht man halt, was Penny drauf hat, ne? Das ist halt zu krank. Das ist halt, wow. Ist halt nur schade, dass sie mit ihrer Ulti oder so nicht die Wände öffnen kann. Das finde ich auch ultra nice, wenn die das Brawler können. Alter, der war übel stark eigentlich. Ich glaube, wir machen noch ein Match. Es kommen Skins, meint ihr? Wir wissen noch gar nicht, welche Skins kommen, oder? Es gibt doch den dämonischen Bow. Der hat doch bei dem Skin-Contest gewonnen. Der wird wahrscheinlich kommen, ne? Also es gab einen Skin-Contest auf jeden Fall. Ja. WTF, sei froh, dass du überhaupt einen Brawler geschenkt bekommst. Nee, bin ich nicht, weil der Pass kostet ja Geld. So ist er nicht. Nee. So läuft es nicht. Also 5,49 € ausgeben ist ja nicht geschenkt. Ich gebe ja Geld für den Pass aus, deswegen. Nee. Katrin, so sieht's nicht aus. Ich muss ja Geld ausgeben für den Pass. Der kostet mich ja 5,49 €. Das ist ja schon ordentlich Geld auch, ne? Und, oder er kostet doch... Achso, er kostet wahrscheinlich Geld, denke ich mal, ne? Also wir wissen es ja noch gar nicht, stimmt. Ich weiß es auch selber noch nicht. Aber ganz ehrlich, er wird 100%ig Geld kosten, oder? Oder ist es schon bekannt? Chat. Weiß es irgendwer? Es wäre echt interessant zu wissen. Ich weiß es selber noch nicht. Aber in Clash Royale und in Clash of Clans kostet er 5 €. Deswegen gehe ich davon aus, dass er wahrscheinlich auch in Brawl Stars 5 € kostet. Es ist kein Update, nur ein Brawl... Es ist kein Update. Ach so. Ja, aber es ist eigentlich schon ein Update, ne? Also, es ist halt die Ankündigung für das Update. Ist sicher. Also 5,49 € ist es halt in Clash of Clans und Clash Royale. Ich kann euch kurz zeigen. Haben wir Clash of Clans hier drauf? Ich glaube schon. Hier ist Clash of Clans. Gehen wir kurz rein. Ich kann euch kurz mal zeigen, was ich meine. Clash of Clans spiele ich auch nicht mehr so aktiv.
Nein, ich wurde angegriffen. Zwei Sekunde. Hier, das ist nämlich der Pass in Clash of Clans. Ich spiele COC gar nicht so aktiv. Der in Clash of Clans sieht ja so aus. Guck, hier unten haben wir die Belohnung für die Free-to-Play-Spieler. Da bekommt ihr kostenlos was. Und das oben sind richtig krasse Belohnungen, die, also krassere halt. Und die bekommt ihr mit dem Goldpass. Da könnt ihr euch nach vorne spielen. Und der Pass hier, den bekommt ihr für 5,49 €. Und dann könnt ihr hier so krasse Belohnungen bekommen. 5,49 €, genau. Und ich denke, deswegen wird es wahrscheinlich auch so in Dings sein. In Brawl Stars sein. Also in 12 Minuten wissen wir mehr. Oder in 15 Minuten, ne? Also werden dann kurz rübergehen und schon mal die Einstellung machen für die Aufnahme. Einer wird kostenlos sein, einer wird kostenlos. Ja, wir werden es sehen, wir werden es sehen. In 12 Minuten wissen wir mehr. In 15 Minuten ist der Brawl Talk, Leute, wer es nicht weiß. Und ich bin schon absolut gespannt, was kommen wird. Und dann werden wir erfahren, was der neue Brawler ist, wenn einer kommt überhaupt. Ich hoffe mal. Und vor allem, wie der neue Brawl Pass aussieht. Da bin ich halt übel gespannt drauf. Oh nee, komm. Teammates. Das macht nicht diesen mit mir. Ja? Junge, das Niveau ist aber schon lost auf der Trophäenhöhe, aber es war auf jeden Fall Spaß. Ich hätte vorgeschlagen, dass wir erstmal noch versuchen, die 100 Trophäen voll zu machen mit Penny, oder? Was sagt ihr, Chat? Sollen wir mit Penny... Wir haben jetzt jeden Brawler auf 100, deswegen würde ich sagen, machen wir Penny auch gerade noch auf 100. So schnell es geht, oder? Wird sich eigentlich anbieten, würde ich sagen. Wir haben auch noch 11 Minuten Zeit und wir kommen halt übel gut voran. Wir waren gerade eben noch auf 0 Trophäen und jetzt sind wir schon auf 44. Es geht halt echt richtig schnell am Anfang. Oh lol, Jonas, bester Mann. Leute, bitte nicht anfragen. Ich muss immer alleine spielen, das ist die Challenge. Ich denke, er kostet nichts. Nee, nee, nee. Wie gesagt, die Supercell will ja auch wieder Geld reinbekommen. Weil die Kosten, das Process kostet auch nichts. Okay, alle schreiben ja, dann machen wir das. Ja, Penny auf 1 Milliarde Trophäen spielen. Ja, das ist realistisch, das machen wir. Wir pushen heute nur mit Penny. Ich hoffe, der macht das Tor, der Cold. Alter, meine Teammates sind übel nice eigentlich. Der hat einfach direkt das Tor gemacht, richtig nice. Komm, wenn ich jetzt hier... Es ist halt schon OP. Also Penny zu spielen macht halt schon richtig Spaß. Aber auf der Trophäenhöhe halt vor allem. Alter, meine Teammates sind ja übel krass. Was trinkst du? Ich trinke extrem ungesundes Wasser. Kann ich euch gar nicht empfehlen. Würde ich auf gar keinen Fall machen an eurer Stelle. Wasser ist extrem ungesund. Ich denke, er kann auch Juwelen kosten. Das wäre auch ein... Ach so, dass er Juwelen kostet. Leute, gerade mal in den Chat. Ist es schon bekannt, was er kostet? Am Ende kostet der Pass gar kein Geld, sondern Juwelen. Das fände ich nicer. Da könnte man als Free-to-Play-Spieler nämlich auch die Gems aufsparen. Und dann irgendwann sich den Pass einmal kaufen. Das fände ich eigentlich am besten, muss ich sagen, sogar. Halt ja ganz null wieder. Sehr schön. Ja, lieber Cola. Ja, ja, Kappa. Lieber Cola trinken. Alter, das ist so nice. Komm, jetzt passen wir. Janis? Ich hab einen Ball. Ja, ich hab den... Ich hab... Egal. Ich hab... Egal. Nice. Ja, Guck mal, pass mir. Nein, Janis. Hat er jetzt nicht gemacht. Ohne Witz. Janis, du enttäuschst mich. Let's go, Alter. Wieder 2-0 gewonnen. Richtig nice. Leute, die letzten 10 Minuten laufen. Die letzten 10 Minuten laufen. Bis zu World Talk. Puki hat gesagt... Irgendwie... Was hat er gesagt? Okay. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich denke, es gibt einen Free Pass und einen Brawl Pass mit Geld. Ja, ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall, wir werden jetzt in 10 Minuten auf den Brawl Talk reagieren. Und direkt im Anschluss werden wir zum allerersten Mal Robo Rumble spielen. Hier auf dem Free-to-Play-Account. Und werden dann eben versuchen, möglichst viele Boxen zu farmen. Und um 10 Uhr wird dann die Championship-Herausforderung losgehen. Und das wird halt ultra spannend werden. Also da müssen wir für... Also das Ding ist, wir werden zuerst Free-to-Play spielen. Dann muss ich mit random Teammates die Championship-Herausforderung spielen. Es wird halt so witzig werden. Also für euch wahrscheinlich, für mich nicht besonders wahrscheinlich. Und ich habe auch nur 10 Brawler, die ich spielen kann. Und dann werden wir die auf dem ersten Account spielen. Und da kann ich dann mit richtigen Teammates spielen. Also das heißt mit richtigen, mit guten Teammates halt. Die mich dann wahrscheinlich auch ein bisschen carryen können. Was? Man kann von dort aus... Man kann von dort aus treffen, das wusste ich gar nicht. Ich hätte schon längst mal von dort aus schießen sollen. Alter, wir haben schon 68 Trophäen. Ah, wir haben schon fast 100 Trophäen. Mal schauen.
Darf man auf den Brawl Talk reagieren? Ja, das dürft ihr. Oder ich. Achso, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Also ich bin halt Supercell-Creator, deswegen bin ich da. Aber ich glaube, ihr dürft es, ziemlich sicher, ja. Ihr dürft, glaube ich, alles von Supercell verwenden, weil es ja Werbung für Supercell ist. Wisst ihr, was ich meine? Ihr macht ja Werbung für das Spiel auch automatisch damit. Junge, wir führen direkt wieder 1-0. Wie geil ist das bitte? Leute, noch 7 Minuten. Es wird nice werden. Und wir sind auch schon mal kurz vor den. Alter, Leute. Nein, bitte, Jackie, mach das nicht. Ich hasse die Leute, die sich drehen. Hasst ihr das auch? Diese Leute, die sich einfach drehen. Jonas, du hast den Brawl Talk zugeschickt bekommen. Ja, ich weiß es, aber ich habe mir noch nicht angeschaut. Ich habe es eigentlich gar nicht gewusst, ehrlich gesagt, bis vorhin. Ich habe den Brawl Talk schon zugeschickt bekommen, aber ich wusste das nicht bis vorhin und deswegen habe ich, Leute, bitte nicht anfragen. Ich darf nicht mit euch zusammenspielen. Und deswegen habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Alter, 1600 Trophäen wäre das Ziel, ne? Wir haben jetzt schon 1400 und dann würden wir einfach mal eine Big Box schon aus den Trophäen... Nein, oh mein Gott, wehe, wir haben Internetprobleme. Stellt euch mal vor, der Brawl Talk beginnt und euer WLAN stürzt ab. Ist mir auch schon mal passiert das letzte Mal, glaube ich, oder das vorletzte Mal irgendwann. Mir ist schon mal passiert bei einem Brawl Talk, das weiß ich noch. Lauf rein, Boko. Alter, let's go, 1-0. Nice. Alter, 51.000 Zuschauer, okay, krass. Vielleicht werden wir auch noch 51.000 Zuschauer kappen. Aber ist auch krass. Vielen, vielen Dank auch für 1.400 Zuschauer, ne? Also, ich denke, das sind ziemlich viele gehypt, ne? In 6 Minuten werden wir rüber switchen. Und in ungefähr 8 Minuten geht's los. Muss noch ganz kurz die Lautstärke einstellen. Wir bräuchten gerade noch... ich wollte gerade noch sagen, wir brauchen noch 2 Likes für die 1.500. Und zack, kommen 16 Likes ran. Vielen Dank für den Support. Alter, krank, ey. Leute, wenn ihr neu dabei seid und nichts mehr verpassen wollt, ich mache unter anderem auch Opening Battles, wenn euch das interessiert. Also Openings mache ich unter anderem. Und natürlich hier, wenn ihr das Projekt nicht verpassen wollt. Wir wollen auf diesem Account auf 10.000 Trophäen pushen. Ich muss völlig alleine spielen, komplett free to play bleiben und darf mir auch nicht helfen lassen. Und wir wollen auf Dauer legendäre Brawler ziehen. Das ist das Ziel hier auf dem Account. Dann könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Genau, danke. Genau, oben rechts seht ihr, danke an 40EG Clan. Alle neuen Abos werden oben rechts eingeblendet. Würde mich sehr freuen. Wenn ihr interessiert seid, natürlich. Irgendwie kommen wir nicht durch bisher. Mal schauen. Ich will eigentlich noch die 1000, das wäre nice. Die 100 Trophäen schaffen. Bis zum Brawl Talk, wenn es irgendwie geht. Alter, irgendwie. Kann es sein, dass dieser Rico nichts macht? Ich weiß es nicht, irgendwie. Oh, aufpassen. Alter, erstmal everybody. Wow. Alter, 5 Minuten, Leute. 5 Minuten bis zum... Ah, die Runde muss jetzt 2 haben. Junge, wenn wir gewinnen, sind wir fast bei den... Oh mein Gott. Komm, die Penny muss es machen. Let's go, Maximilian. Maximilian einfach. Bester Mann. Komm, jetzt rein, Lock. Yes, let's go. Die machen es. Wichtig. So, wo ist der... Wo ist der... Barley. Oh, alles sind down, sehr gut. Boah, der Bade nervt. Boah, der Bade ist echt stark. Boah, alles ist dicht. Alter, alles beim Everybody rein. Sehr nice, Leute. Leute, 4 Minuten noch bis zum Brawl Talk. Ich bin so gespannt. Wir müssen erstmal die richtige Lautstärke finden, dann, okay? Wir haben noch 4 Minuten. So, komm, Maximilian, hol den Ball. Kritisch. Jetzt komm. Ah, komm. Nee. Alter, Leute. Komm, wir müssen es doch schaffen. Leute, 4 Minuten bis zum Brawl Talk. Also 5 Minuten etwa. In 4 Minuten gehen wir rüber. Und dann stelle ich die Lautstärke ein. Und wir wollen noch 100 Trophäen schaffen. Komm, die schaffen wir noch. Komm, let's go, Leute. Ein Sieg noch. Auf geht's. Leute, vielen, vielen Dank für fast 2000 Zuschauer. Alter, WTF. Danke an Nudel3000 für dein Abo. Vielen Dank. ETF, was geht hier ab? Leute, ich bin auch gehypt. Das ist krass. Danke an Tobias für das Abo. Was ist denn jetzt los nochmal? Krank, ey. Vielen, vielen Dank, ey. 3 Minuten noch. Let's go. Boah. Da ist der Flächenschaden wieder am Start. Ja, mal kritisch. Wenn wir jetzt gewinnen... Dann haben wir die 100 Trophäen, komm. Dann haben wir jeden Brawler wieder über 100. Let's go, erstmal 1-0. So, wichtig. 3 Minuten noch. Auf geht's. Der
Rechenschaden ist halt zu nice. Oh mein Gott, let's go. Komm jetzt, mach einfach rein. Stark gemacht. Ah, gefährlich. Gefährlich, gefährlich, ganz gefährlich jetzt. Haben wir. Sehr gut. Vielen Dank an Plattmach Gaming für das, für die 1-Euro-Spende. Oh, ey. Ja, jetzt nicht mal verlieren, komm. Letztes Match. Ja, genau, danke für die Spende, die habe ich gerade eben schon gesehen. Vielen Dank. Let's go, komm, sehr nice. So. Leute, 2 Minuten, würde ich sagen, machen nochmal ein letztes Match. Wir machen nochmal eine schöne, entspannte Solo-Showdown-Runde, würde ich sagen. Wir haben es halt echt geschafft, von 0 auf 100 Trophäen mit Penny zu pushen. Richtig nice. Kriegen auch ordentlich. Oh mein Gott, let's go. Okay, wir kriegen schon die Anzeige. Okay, nee, Leute, ich gehe schon mal drauf. Aber ich glaube, es dauert. Aber nicht, nee. So nicht. Wenn, dann über die App. So, Sekunde. Erstmal suchen. Brawl Talk. Bei mir. Oh, da bin ich auch direkt. Wie nice. Okay. 9 Minuten. Ich glaube, es dauert noch kurz. Wir können schon mal gern kurz die Lautstärke einstellen, wenn ihr Bock habt. So, ganz kurz schauen. Let's go. So. Erstmal Lautstärke gerade einstellen. Okay, so, Sekunde. Ich höre gar nichts erstmal. Sehr nice. So, 1 Sekunde. Ich muss erstmal gerade einstellen. Ups. So, erstmal Lautstärke hoch. So. Okay, Leute, gehen wir alle halb in den Chat. Es wird OP werden. So. Lautstärke hoch. Was? Das ist aber falsch. Ich glaube, es ist so ein komisches Leak-Video, was wir uns hier gerade anschauen. So, 1 Sekunde, jetzt muss ich erstmal gerade die Lautstärke hochstellen. Halte alles Spam-Hype rein. So. Könnt ihr was hören, Chat? Das muss ich ein bisschen lauter machen, glaube ich. Man hört es nicht. Okay, dann mach ich gerade lauter. Ich glaube, Angst, dass das Video auch ein bisschen seltsam ist. Das ist, glaube ich, ein ziemlich seltsames Video hier. Wir machen mal ein anderes Video schnell an. Ah, ich glaube, jetzt kann man es schon hören, oder? Könnt ihr hören? Ich mache lauter. Ja, ich weiß, es ist falsch. Leute, es geht gleich los. Wir müssen gerade die Lautstärke noch einstellen. Lol, das ist Clash Royale-Werbung, oder? Wie nice ist das bitte? Clash Royale habe ich auch einen Kanal. Ladies and gentlemen, the update is finally upon us. Lauter? We officially have a countdown over on the Brawl Stars YouTube channel, where at the point that I'm recording this video is about 13 short hours away. Is it just me, or was this update a little bit harder to wait on because of all the sneak peeks leading up to this Brawl Stars? So, I'm very, very excited. But in today's video, we're going to be getting into a lot of interesting information. Die machen mal einen alten Brawler kurz an, dass wir die Lautstärke vergleichen können. Alle 300.000 Leute warten, ey. Ich fass es nicht. Ich mach mal kurz den alten Brawl Talk an, dann können wir es besser hören. And then you're out. So let's start with the things we are seeing gut, in March. Chat ist gut, oder? First the brawler, ist gut, ist gut, ist gut. That's okay, right. Beginnt, Jackie Leute. Is a new super. Okay, Leute, so, Premiere. Wir müssen warten. Jetzt müssen wir nur noch warten. Okay, der Brawl Talk beginnt gleich. Wir sind bereit, die Lautstärke passt. Es kann losgehen. Oh mein Gott, Leute. Alter, mal vielen, vielen Dank für den Support gerade, dass wir jetzt auch so viele Zuschauer sind. Also, wir werden jetzt hier gleich erfahren, was im neuen Update kommen wird. Wir haben, oh mein Gott, da steht es auch. Wir haben nicht nur den neuen Brawl Pass, wir haben den ersten Pass in Brawl Stars. Wir haben einen neuen Brawler, den sehen wir auch schon auf dem Thumbnail, da bin ich sehr gespannt drauf. Und wir haben auch neue Skins. Und ich hoffe auch, dass wir auch einige Skins auch aus dem Pass bekommen. So, müsst der Countdown jetzt nicht gleich starten. So, müssen wir gleich warten. Gleich kommt die nice Musik. Ja, ja, ich weiß. Kommt jetzt gleich so ein Countdown und dann geht's los. Let's go, Leute. Let's go. Danke auch für fast 2000 Likes. HTF, ey. Vielen Dank für euren Support. Ich bin so gespannt, ey. Ja, Fullscreen können wir erst gleich machen. Wir müssen gerade warten, bis es losgeht. Wir müssen gerade warten, bis die Premiere startet. Ich kann nochmal kurz neu aufrufen. Ja, müssen noch ein bisschen warten.
So, wir warten gerade noch kurz und dann können wir umswitchen. Wir machen gleich Fullscreen, Leute. Wir können noch nicht, wir müssen warten, bis die Premiere begonnen hat. Und dann können wir Fullscreen machen. Leute, es warten, 500.000 Leute warten gerade darauf. Oh mein Gott, let's go. Danke an Litzfin für dein Abo, vielen Dank. Also direkt im Anschluss werden wir dann Robo Rumble spielen, zum ersten Mal Free-to-Play. Und dann um 10 Uhr die neue Championship-Herausforderung. Geht's noch nicht los? Oh mein Gott, Leute, es geht los. Ihr seht das, ihr seht es. Oh mein Gott, let's go. Okay. Ich hoffe, es ist nicht so laut. Es ist, glaube ich, ziemlich laut, ne? Ich werde ein bisschen leise sein. Boah, wie nice sieht das aus? Was ist das denn? Das ist eine Wunderlampe. Oh mein Gott, das ist eine Wunderlampe. Oh mein Gott. Okay. Also, es sieht schon heftig aus auf den ersten Blick. Also, wir haben wahrscheinlich das Thema, vielleicht... Wir sehen jetzt noch eine Palme und auch die Musik, also so ein bisschen... Arabien, oder? Sagt man das Arabien? Nee. Doch, glaube ich schon. Egal. Also auf jeden Fall so Richtung... arabische Kultur auf jeden Fall. In die Richtung, würde ich mal sagen. Wir haben auch noch so eine Wunderlampe. Danke an Dennis für das Abo. 50 Sekunden. Bisschen leiser. Ich weiß, es ist ein bisschen laut, aber es muss auch, ich will auch nicht, dass irgendwie was... Ich mache mal einen Tick leiser gerne. Die Musik ist aber auch ein bisschen laut, glaube ich, gerade. Ich mache mal für euch auf, ein bisschen leiser nochmal, okay? Halb, Leute. Halb. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, das war nicht euer Ernst. Die Spende war ja viel zu laut. Oh mein Gott, okay. Ägypten, ja, Ägypten. Let's go, wir starten rein. Oh mein Gott, wir starten rein. Hello and welcome to Brawl Talk. I am so excited about this update. We've got a new brawler, new skins, Hot Zone is back and Brawl Pass. Let's go! Alright, let's talk about Brawl Pass. We are so excited oh mein Gott, da sehen wir es. Free-to-Play, Megabox, Megabox Free-to-Play, Powerpunkte. Currently, your tokens go to unlocking boxes. Now, your tokens will go to a track where you can see the rewards laid out ahead of you. Oh mein Now, Gott, if you buy Gems, Brawl Pass, Gems you're gonna have a guaranteed brawler in that track. And this brawler is gonna have a new rarity called Chromatic. Chromatic brawlers in the pass are guaranteed. But if you did not purchase a pass, you still have a chance to get it. That's right. In addition, there's some really cool things happening on the track. For example, we're taking gems out of boxes and now there'll be guaranteed drops on that track, which is really nice so everybody can see es what they're getting. Keine Juwelen mehr In aus addition, Boxen. The Brawl Pass will have quests to speed up your progress, cosmetic items, you'll Wir be able Quests. To see everything you can unlock da muss man ahead of you, mit einzelnen Brawler and machen, you'll get more rewards than you did before. We are so excited for this feature, and the first Brawl Pass season will be called Tara's Bazaar. It'll be 170 gems season. And coming with the update. Let's talk about the new brawler, Gale. Gale is a cranky old guy, and he's somewhat of a janitor in Mr. P's hotel. He's overworked, he's carrying way too heavy luggage for his age, and genuinely, he should have been replaced by a robot years ago. His main attack is throwing multiple snowballs at his enemies, and his super is like a snowblower that blows Schneebälle brawlers und schießt away so eine like a gale wind. So Gale will be our first chromatic brawler, and he's a guaranteed drop in the Brawl Pass. But also, he's also available Brawl for Pass, everyone else. Schießt Schneebälle und schießt so eine Schneewand. Und er ist ziemlich alt und kriegt ziemlich viel Gepäck. Frank, what do we have coming in May? So first, we have Rogue Mortis. Yes, you heard that right. Was heißt Rogue? Ist es Pirat? Then we have God Rico. Wächter Rico. Tropical Sprout. And Tropischer Sprout. Wie heißt der bitte aus? 10-year anniversary. We're gonna give you a free skin on the day of the update. Seht ihr das? Barbarian King. Was? Barbarenkönig Bull. It's a very happy 10-year birthday present for Supercell. Be sure to grab it and download the update. Pins are coming to Brawl Stars. Pins are emojis that you can collect and emojis, ich wusste es. Emotes kommen. You guys have all been wondering what's happening to Robo Rumble, Boss Fight and Big Game. Was They're not gone, they've been condensed into 2-minute matches with max 100 token rewards.
And that's not all. We also took another shot at Hot Zone. Yes, you hear the right. Hot Zone is gonna come back on update day for a limited time, about 3 weeks, we think. We made some small changes here and there, and we are really curious and excited to Hot see Zone how you feel about comes to them. Look. Tell us what you think, and if you want Hot Zone to stay, be sure to play it a lot. We really hope you guys are excited as we are about this update, and... And we'll see you in July. Bye, guys. Alter, wie nice. Noch mehr. Böser Jean. Oh mein Gott. Oh, noch mal Brawler. Was ist das? Oh mein Gott. Okay. Wir haben zu viel. Wir müssen gleich mal anschauen. Oh mein Gott, wir haben so viel verpasst. I think that's it. That was a choppy disaster. That's not gonna be fun to edit. God. We said all the things. Das war's. Chat, wir müssen immer alles durchgehen gerade. Ich glaube, ihr habt einiges verpasst. Ich habe jetzt auch nicht alles übersetzen können, weil ich auch sonst über die drüber gesprochen hätte. Wir müssen es immer alles anschauen. So, Sekunde. Wir beginnen mal von vorne. Let's go. So, Premiere, so, wo waren wir? So. Es gibt so viel zu sagen. Ich erkläre euch jetzt mal alles auf Deutsch. So, Chat, ich werde euch jetzt mal alles auf Deutsch erklären. Ich denke, viele von euch haben einiges verpasst. Ich werde jetzt mal für euch alles zusammenfassen, alles genau zeigen und auf Deutsch übersetzen, okay? Weil ich denke, es gab einiges, das man auch verpasst hat. Und ich denke auch einiges, was ihr auch nicht verstanden habt. Es gab so viel zu sehen. Wir haben einiges verpasst. Danke für fast 3000 Live-Zuschauer. Also, wo waren wir? Wir beginnen erstmal rein. Ich stoppe immer wieder, okay? Let's talk about what happens to also, wir sehen erstmal hier den neuen Brawl Pass. So, ganz wichtig. Also, wir sehen unten die Free-to-Play-Belohnung. Sehen wir hier. Also, wir haben wirklich einen Bereich, der was kostet. Und wir haben eben einen Bereich, der eben Free-to-Play ist. So, können wir ein bisschen vorspulen. Wir sehen unten auch, wir haben auch Gems gesehen, die ihr Free-to-Play bekommt. Also, ihr seht, wir kriegen ganz viele Belohnungen Free-to-Play. Und die Belohnungen oben sind die Pass-Royal-Belohnungen. Currently, your tokens also, go to unlocking boxes. Now, your tokens will go to a track where you can see the rewards. So, nochmal kurz. New feature. But first, let's talk about what happens to normal progress. Currently, your tokens go to unlocking boxes. Also, es gibt ein neues Boxensystem. Bisher ist es so, dass ihr ja die Marken sammelt. Ihr sammelt die Marken ja bisher dafür, dass ihr dann die Boxen holt. Wisst ihr, was ich meine? Bisher ist es so, dass ihr euch die Marken geholt habt, um damit die Boxen freizuschalten. So, wie geht's jetzt? Now, your tokens will go to a track where you can see the rewards laid out ahead of you. Also, wenn ich es jetzt richtig verstehe, sammelt ihr die Marken ab jetzt nicht mehr für die Boxen, sondern hier für so, seht ihr das? Für diese Linie da unten. Dafür sammelt ihr in Zukunft die Boxen. Also, die Marken. Bisher war es so, ihr habt Marken gesammelt und habt dafür dann Brawlboxen und Bigboxen sammeln können. Und ab jetzt gibt es ja mal so einen Pfad, den seht ihr da unten. Und dann kriegt ihr zum Beispiel mal eine Bigbox, mal 10 Gems und so weiter und so fort. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Wir schauen weiter. Now, if you buy Brawl Pass, you're gonna have a guaranteed Brawler in that track. Also, wenn ihr euch den Brawl Pass kauft, dann ist es auf jeden Fall so, wenn meine Kamera mal wieder an, glaube ich, das glaube ich besser. Wenn ihr euch den Brawl Pass holt, dann ist es so, dass ihr dann auf jeden Fall automatisch einen garantierten Brawler bekommt und zwar den neuen chromatischen Brawler. So, wir sehen auch schon mal oben eine Big Box und zwar eine Gold, was ihr auch bekommt. And this Brawler is gonna have a new rarity called Chromatic. Genau. Chromatischer Brawler funktioniert folgendermaßen: Wenn ihr euch den Brawl Pass kauft, dann bekommt ihr garantiert den Brawler. Wenn ihr ihn nicht kauft, dann müsst ihr zuerst extrem viel Luck haben, dann ist er zuerst legendär, dann wird er mythisch in der zweiten Season und dann wird er episch. Also auf Dauer könnt ihr ihn immer weiter, auch Free-to-Play, immer besser ziehen. So, weiter. Chromatic Brawlers in the pass are guaranteed. But if you did not purchase a pass, you still have a chance to get it. Genau. That's right. In addition, there are some really cool things happening on the track. Also wir sehen auch schon mal ein bisschen diesen Track, also diese Strecke, die ihr jetzt habt. Sehen wir auf jeden Fall, ihr könnt dann Marken sammeln. Und dann könnt ihr sowas einsammeln wie Big Boxen oder normale Boxen. Was ihr oben seht, wie gesagt, ist der Brawl Pass. Der kostet was, ne? Weiter. Example, we're taking gems out of boxes and now they'll be guaranteed drops. Also ganz wichtig. Die Juwelen aus Boxen werden entfernt. Das finde ich sehr krass. Also es wird in Zukunft keine Juwelen mehr aus Boxen geben. Was sagt ihr dazu? Also dafür wird es aber, kurz die Kamera ausmachen, auf diesem Track. Also auf dieser Strecke wird es dafür Juwelen geben. Seht ihr hier unter mir? Dafür könnt ihr Juwelen auf der Strecke sammeln. Hier 10 Juwelen kriegt ihr garantiert auf der Strecke, aber dafür keine Juwelen mehr aus Boxen. Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber dafür halt auf der Strecke. Die Frage ist, ob es halt mehr oder weniger Juwelen werden. So, wir hören weiter. That track, which is really nice, so everybody can see what they're getting and when. Jetzt. Und das ist halt nice. Also das Saisonthema ist erstmal Taras Bazaar. Bazaar ist auch so was typisches Arabisches auf jeden Fall. Also das Thema ist so Richtung Ägypten, altes Ägypten. Also Bazaar ist so ein,
ja, so ein arabischer Markt praktisch auf jeden Fall. Also auf jeden Fall so typisches Thema. Und ja, auf jeden Fall so Thema Ägypten, Arabien wahrscheinlich dann in dieser Season. So, und hier sehen wir jetzt auf jeden Fall, wir hören kurz an, wie das heißt. Wir sehen Herausforderung. Addition, the Brawl Pass will have quests. Quests haben wir. So, also was haben wir für Quests? Wir können hier Quests in Zukunft machen, mit denen wir einfach Marken sammeln. Und das finde ich absolut OP. Genau sowas hat gefehlt. Zum Beispiel hier, ganz links sehen wir gehen nochmal ein Stück zurück. Ne, wir lassen es gerade mal. Wir sehen es ganz links hier, gerade über mir. Zum Beispiel hier, vervollständige einen Bossfight und dann kriegt ihr 100 Marken. Oder gewinne 6 Spiele mit Cold. Oder heile 6000 Leben mit Poco. Oder heile 12.000 Leben mit Poco. Ah, das ist aber, wir sehen aber auch, exklusiv für den Brawl Pass. Also manche Quests bekommt ihr auch nur, wenn ihr euch den Brawl Pass kauft. Auch wichtig. Und da könnt ihr eben so Marken sammeln. Und ihr seht auch über mir, beim Bosskampf steht auch 1 von 6. Also die Quests entwickeln sich immer weiter. Und ich denke, die Belohnungen werden auch immer krasser. Also was sehen wir noch? Speed up your progress. Heile 20.000 Leben mit Pam. Gibt ihr 500 Marken für. Besiege 30 Gegner mit Penny. Bekommt ihr 500 Marken für. Cosmetic items, you'll be able to see everything you can. War zu schnell. Ich schau nochmal zurück. Track, which is really nice. Ich everybody zurück. Can see what they're getting and when. In addition, the Brawl Pass will have quests to speed up your. Danke an Minecraft gerade für das Abo. Progress, cosmetic items. Es wird auch kosmetische Items geben. Also ich denke vielleicht Skins oder auch Emotes, die ihr auch mit den Quests sammeln könnt. Sehen wir jetzt noch nicht hier, aber ihr könnt unter anderem Marken sammeln und hoffentlich auch richtig krasse Sachen ziehen. Wird spannend werden. So, wir sehen auch noch weitere Quests. Wir sehen Deal. Können wir jetzt ein bisschen weiter? Hier. Wir haben noch Mache 50.000 Schaden mit Leon. Gibt 500 Marken. Und exklusive Brawl Pass haben wir, macht 30.000 Schaden mit Karl. Also wir sehen, Brawl Pass hat auch den Vorteil, dass ihr, also ihr kriegt bessere Items aus dem, aus dieser Strecke, die es neu gibt. Sowas wie Megaboxen oder Powerpunkte. Und ihr bekommt auch bessere Quests und ihr könnt auch den chromatischen Brawler freischalten, der eben sehr schwierig ist, Free-to-Play freizuschalten am Anfang. So, wir schauen weiter. Es gibt noch so viel. Oh, auch noch Sandy Quests. So, sorry, jetzt bin ich zu schnell. And you'll get more rewards. Sorry, mach ich mal zu schnell. Das war's komplett. Nein, Leute, es ist einfach stehen geblieben. Sekunde, ich muss mal neu starten. Ah, es wird neu geladen. And this brawler is gonna have a new rarity. So schnell. Wir hatten noch so viel. In addition, the brawl pass will have quests to speed up your progress. Cosmetic items, you'll be able to see everything you can unlock ahead of you. Da sehen wir gerade nochmal den neuen Brawl Pass. Es sind relativ wenige Belohnungen im Brawl Pass, im kostenpflichtigen, aber Free-to-Play haben wir sau viel. Sehen wir hier, Big Box, Megabox, Powerpunkte. And you'll get more rewards than you did before. Wir bekommen mehr Belohnungen, als wir davor bekommen haben. Also die Belohnungen werden sich verbessern, nicht verschlechtern. Wir werden die Marken nicht mehr sammeln für normale Boxen und Big Boxen wie früher, sondern halt für diese Strecke. Und die Belohnungen werden besser sein. Also ihr müsst euch nicht ärgern, sondern freuen. Richtig nice. Belohnungen werden besser werden. We are so excited for this feature and the first Brawl Pass. Da sehen wir gerade noch ein bisschen mehr. Danke auch an Jessica für das Abo. Will be called. Ah, da oben haben wir auch gerade übrigens gesehen mit den Marken. Haben wir noch irgendwas gesehen? Sekunde, mal zurück. Da oben seht ihr die Marke über mir. Und hier ist jetzt Season Ends. Da sehen wir Season Ende und da oben sehen wir noch. Ah, da sehen wir auch noch, wie viele Boxen ihr noch übrig habt zum Öffnen. Also man kann auf jeden Fall da einiges sehen. Krass, okay. Ahead of you and you'll get more rewards than you did before. Okay, weiter. We are so excited for this feature and the first Brawl Pass season will be called Tara's Bazaar. Also Thema ist auf jeden Fall Tara's Bazaar, also auf jeden Fall so ein arabisches, ägyptisches Thema wahrscheinlich. Bazaar ist so ein typischer Markt auf jeden Fall. Also Bazaar ist ein Markt halt. It'll be 170 gems and coming with the update. Habt ihr es gehört? Der Pass kostet Gems. Der Pass kostet Gems und kein Geld. Leute, wenn ihr euch den Pass kauft, ihr wisst Bescheid, gerne mit meinem Creator-Code, Jojonas, natürlich an der Stelle. Der Pass kostet einfach Gems. Das heißt, wenn ihr Free-to-Play seid und viele Gems sammelt, dann könnt ihr ihn auch kaufen. Also 170 Gems sind aber relativ viel. Wie viel sind 170 Gems? Also er wird 170 Juwelen kosten, der Pass. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, aber er kostet kein Geld. Also eigentlich schon Geld, aber ihr könnt Free-to-Play sammeln. Es sind 11 Euro, okay. Man muss relativ lange Gems sammeln, aber ich glaube, es geht. Wir bekommen ja auch aus der Strecke in Zukunft Juwelen, deswegen kann es schon klar gehen. Danke an Flying Sky, danke auch für alle Abos gerade. Vielen Dank für den Support, alter WTF.
Junge, es ist so viel. So, weiter. Wir hatten noch so viel, was wir noch nicht besprochen haben. Weiter. Also, Pass kostet Gems. Wir haben eine Strecke. Wir haben Quests in Zukunft. Das ist schon eine ganze Menge. Wir haben chromatischen Brawler, einen neuen. Genau, neuer Brawler. Gleich, so. Let's talk about the new Brawler. So, jetzt. Wir kommen jetzt zum neuen Brawler. Wie gesagt, den bekommt ihr entweder, wenn ihr euch den Brawl Pass holt, müsst ihr einfach nur ein bisschen spielen und bekommt dann eben automatisch den neuen Brawler. Und ansonsten ist er eben chromatisch. Kann ich euch gleich erklären. Weiter. Gale is a so, jetzt. Der neue Brawler ist einfach mal Gale. Gale wird geschrieben Gale. Also er heißt Gale, wird das ausgesprochen. Also G-A-I-L. Gale wird er ausgesprochen. Sehen wir hier. Das ist so ein alter Mann mit so einem Schal, mit so Handschuhen. Und das ist kennt ihr das? So ein Laubbläser. So ein Schneelaubbläser ist das auf jeden Fall. Sehr interessant. Okay, wir hören rein. Und sehen jetzt hier, und wir sehen links auch schon mal, rechts schon mal, wir sehen eine neue Map. Die neue Map ist angepasst auf das Saison-Thema. Das Thema ist ja Bazaar und es ist so ein bisschen das ägyptische, arabische Thema. Seht ihr das? Mit so Körben, mit so Kisten, mit so ein bisschen Mauern, die so ein Muster haben und mit das Gras auch umgefärbt. So, wir schauen weiter. Ach, sorry, es sind 170 Gems, die man im Pass bekommt. Oh nein. Ihr bekommt 170 Gems aus dem Pass. Ich hab's falsch verstanden. Und was kostet der Pass? Haben die es gesagt? Wir können gleich mal reinhören auf jeden Fall. Es sind 170 Gems im Pass. Wir hören jetzt erstmal weiter. So, Gale. Old guy. And he's somewhat of a janitor in Mr. P's Hotel. Also er ist angestellt in Mr. P's Hotel. Mr. P ist ja, wisst ihr, mit dem Koffer auf jeden Fall. Mr. P gehört ein Hotel, wissen wir. Der hat ja auch diese Klingel hat er ja auf jeden Fall auch, diese Hotelklingel, die man ja auch von der Lobby kennt. Und auf jeden Fall ist dort eben Gale angestellt. Und was er genau ist, habe ich nicht verstanden. Wahrscheinlich sowas wie ein Hausmeister, vermute ich mal. Sowas in der Richtung. He's overworked. He's carrying way too heavy luggage for. Also, er ist überarbeitet. Und er trägt viel zu viel Gepäck, sehen wir. His age and genuinely. Wir sehen auf jeden Fall schon mal von Leben her, ne? Ganz ordentlich Leben und. So, wir sehen es mal. Er schießt 5 Schneebälle ab. Das ist seine Attacke. Seine Attacke sind 5 Schneebälle. Been replaced by a robot years ago. His main attack is throwing. He's overworked. He's carrying way too heavy luggage for his age. And genuinely, he should have been replaced by a robot. Also sie sagen, er hätte vor Jahren oder er hätte schon längst durch einen Roboter ersetzt werden sollen. Sehr interessant auf jeden Fall. Also vielleicht auch ein Hinweis, dass da vielleicht auch irgendwas kommen wird mit dem Roboter. Kann natürlich auch sein. So, wir schauen weiter. His main attack is throwing multiple snowballs. Da sehen wir es aber. Also seine Hauptattacke sind auf jeden Fall 4 Schneebälle. Distanz und auch gut im Nahkampf. Enemies. And his super is. Jetzt, Achtung, wir sehen auch sein Leben gerade, 4.500, also er hat zum Beispiel mehr als Bee, er hat mehr Leben als Bee und er hat weniger Leben zum Beispiel als Poco ein bisschen, so, und jetzt hat auch seine Ulti. Like a snow. Wir sehen, es ist so eine Wand, das ist einfach so eine Wand und das ist so eine Schneewand und ich würde mal vermuten, dass sie Schaden macht und verlangsamt. Wir schauen. Ah, die stößt zurück. Blows. Brawlers away like a gale wind. Ah, wir sehen es hier gerade nochmal. Also die Ulti von ihm ist so eine Schneewand und die haut die Gegner zurück. And his super is like a snow. Da sehen wir es gerade nochmal. Achtet auf die Attacke. Ich glaube, die macht keinen Schaden, aber stößt sie dann zurück. That blows. Ja, die macht keinen Schaden, like aber stößt wind. Die Gegner zurück. So Gale will be our first chromatic brawler and he's a guaranteed drop in the brawl pass. Also wichtig, Gale wird der erste chromatische Brawler sein. Das heißt, ihr bekommt auf jeden Fall, der Brawl Pass wird 10 Euro kosten, wirklich, oder er kostet kein Geld. Wir müssen gleich mal zurückscrollen, das ist ganz wichtig. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Danke an Stefanie für das Abo gerade. Also er wird der erste chromatische Brawler sein. Das bedeutet, ihr bekommt ihn garantiert aus dem Brawl Pass, wenn ihr euch ihn holt. Oder ihr seid eben free to play und gebt kein Geld aus. Und dann wird es so sein, macht doch Schaden, 140 Schaden, danke. Und dann wird es eben so sein, dass ihr eben
dann in der ersten Season ist er legendär zu ziehen, in der zweiten Season ist er mythisch, in der dritten Season ist er episch, danach bleibt es gleich. Also auf Dauer wird die Wahrscheinlichkeit, dass er einen chromatischen Brawler zieht, immer höher. So, wir hören weiter, es wird doch so viel reinkommen. He's also available for everyone else at legendary probability. Alright, let's talk about skins. So, jetzt kommen wir zu den Skins und ich finde, Alter, es wird zu heftig noch. Und wir kommen auch zu einem weiteren neuen Brawler, ne? What do we have coming in May? Das ist der neue Skin von Mortis. Alter, das ist halt... So, first we have Rogue Mortis. So, das ist der erste Skin. Ich weiß nicht genau, was... Wir können es mal kurz auf... Ich gebe mal kurz Translator ein. Was heißt Rogue auf Deutsch? Also, es sieht ein bisschen aus wie so ein Pirat, aber ich denke... Ah ja, genau, es kann ja nicht Pirat heißen, weil es ja arabisch ist. Es ist ein Schurke. Es ist der Schurke Mortis. Sehen wir hier, passt auf jeden Fall auch hier so in so einen typischen Disney-Film oder so, auf jeden Fall, würde ich sagen. Mit dem Säbel, mit diesen Schuhen, mit diesem Gewand und dem Umhang, dem der Atemschutzmaske-Kappa, auf jeden Fall, die auch passend zur Corona-Kappas. Ja, muss das einer Hinweis. Es ist eigentlich ein ganz passender Skin aktuell, auch allein schon wegen der Maske vom Gesicht. Nochmal, okay, machen weiter. Es sieht sehr nice aus. Geh mal gerade die Punkte. Ich persönlich würde ihm, ich glaube, 8 Punkte geben. Er sieht schon sehr nice aus. Yes, you have the right new Mortis skin. Then we have Godric. Wir sehen auch seine Geschosse. Schaut mal auf seine Geschosse rechts. Das sind einfach Augen, wenn ich das richtig sehe. Er schießt, glaube ich, einfach Augen. Wie heftig ist das bitte? So, wir haben auf jeden Fall den Wächter Rico. Wächter finde ich gar nicht so passend als Name. Ich hätte ihn vielleicht eher, ich weiß gar nicht. Er sieht nicht aus wie ein, oder doch schon so ein bisschen wie ein Wächter. Er hat so eine Wunderlampenkanone in der Hand. Hat so ein grünes Gewand. Unsere so grüne alte Schuhe auf jeden Fall, auch sehr nice. Danke an Link auch gerade für das Abo. Leute, danke für die ganzen Abos, die reinkommen. Wahnsinn. Wir schauen weiter. Ich muss auch noch für die Spende bedanken. Mache ich alles doch gleich. Ja. Wir werden direkt im Anschluss übrigens weitermachen. Sorry, wir werden direkt im Anschluss weitermachen mit Free-to-Play-Account. Und um 10 Uhr werden wir zum ersten Mal Free-to-Play die Championship-Herausforderung spielen. So, aber jetzt erstmal weiter. Tropical Sprout. Jetzt, Alter. Ich finde, das sieht einfach aus. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wir haben den tropischen Sprout. Tropisch passt auch gar nicht zum Update eigentlich, ehrlich gesagt. Eher zum Sommerthema. Also ich finde, der sieht so ein bisschen so aus, als würde man einfach, als würde einfach ein Kind einen Stift genommen haben und dann was draufgezeichnet haben, oder? Ihr traut mich, oder? Leute, Chat, bin ich noch da? Wie, ich bin off? Ich kann jetzt nicht off sein. Also bei mir ist die Verbindung normal. Hallo? Chat, traut ihr mich jetzt gerade oder bin ich wirklich off? Alle schreiben off rein. Ja, meine Facecam ist ja klar, aber das ist ja normal. Okay, alle schreiben auf rein, Sekunde. Hä? Wollt ihr mich gerade trollen? Nee, bei mir nicht. Leute, bitte. Bin ich jetzt noch online oder nicht? Ich bin noch da, oder? Leute, ich kann es sehen, wenn der Stream noch online ist. Weil es alle auf rein gespammt haben. Leute, das... Habt ihr es euch irgendwo habt ihr es irgendwo reingeschrieben, dass ihr auf rein schreiben wollt? Aber eigentlich müsst ihr eigentlich... Du bist on. Die trollen. Ja, ja. Ja, ja, Troll, Leute, Alter, Leute, ey, das war jetzt gemein. Habt ihr mich aber echt erwischt? Aber das Ding ist, ich kann es sehen, ob der Stream online ist oder nicht, ne? Das ist logischerweise. So, wir machen weiter, genau so. Also ich finde den Skin eigentlich, ich weiß nicht. Wir sehen auch links, rechts gerade, wie er aussieht, links, wie er so aussieht. Also die Sonnenbrille aufgemalt auf dem Zettel finde ich ziemlich nice. Das Gewand auch, ist auf jeden Fall ein nicer Skin, würde ich sagen. Wir machen aber erstmal weiter. And to celebrate Supercell's 10-year anniversary. So, Supercell wird 10 Jahre alt und dazu kommt jetzt eben dieser Skin hier. We're gonna give you a free skin. So, und jetzt hier. Diesen Skin bekommen wir alle zum 10-jährigen Geburtstag von Supercell. So, wir schauen aber rein. Wir sehen hier schon mal links, rechts, wie er aussieht. Und zwar haben wir... On the day of the update, Barbarian King Bull. Den Barbarenkönig Bull. What a brawl! It's a very happy 10-year birthday present for Supercell. Be sure to grab it and download the update. Gerade mal zurück, müssen wir uns gerade mal anschauen. Den bekommen wir alle. Den Skin bekommen wir alle gerade mal zurück. And to celebrate Supercell's 10-year anniversary. Also ich finde das absolut nice. Das Ding ist halt, das ist halt passend auf jeden Fall zum, wer auch Clash of Clans feiert, auf jeden Fall natürlich absolut nice. Ich finde ihn sehr nice. Also für mich ist es echt eine 9 von 10 vielleicht, ich weiß es nicht. So, wir schauen mal. Wir sehen hier rechts, achtet auf rechts. Es sieht halt schon krass aus, ne? Guck mal, wenn der anstürmt. The update, Barbarian Alter, das ist halt schon nice. Oh. Mit so einem Schwert geschützt. It's a very happy 10-year birthday present for Supercell. Be sure to grab it and download the update. Pins are coming to Brawl Stars. Pins are emoji. Pins kommen in Brawl Stars. Was heißt Pins? Pins heißt auch Pins auf Deutsch, genau. Also Pins
Ich kann mal Englisch eingeben. Also, Sticker. Pins heißt, glaube ich, Sticker ungefähr, oder? Kann man kurz mal übersetzen. Also, Pins heißt sowas wie Anstecknadel. Also, sowas wie Sticker. Das sind ähnlich wie Sticker, würde ich sagen, auf Deutsch übersetzt. Ihr kennt ja diese Vorschaubilder von den Brawlern. Wir sehen hier schon mal ziemlich viel. Wir sehen zum Beispiel oben links einen wütenden El Primo. Wir sehen Thumbs Up, also Daumen hoch von Daryl zum Beispiel. Wir sehen einen Frank, der sich freut, wenn ihr nach rechts schaut. In die vierte Reihe sehen wir einen Karl oder auch eine Jackie, die sich ärgern. Und ganz, ganz rechts sehen wir Crow, der weint, Bibi, die weint, Jessie, die weint, Pam, die weint. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Also, die könnt ihr sammeln. Und die sind, also es sind wie, ähnlich wie Emojis auf jeden Fall. Das sind auf jeden Fall, die sind auf jeden Fall ähnlich wie Emojis. Die könnt ihr sammeln in Zukunft. Und werden eben Sticker sein und die könnt ihr eben in Zukunft sammeln. Wie wir die einsetzen können, weiß ich nicht. Ich denke mal, die könnt ihr vielleicht im Chat teilen, wenn ihr in der Lobby seid, beim Duo-Showdown zum Beispiel oder so. Oder halt, denke ich halt, wenn, wie kann man sagen, wenn ihr im Spiel seid. Das finde ich krass. Also, ich weiß es halt nicht. Wenn ihr im Spiel seid, dass ihr dann vielleicht wirklich Emotes schicken könnt. Das wäre krass. Ich weiß es nicht. Wir schauen weiter. And you guys have all been wondering what's happening to Robo Rumble, Boss Fight and Big Game. So, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Was passiert mit den Spezialereignissen? Was passiert mit Robo Rumble? Was passiert mit Alle gegen einen? Was passiert mit, was gibt's noch? Mit Bosskampf. Das werden wir jetzt herausfinden. Tickets wird es ja nicht mehr geben. Das wissen wir. So, was jetzt? Not gone, they've been condensed into 2-minute matches with max 100 token rewards. Also, ich muss sagen, das persönlich feiere ich nicht so. Wir haben in Zukunft weiterhin Bosskampf, Robo Rumble und auch Tresorverteidigung, ihr wisst, was ich meine. Oder auch was auch immer, also alle Spezialereignisse, aber ohne Tickets und ihr könnt maximal 100 Marken sammeln. Also, ihr werdet in Zukunft einfach die Spezialereignisse spielen können. Die dauern aber maximal, die dauern immer 2 Minuten. Ihr habt eine feste Zeit, 2 Minuten. Egal was ihr macht, immer 2 Minuten. Die dauern immer 2 Minuten. Ich weiß nicht, wie die das bei Bosskampf umsetzen. Habt ihr wahrscheinlich auch nur 2 Minuten Zeit, um den Boss zu besiegen. Aber das Ding ist halt wirklich, dann ist es halt wirklich so, ihr bekommt maximal 100 Marken als Belohnung. Das bedeutet eben einfach, dass ihr maximal eine Box farmen könnt. Finde ich persönlich nicht so krass. Man kann halt nicht mehr so viel farmen. Man braucht dafür aber auch keine Tickets mehr. Die Tickets fallen ja weg. Die Tickets werden ja entfernt. Also keine Tickets mehr. Immer 2 Minuten wird es dauern. Und als Belohnung bis zu 100 Marken auf jeden Fall. Was passiert mit den üblichen Token? Die Tokens gehen ja alle, du meinst mit den üblichen Tickets, oder? Ihr müsst die Tickets verbrauchen. Die Tickets werden, glaube ich, werden die gelöscht? Ich weiß es gar nicht. Die werden vielleicht gelöscht. Pam hat einen neuen Skin. Nee, Leute, Pam links, das ist kein neuer Skin. Leute, alle schreiben Pam rein. Das ist, Pam wurde geremodelt. Also Pam wurde nicht, das ist kein Skin. Pam wird in Zukunft genauso aussehen. Ihr könnt gerne mal einfach auch googeln später, wie die neue Pam aussehen wird. Die neue Pam sieht so aus. Das ist die neue Pam. Wusstet ihr nicht, dass sie so aussieht? So wird die neue Pam aussehen. Das ist kein Skin, so wird die neue Pam aussehen. Die wird verändert werden. Genau. Das ist kein Skin. Wichtig. So, wir schauen weiter. Wir haben noch 1 Minute. Es gibt noch so viel. Pass auf. Oh mein Gott, das ist viel. And that's not all. We also took another shot at Hot Zone. So, Hot Zone kommt zurück. Gern eure Meinung. Ah, 10 Tokens ist gleich ein Gem, haben die gesagt. Okay, ne, 10 Tickets. Ihr bekommt für 10 Tickets ein Juwel. Okay, also wer noch Tickets übrig hat, ich würde sie trotzdem eher verbrauchen. Glaube ich, lohnt sich, glaube ich, trotzdem. Hot Zone. Yes, you hear the right. Hot Zone is gonna come back on update day for a limited time. About 3 weeks, we think. Also, es wird für eine begrenzte Zeit ab jetzt wieder Hot Zone geben. Der Modus ist ja vor längerer Zeit eingeführt worden, wird jetzt zurückkommen. Da gerne eure Meinung in den Chat. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Wir sehen erstmal, wir haben einen neuen Hot Zone Modus, also ein bisschen abgeänderten. Wir sehen nämlich, dass, obwohl, also eigentlich ist ja Ems ganz allein im Kreis und trotzdem ist der Kreis blau und rot. Also ich weiß nicht. Also ich persönlich habe jetzt Hot Zone nicht so gefeiert, muss ich sagen. Wir schauen weiter. Some small changes here and there, and we. Danke auch an Laserman gerade für das Abo. Really curious and excited to see how you feel about them. Ja. Tell us what you think, and if you want Hot Zone to stay, be sure to play it a lot. Also, wenn ihr natürlich möchtet, dass Hot Zone bestehen bleibt, müsst ihr es natürlich sehr viel spielen logischerweise. Aber also ich persönlich muss wirklich sagen, viele feiern Hot Zone. Ich persönlich habe Hot Zone gehasst. Also was ich gefeiert habe, war Takedown und Starkampf. Die wurden beide entfernt.
Die habe ich richtig gefeiert. Aber viele feiern, okay, wenn ihr Hot Zone nice findet, ist es nice für euch. Sehr schön. Da müsst ihr sehr viel Hot Zone spielen, dass der Modus auch bestehen bleibt. So, wir schauen weiter. We really hope you guys are excited as we are about this update and... And we'll see you in July. Also, sie hoffen, dass wir genauso aufgeregt sind wie sie über das Update. Und jetzt kommt's. Und wir sehen uns im Juli. Das bedeutet, ich denke, dieses Update wird wahrscheinlich kommen im Mai und im Juni. Und dann, das nächste Update wird erst wieder im Juli kommen, also in 2 Monaten. Aber bis dahin haben wir ja so viel Content. Wir haben den Brawl Pass, wir haben neuen Brawler, wir haben so viele neue Skins, wir haben Quests, wir haben neues, wir haben Hotzone zurück, wir haben neues System mit Spezialereignissen. Und jetzt kommt noch was, was auch noch kommen wird. Weiter geht's. Das kommt auch noch. Ach, jetzt. Also, was wir jetzt bisher alles gehört haben, kommt alles im Mai. Und jetzt kommen noch weitere Sachen, die im Juni kommen. Also im Mai bekommen wir den Brawl Pass, wir bekommen Quests, wir bekommen einen neuen Brawler namens Gale, wir bekommen neue Skins, für unter anderem für Mortis, Sprout, Bull und so weiter. Und jetzt geht's weiter mit den Sachen, die kommen jetzt im Juni. Also die ganzen Sachen, die wir jetzt gesehen haben, kommen im Mai, also in diesem Monat. Und jetzt kommen die Sachen, die im Juni kommen. Zack, so, und jetzt wird's spannend. Also, wir sehen schon mal hier, ich weiß nicht, ob es die Zeit der Season noch ist, ob es schon eine neue Season dann ist. Danke auch an Ben, der Baum, für dein Abo. Alter, ist so krank, was an Abos reinkommt. So, wir beginnen links direkt mal ganz entspannt mit dem allerersten Skin für Pam. Richtig nice. So, wir sehen die Sommer-Pam auf jeden Fall. Auf ihrem Rücken, ich denke mal, so eine Art Wasserspritzpistolen-Rucksack, denke ich mal. In der Hand hat sie irgendwas links, kann ich gar nicht sehen, was sie da in der Hand hat, ehrlich gesagt. Und natürlich einfach so ein Kleid eben an, Sonnenbrille und eben Badelatschen. Passt ziemlich gut, würde ich sagen, ist ein nicer Skin. In der Mitte sehen wir den bösen Jean. Boah, der sieht schon, also er sieht schon ein bisschen böse aus, mit so roter Haut, diesen Schuhen, diesem Gürtel um sich, eine Wunderlampe als Hut auf jeden Fall auch. Gelben Augen, so einem Ohrring. Und ja, so ein Gürtel auf jeden Fall. Finde ich sehr nice. Und ganz rechts, muss ich sagen, gefällt mir nicht so. Haben wir Constructor Pam. Constructor müsste eigentlich Konstrukteur heißen. Also nee, kann es nämlich nicht so übersetzen. Ich muss kurz mal nachschauen. Also wahrscheinlich Bauarbeiterin, oder? Heißt Constructor? Also Constructor heißt auf Deutsch übersetzt wirklich Konstrukteur. Also Konstrukteur. Finde ich ein bisschen seltsamen Namen, das ist jetzt nicht wirklich passend. Das ist jetzt nicht jemand, der jetzt hier konstruiert. Also konstruieren ist mehr auf jeden Fall so entwerfen, also eher so zeichnen oder sowas, würde ich sagen. Oder halt die Baupläne machen. Aber wir sehen auf jeden Fall hier Konstrukteur Jack. Jackie finde ich jetzt nicht ganz so passend, mit so einem Helm, mit so einem Ausrufezeichen, Bauarbeiterkleidung und eben... natürlich ihrer Maschine. Finde ich nicht den krassesten Skin, weil sie sowieso eigentlich schon eine Bauarbeiterin ist, fand ich. Aber auf jeden Fall wird es auch so sein, dass sie auch Konstrukteur heißt, was ich ein bisschen seltsam finde, weil Konstrukteur nicht so ganz passt. Welchen Skin findet ihr am besten? Ich persönlich finde eigentlich, mal ganz ehrlich, welchen Skin findet ihr am besten? Ich glaube, ihr gefällt am besten der böse Jean. Also Konstrukteur Jackie gefällt mir nicht so, mir persönlich. Danke an Edux für das Abo. Und dann würde ich sagen, kommt der böse Jean für mich. Also zuerst der böse Jean, dann Sommer Pam und dann Konstrukteur. Konstrukteur passt nicht so ganz. Konstrukteur Jackie. Aber ich habe es übersetzt, also es heißt wirklich Konstrukteur. Ganz seltsam. Bei Bauarbeiter heißt was anderes. Die meisten sagen Jean, ja. Die meisten sagen Jean. Viele feiern Jackie, freut mich. Ja, muss ja auch sein, ne? Kann ja nicht jeder dasselbe feiern. So, weiter. Was hat er gesagt? Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber wir haben einen weiteren neuen Brawler im Juni-Update. Also Juni kriegen wir nicht nur die Skins, wir kriegen auch noch einen weiteren neuen Brawler, und zwar den hier. Was ist das? Es ist so ein kleiner Roboter und er scheint so ein Kind zu haben oder so einen Gehilfen zu haben. Und er besteht aus so einer Kugel mit einem Auge und hinten dran so ein Controller praktisch. Hat auch so ein Armband mit so einem Zahnrad und rote Schuhe. Interessant. Danke an Milot für das Abo. So, jetzt. Und jetzt können wir noch sehen, wie er spielt. Da sehen wir gerade. Da sehen wir ihn. Der ist ziemlich klein auf jeden Fall. Alter, was sind das für Angriffe? Nimm mal zurück gerade. Die Angriffe sind seltsam. Ah, er sagt my mistake. Danke. Ja?
Ja, du hast recht, du hast recht. Richtig, richtig gut. Alter, richtig stark. So, wie ist der Angriff? Was? Ah, wir sehen es. Das sind drei. Seht ihr die Kugeln? Das sind drei Energiekugeln. Wir sehen die Sprechblase. Leute, let's go. Wir sehen die Emoji-Sprechblase. Ich hab's euch gesagt. Wir kriegen wirklich Emojis im Spiel. Wir können uns gerne gleich nochmal anschauen, wie die Emojis aussehen werden. Wir kriegen schon im Mai mit dem Update Emojis, die ihr auch im Spiel verwenden könnt. Das ist eine richtig große Update-News, Update-Neuigkeit. Das ist heftig, das ist eigentlich das Spannendste gerade. Aber ansonsten sehen wir auf jeden Fall, also die Sprechblase wird über dem Angriff sein, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall sehen wir gerade nochmal den Angriff. Das sind so drei Energiekugeln, die er schießt. Machen 2800 Schaden scheinbar zusammen. Was? Habt ihr das gesehen? Warte mal, ein Stück zurück. Der Angriff ist ja... Pass auf. Hier, habt ihr... Oh mein Gott. Seht ihr das? Hier, der Angriff. Das ist einfach so eine komische... So eine Form. Was ist das denn? Der scheint abzuprallen auch von... Das ist ja ganz komisch. Das ist so eine Form. So. So eine Diamantform scheinbar. Was ist das denn für ein Angriff? Ganz wieder Angriff. Ganz, ganz seltsamer Angriff. Krass. Er hat nicht so viel Leben. Und ganz... Also ihr seht es auch hier nochmal. Dieser Angriff ist echt scheinbar so diamantförmig. Ganz, ganz seltsam. Was war das? Ich glaube, das war es. I think that's it. That was a choppy disaster that's not going to be fun to edit, but we said all the things. Das war's. Das war's. So, wir schauen uns mal ganz kurz die Juwelen an. Und das Wichtigste ist, was wir jetzt gerade noch rausfinden müssen, ist der Brawl Pass, kostet er jetzt Juwelen oder ist er jetzt, oder kostet er Geld? His age. And so, wir schauen uns mal ganz kurz hier, wir schauen uns zuerst mal ganz, ganz kurz schnell. Then we have God Rico, ah, die Skins sind zu nice, ne? King. Stars. Ey, die Emotes, da waren sie, da waren sie. On a brawl. It's a very happy 10-year used in chat. And you guys be sure to grab it and download the update. Pins are coming to Brawl Stars. Pins are emotes. Da sehen wir es gerade nochmal. Das sind die Emotes, die wir in Zukunft nutzen können. Das ist absolut nice. Also, hier sehen wir es gerade nochmal. Zum Beispiel hier einen wütenden Cold, wütenden Spike oder hier auch ein Mortis, der sich freut. Ein weinenden Bow, einen weinenden Nita. Also wir sehen wirklich wütende Emojis und freudige mit dem Daumen hoch und auch welche, die weinen. Das ist halt echt, also verschiedene Emojis werden wir auf jeden Fall kriegen. Und die könnt ihr irgendwie freischalten. Vielleicht in Challenges, vielleicht auch mit dem Brawl Pass freischalten, mal schauen. Und die meisten sagen, dass er 170 Juwelen kostet. Boxes. Now, your tokens will go to a track where you can see the rewards laid out ahead of you. Now, if you buy Brawl Pass, you're gonna have a guaranteed brawler in that track. Da sehen wir auf jeden Fall nochmal den Brawl Pass. And this brawler is gonna have a new rarity called Chromatic. Chromatic brawlers in the pass are guaranteed. But if you did not purchase a pass, you still have a chance to get it. That's right. In addition, there's some really cool things happening on the track. For example, we're taking gems out of boxes and now there'll be guaranteed drops on that track, which is really nice. Ja, so everybody can see what they're getting and when. In addition, the Brawl Pass will have quests. Ich muss mal sehen. Ich gehe mal an den Anfang. Brawl Pass. Let's go! Brawl Pass. All right, let's talk about Brawl Pass. We are so excited for this new feature, but first, let's talk about what happens to normal progress. Currently, your tokens go to unlocking boxes. Also alle now, sagen, er kostet 170 Gems. Now, tokens go to a where you can see the rewards laid out ahead of you. Now, if you buy Brawl Pass, you're gonna have a guaranteed brawler in that track. And this brawler is gonna have a new rarity called Chromatic. Chromatic brawlers in the pass are guaranteed. But if you did not purchase... Guaranteed drops on that track can unlock ahead of you and you'll get more rewards than you did before. Jetzt. We are so excited for this feature and the first Brawl Pass season will be called Tara's Bazaar. It'll be 170 gems and coming with the update. Ja, da steht's immer. Leute, der erste Brawl Pass wird einfach 170 Juwelen kosten. Er hat's gerade aber gesagt, okay, das ist echt... Ich bin gespannt. 170 Juwelen kostet uns der allererste Brawl Pass. Also das war auf jeden Fall wirklich, wirklich ein heftiger, heftiger Brawl Talk. Also zusammenfassend. Also wir fassen ganz mal kurz zusammen, was wir alles bekommen. Also, wir haben in Zukunft... Wir haben einen Brawl Pass, der kostet 170 Gems. Wir haben Saisonthema Sarah's Bazaar.
Wir haben, ihr bekommt für die Marken in Zukunft diese Strecke hier und keine Boxen mehr direkt auf jeden Fall. Und dieser Strecke kriegt ihr auch Megaboxen und auch die Juwelen unter anderem. Und ja, da bekommt ihr Megaboxen oder auch eben 100 Powerpunkte. Danke auch an Mr. Krawatte gerade für die Spende. Was haben wir noch? Dann haben wir den neuen Brawler. Dann haben wir Quests auf jeden Fall. Mit den Quests könnt ihr eben auch Marken sammeln. Das ist auch nice. Than you did before with the update. Was haben wir noch? So, weiter. Let's dann talk haben about wir the auch noch den neuen Brawler Gale. Der ist chromatisch, sprich, wenn ihr euch den Brawl Pass holt, dann bekommt ihr ihn automatisch. Wenn ihr euch nicht holt, dann müsst ihr eben Glück haben und die Seltenheit wird immer wahrscheinlicher, dass ihr ihn zieht. Was haben wir noch? Dann haben wir auf jeden Fall noch. Ist die Ulti? Das ist schon nicht schneller. Dann haben wir verschiedene Skins, zum Beispiel einen Schurken, Mortis, Wächter Rico, Tropischer Sprout, Barbarenkönig. Barbarenkönig, Barbarenkönig Dings bekommt jeder. Barbarenkönig, wie heißt der? Barbarenkönig. Barbarenkönig. Bull auf jeden Fall. Dann haben wir die Emotes gerade gesehen, die bekommt auch jeder. Das ist krass, die könnt ihr freischalten. Mit Heulen-Emote und so weiter. Dann kommt Hotzone zurück. Das ist so viel, das ist echt. Ich komme auf Frage, wie viel das wirklich ist. Hotzone kommt zurück. Für 3 Wochen mindestens. Und dann kommt im Juni, sehen wir hier gerade nochmal. Und das war alles, was im Mai kommt. Und im Juni geht's direkt weiter. Wir machen gleich weiter mit Free-to-Play-Account. Wir machen direkt weiter, wir kommen auch gleich zum Championship-Herausforderung. Dann kommt im Juni kommt diese drei Skins, Sommer-Pam, Böser Jean und Konstrukteur Jackie. Und dann auch noch hier, der neue Brawler. Der heißt A-Light, nicht Spaß. So heißt der eine aus dem Brawl Talk, der links. Deswegen, der heißt nicht A-Light. Ich weiß nicht, wie er heißt, werden wir rausfinden, die Tage. Oder die Wochen eher. Oh, Alter, jetzt habe ich so viel geredet. Wisst ihr, was es heißt? In 19 Minuten geht's schon los mit der Championship-Herausforderung. Ich fasse es nicht. In 19 Minuten geht's einfach los, Leute. So, wir switchen ganz kurz. Wir müssen es auch noch... Also gut. Also, in 19 Minuten beginnen wir. Dann werden wir zum allerersten Mal Free-to-Play die Championship-Herausforderung spielen. Das wird absolut spannend werden. Mal schauen. Der Pass dauert nur 2 Tage. Ne, ich glaube, es waren noch 2 Tage übrig, glaube ich. Also, das müsste eigentlich... Dürfte keine 2 Tage dauern. So, erstmal in Brawl Stars wieder reingehen, schnell. Und jetzt würde ich sagen, ich glaube, der Sound sollte ein bisschen laut sein, ne, wahrscheinlich. Ja, ich glaube, er war echt ein bisschen laut. So. Okay, ich muss kurz umswitchen. Eine Sekunde. Und dann starten wir Clash rein. Alter, in 18 Minuten geht's los. In 18 Minuten geht's los. Mit der allerersten Championship-Herausforderung, Leute. Und wir müssen Free-to-Play spielen, dürfen uns nicht helfen lassen. Das wird echt spannend werden. So, ich muss ganz kurz noch den Titel ändern, damit hier die Brawl Talk-Reaktion rausgepackt wird. Eine Sekunde. Let's go. Okay. Das wird spannend werden. So, der Sound könnte ein bisschen laut sein vielleicht. Wann kommt das Update? Das wissen wir nicht. Also im Mai, das ist klar. Ich gehe mal davon aus, ich hoffe nächste Woche. Also, ist eigentlich von auszugehen, ne? Ich hoffe, dass es nächste Woche kommt. Ist der Sound so in Ordnung? Geht klar, oder? So, danke nochmal für alle Abos, die reingekommen sind. Wahnsinn. Okay, würde ich sagen, let's go. Genug geredet. Es kommen halt wieder 2 Brawler, es kommen wieder so viele Skins, das ist schon krass. Für die ersten Stufen braucht man 50 Marken und für die letzten braucht man 200. Das ist auch gut zu wissen. Danke für den Hinweis, ist mir gar nicht aufgefallen. In 3 Tagen. Im Juni kommen die anderen Skins. Da kommt der böse Genie, Sommer-Pam und der neue Brawler kommt noch. Aber ansonsten wissen wir es noch nicht. So, würde ich sagen, wir haben jetzt noch 15 Minuten Zeit. Wir müssen mal Boxen farmen, versuchen, um einen Brawler freizuschalten. Wir machen jetzt Robo Rumble. Ihr wisst Bescheid, erstmal jetzt hier Münzen einfordern. Let's go, okay. Würde ich sagen, wir machen erstmal hier weiter mit Shelly. Let's go, oder? Shelly? Ja, müssen wir ausziehen, wegen den Trophäen. Leute, wir setzen... Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir machen jetzt die erste Runde mal mit 10, okay? Wir machen mal eine Runde mit 20. Wir gehen all in. Es ist hochriskant. Ihr wisst, wie wenig. Ihr seht, ich habe nur 33 Tickets. Die sind sau wertvoll. Danke an Sascha für das Abo. Let's go, wir starten ran. Jetzt wird's spannend.
Alter, okay. Das ist das allererste Mal Robo Rumble auf dem Free-to-Play-Account. Und es wird halt so wichtig werden. Okay, wir haben einen Crow. Und wir haben einen... Oh, ne, ein Cold. Ganz ehrlich, das ist nicht so gut. Das ist halt echt nicht so gut. Wir können gleich gerne überlegen, wie viele Tickets wir... stopp mal kurz. Das ist nicht den hier ernst. Oh mein Gott. Der Sebi, was ist da denn los? Der bleibt einfach stehen. Ja, wir haben schon, immerhin schon mal 20 Sekunden überstanden, ey. Das kommt halt echt auf jede Sekunde an. Ach, kacke, der schießt einfach da drauf schon. Oh je. Also Crow und Cold finde ich als Teammates ehrlich gesagt nicht so optimal. Ach Junge, nein. Was ist das denn für einer? Oh, bitte nicht so ein. Junge, wir haben so viel Pech. Ich bin auf 400 Trophäen, ne? Also die Teammates müssen eigentlich ganz in Ordnung sein, aber der Crow ist schon mal echt absolut lost. Und Crow ist halt auch nicht gut. Cold ist ja noch in Ordnung, aber dann nicht Crow. Junge, er macht aber auch gar nichts gefühlt, ey. Wie schlecht kann bitte ein Teammate sein? Ich hoffe, es wird noch besser. Ist halt so wichtig. Wir haben nur 33 Tickets, ne? Und... Ich bin eigentlich auch ein bisschen verkackt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich brauche Hilfe. Nicht sterben. Okay, jetzt kommt der Rose. Jetzt kommt der Riese. Wir haben schon mal die erste Minute überstanden, aber das wird echt schwierig werden. Okay. Ich verstecke mich so ein bisschen. Ulti. Sehr gut. Oh, bitte macht irgendwas. Bitte helft mir. Das geht noch klar. Dann kriegen wir down. Darf nur nicht wegsterben. Wichtig. Ja, dann kriegen wir down. Let's go. Ulti. Haben wir. Wichtig. Okay, so Welle 8. Wir haben gleich schon mal 2 Minuten überstanden. Übrigens gerade nochmal vielen Dank, dass wir auch gerade so viele Zuschauer waren. Das ist halt echt Wahnsinn. Wir waren halt echt 3000 Zuschauer. Vielen Dank an Extrem8Ninja für die 2 Euro Spende. Kannst du mich grüßen? Ja, ich grüße dich, Ninja auf jeden Fall. Und noch vielen Dank an Ich brauche Klopapier für die 10 Euro Spende. Habe ich vorhin gar nicht vorgelesen, weil ich gerade in meinem Brawl Talk noch war. Vielen, vielen Dank nochmal für die Spende. Ich dürfte nicht verkacken, ey. Ich hab nur 30 Tickets. Das sind 20, das ist mehr als die Hälfte. Aber danach ist noch nur... Oh mein Gott, er ist weggestorben. Ich hasse ihn. Ich hasse diesen Crow, ohne Witz. Oh. Ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe das halt einfach nicht. Was soll das mit... Okay, jetzt habe ich die Wände aufgemacht. Das war jetzt auch nicht gerade schlau von mir. Shit. Wieso sind die... Oh, ich bin selber lost. Also jetzt mal ganz ehrlich, also... Also erstens wählt er Crow und zweitens macht er gefühlt fast gar nichts. Okay, alles im Griff, komm. Sehr schön. Puh, erstmal Boxen jetzt hier fahren. Sehr schön. Okay, so, ganz ruhig bleiben. Aufpassen. Boah. Gut. Sind beide tot? Nee. Der Leon ist down. Wir haben fast 3 Minuten. Das ist wichtig. Ach, der Riesenbot ist es. Ach so. Der Riesenbot. Okay, Team. Darf ich wegsterben? Sehr schöne Ult. Der Cold ist eigentlich wichtig. Der darf auf gar keinen Fall wegsterben. Wo meine Ult so schnell es geht. Ich muss hochfallen. Wichtig. Nicht wegsterben. Nein, jetzt bin ich weggestorben. Nein, komm, bitte nicht. Irgendwie lost sind die bitte gerade. Vor allem der Cold. Oh, egal, ich komm gleich zurück. Also, ich hätte schon wirklich bessere Teammates als die. Sehr gut. Wir haben 3,5 Minuten. Das ist nicht schlimm. Ja, die Runde wird halt nicht krass werden, ganz ehrlich. Die Teammates. Wenn wir da zum Beispiel jetzt einen Pam gehabt hätten, ne? Überlegt mal. Aber Hauptsache, wir schaffen 4 Minuten oder sowas. Och, Junge, das ist doch nicht sein Ernst. Er ist einfach Fernkämpfer, schiebt trotzdem weg. Ich weiß es nicht. Gut. Ja. Sehr gut. Wir haben noch 4 Minuten. Komm, jetzt verteidigen. Komm, jetzt wieder alle zusammen. Wir schaffen das, komm. Ich brauche die Ult jetzt. Ah, 4 Minuten 12 Sekunden. Scheiß Boxer. Wurde ich graded? War das ein Raid? Habe ich irgendwas verpasst? Vielen Dank. Wurde ich graded? Ah, vielen Dank, wenn ich graded wurde. Dann vielen, vielen Dank. Ich glaube, Marvin, kann es sein? Wurde ich graded? Alter, alle schreiben Box rein. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, Marvin hat mich, glaube ich, graded. Alter, Grüße gehen raus dann. Danke dir. Alter, vielen, vielen Dank einfach. Ja, Marvin hat mich graded. Danke, Marvin. Alter, wir kriegen 460, so, okay, 460 haben wir. Wir versuchen es nochmal und setzen jetzt,
Auf geht's. Okay, wir setzen jetzt mal 10. Wir setzen 10 Tickets ein, würde ich sagen, komm. Das sind zwar keine 20, aber 13 Tickets sind noch übrig. Danke an Marvin an der Stelle für den Raid. Vielen, vielen Dank, Alter, Marvin. Ehre. In 10 Minuten geht's los mit der Championship-Herausforderung. Wir werden Free-to-Play die Championship-Herausforderung spielen. Ich darf mir nicht helfen lassen mit random Teammates. Es wird so spannend werden. Und dann haben wir ein richtig heftiges Opening auch nochmal. Okay, let's go. So. Ich glaube, die Teammates sind besser. Ich merke das schon. Allein schon, wie die laufen. Wobei der eine Teammate, was macht er? Ich hoffe, der ist nicht... Okay, der eine läuft total... Okay, ich bin mir unsicher, ob die gut sind. Ich glaube, der Frank war ganz gut gerade. Okay, wir haben 10 Tickets. Aber, Alter, 4 Minuten waren echt nicht nice. Aber wir haben jetzt nochmal 10. Das sind fast alle Tickets. Die sind fast alle aufgebraucht jetzt, ne? Danke an die Coolen. Danke auch an Judas Shadow für das Abo. Und danke schon mal für... Wir haben auch fast 3000 Likes, ne? Das ist echt Wahnsinn, was heute abgeht. Im Stream. Ich glaube, meine Teammates sind OP. Passt auf. Mein Ziel sind mindestens 5 Minuten. Ich will jetzt mindestens 5. Am besten... Vielleicht sogar 6 Minuten. Ich weiß es nicht. Wir hatten gerade eben nur 4, ich weiß. Aber meine Teammates waren auch so schlecht, ey. Die sind so oft weggestorben. Ganz ehrlich, was machen die da? Was sagt der? Also irgendwie? Frank, du musst Flaschen schauen. Hilf mir bitte. Kein Schaden, bitte. Kein Schaden. Kein Schaden zulassen, bitte. Ich brauche Hilfe. Alter, das war knapp. Ja, das war ein bisschen riskant. Da wäre ich fast weggestorben. Ich wollte halt keinen Schaden zulassen. Der Riesenroboter kommt, okay. Ich brauche 3 Schüsse immer für die Bots. So, jetzt hier schnell zum Bot. Pass auf. Hey, wo ist denn der? Jetzt mal ohne Witz. Also wenn der Teammate jetzt nicht kommt, dann ist er richtig kacke. Och nein. Ich fasse es nicht. Ich habe mich gerade noch gefreut. Der lässt uns im Stich. Oh mein Gott, jetzt bin ich aber auch lost. Der lässt uns im Stich, eiskalt. Da ist er, ja moin. Ja, super. Egal, es ist nicht schlimm jetzt. Aber er muss es immer endlich... Ja, von wegen gut. Das ist nicht sein Ernst. Das ist jetzt nicht sein Kackernst. Das kann nicht sein Ernst sein. Ich fasse es nicht. Das kann er doch nicht ernst meinen. Ich nehme alles zurück, was ich über ihn gesagt habe. Er ist doch nicht... Ich weiß es nicht, beide sind tot. Leute, ich glaube, die 5 Minuten können wir uns sonst wohin stecken. Das ist nicht sein Ernst. Ich gehe gleich erstmal auf den. Komm, jetzt mach was. Junge, was sind jetzt... Der kann ja von mir aus auch nur Auto-Aim, aber er macht halt gar nichts einfach. Das kann nicht sein Ernst sein. Ich weiß es nicht, das ist nicht sein Ernst. Och, Junge, das ist doch nicht ernst gemeint. Was sind das für Teammates? Alter. Seht euch das an. Die sind völlig überfordert. Ist jetzt nicht so, dass die mehr Leben hätten als ich oder Frank mehr Schaden macht oder so. Ich meine, ich muss Shelly spielen, Power 4, weil ich nichts Besseres hab. Oh, komm, aber ich will zumindest die Runde von gerade eben noch überbieten. Aber ich glaube, das schaffen wir trotzdem nicht, wenn die so weiterhin so schlecht spielen, ey. Gibt's doch nicht, ey. Aber ich sag's, ihr werdet auch aufgemacht. Das war jetzt auch nicht so schlau, stimmt. Na, ah, okay, jetzt bin ich aber... Ganz ehrlich, was macht ihr da? Ich bin down. Das war jetzt auch laut. Okay, es war jetzt auch schlecht. Wir haben noch 3 Tickets, glaube ich. Das ist schwierig. Ah, nee, komm. Okay, ich glaube, ich bin doch zufrieden mit der Runde gerade eben. 2 Minuten 50 Sekunden. Okay, in 8 Minuten geht's los, Leute. In 8 Minuten geht's los mit der ersten Championship-Herausforderung. 6 Minuten 50, ich bin so gespannt. Wir haben random Teammates und wir haben einfach... Wir müssen einfach alleine spielen. Nee, die Challenge ist, dass ich alleine spielen muss. Ich darf mir nicht helfen lassen. Das ist die Challenge, deswegen. Ich muss mit random Teammates spielen. Die letzten 3 Tickets... Ich will jetzt keine 6 Minuten. Ich will 5. Ich will 5. Ah, komm, es ist möglich. Ah, wir haben Colt. Ne, okay. Okay, Colt und Baby ist nicht so krass, aber mal schauen. Die dürfen jetzt noch nicht so lost sein, die Teammates. Dann schaffen wir das. Die letzten 3 Tickets kommen. Wir werden dann nochmal alle Boxen öffnen und wir haben noch ein paar Minuten Zeit, um noch ein paar weitere Boxen zu farmen. Die werden wir dann versuchen zu farmen, die Boxen. Und dann werden wir noch alle Boxen öffnen vor der Championship-Herausforderung und hoffen, dass wir noch irgendwas ziehen. Wir haben vorhin schon Penny freigeschaltet, was auch, glaube ich, ziemlich nice wird. Ich glaube, Penny ist echt wichtig für Team-Modi. Die Penny können wir, glaube ich, auch spielen. Und ihr müsst mir extrem helfen. Ihr müsst mir extrem im Chat helfen, welche Brawler wir spielen sollen. Dann gleich. Wir haben nämlich nur 10 Brawler zur Auswahl dann gleich. Und wir haben random Teammates. Das wird sauschwierig werden. Da müsst ihr mir echt helfen gleich. Sehr schön, wichtig. Da oben ist noch einer. Na, ich glaube, die Teammates sind besser bisher. Die wirken überhaupt nicht lost. Komm, das schaffen wir. Jetzt kommt Rekord. Und noch 5 Minuten bis zur Championship-Herausforderung. Komm, eine Minute. Und wenn alles klappt, können wir auch morgen dann schon die 2000 Trophäen angreifen und Dynamite freischalten. Ne? Vielleicht werde ich morgen wieder früh streamen. Vielleicht werde ich, also schon mal könnt ihr euch gerne aufschreiben, morgen vielleicht wieder um 9 Uhr. Vielleicht werde ich morgen wieder um 9 Uhr streamen. Ich glaube, ich hätte die Wände nicht aufholten sollen. Angst, ich bin ja so lost mit den Ultis.
total offen die Wand. Kacke, war nicht schlau. Ja, sehr schön. Der darf auf gar keinen Fall. Nein, der darf auf gar. Ja, die Baby nicht kriegen. Oh Gottes Willen. Na! Die ist jetzt nicht so lost locked. Oh mein Gott. Sind wir beide tot? Ich weiß es nicht. Ich wollte sie beschützen, aber sie ist einfach reingelaufen. Och Leute, das kann nicht wahr sein, ey. Wisst ihr, ich stelle mich auch extra noch vor sie und sie läuft trotzdem noch rein. Und am Ende sterben wir sogar beide weg. Ich meine, ich bin extra reingelaufen, um sie zu beschützen, aber das hilft nicht mehr was. Aber es ist jetzt nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Boah, die Wände sind schon sehr, sehr arg offen jetzt. Ob wir da 5 Minuten schaffen. Aber wir haben schon mal 2 Minuten. Ich will zumindest einen neuen Rekord aufstellen. Wir werden auch gleich im Profil mal schauen können, was unser Rekord ist. Und in Zukunft werden ja alle Runden nur noch 2 Minuten dauern. Das heißt, in Zukunft werden wir gar keine Rekorde mehr aufstellen können. Wahrscheinlich kommt es eher in Zukunft darauf an, wie viel Leben man noch am Turm hat und gar nicht auf die Zeit. Reagierst du auf den Brawl Talk? Wenn ihr Bock habt, können wir am Ende nochmal auf den Brawl Talk reagieren. Ganz am Ende, wenn es einige noch nicht gesehen haben. Aber wir haben gerade eben schon auf den Brawl Talk reagiert, deswegen. Aber wenn ihr Bock habt, können wir ganz am Ende nochmal drauf reagieren. Wenn ihr das sinnvoll findet und es möchtet. So, jetzt komm. 2,5 Minuten. Ah, komm, den Bock müssen wir kriegen. Der hat rein. Oh. Sehr schön. Kann schon 2 Schüssen erledigen. Ich kann hochheilen, komm. Ey! Alter, die Baby. Wo ist der Bot? Wo ist der Bot? Okay, wir haben fast 3 Minuten, das sieht gut aus. Rekord liegt bisher, glaube ich, bei 4 Minuten 12. Ich glaube, das können wir gut schaffen, weil bisher sind meine Teammates echt, wirklich, ist in Ordnung. Also die Baby war an der einen Stelle echt lost, aber es ist in Ordnung. Jetzt kommt der große Roboter, okay. Da müssen wir jetzt schnell ran. Sehr schön. Ich habe auch meine Ult direkt, wichtig. Nicht zu nah, Baby, nicht zu nah, nicht zu nah. Komm, jetzt heil erstmal hoch. Ah, nee. Hauptsache, oh mein Gott, let's go. So nice verteidigt, stark, stark. Wir haben alle überlebt vor allem. Das haben wir vorher nicht geschafft. Das ist besser. Die Runde ist, glaube ich, nicer werden. Ich muss jetzt hier drauf und holt den weg. Sehr gut. Leute, es sieht gut aus. Wir haben jetzt 3,5 Minuten schon fast geschafft. Da muss eigentlich jetzt der Cold drauf am besten. Oh nein, aber nicht wegsterben, nicht wegsterben, nicht weg. Oh mein Gott, let's go. Es darf keiner wegsterben, ansonsten schaffen wir die Rekordzeit nicht. Rekord liegt bei 4 Minuten. Das schaffen wir, wenn wir so weitermachen. Das ist gut, das ist ein gutes Team bisher. Jetzt wird sie wieder kritisch, glaube ich. Ich brauche 3 Schüsse für ihn. Oh, Alter, knapp. Teammates, kommt. Kommt hier. Ich will Schaden machen, die aber auch. Oh, gut, 4 Minuten. Ist Rekord jetzt schon. Oh, ist so schwer jetzt aber. Das wird jetzt echt schwierig werden. Nein, was? Das war auch los. Es war auch echt alles weggestorben. Ich fasse es nicht. Nein. Wir haben Rekord trotzdem. Aber. Oh mein Gott. Nein. Was ist das denn gewesen? Oh. Jetzt mal ganz ehrlich. Wir hätten locker 4,5 Minuten schaffen müssen. Ist trotzdem, glaube ich, der Rekord. Aber das war nicht gut. Ich bin nicht zufrieden. 72 Marken. Egal. Wir haben noch 2 Minuten, würde ich sagen. Machen wir. Ja, starten wir direkt rein mit dem Video, würde ich sagen. Erstmal die Ankündigung, let's go. So. Alter, so spannend. Hey Leute, es geht heute weiter mit unserem Projekt Brawl Stars von vorne spielen. Heute ist Tag 3 und wir sind inzwischen auf 1400 Trophäen angekommen. Und heute werden wir zum allerersten Mal die Championship-Herausforderung spielen. Komplett free to play. Ihr wisst ja, ich darf mir hier nicht helfen lassen auf dem Account. Also ich muss jetzt völlig alleine spielen mit zufälligen Teammates. Ich hätte mir sehr viel vom Chat helfen lassen. Und wir haben nur 10 Brawler, ne? Wir haben nur Penny, Bull, Jesse, also die ganz typischen Free-to-Play-Brawler. Ich bin sehr gespannt, was wir alles schaffen werden. Wir starten jetzt hier direkt rein mit dem Opening. Wir haben jetzt schon mal mit Robo Rumble ein paar Boxen gefarmt. Und dann werden wir vor allem extrem viele Big Boxen hoffentlich farmen können. Und hoffentlich irgendwelche krassen Brawler ziehen, die wir dann auch in der Herausforderung spielen können. Würde ich sagen, wir starten erstmal rein. 8 Boxen. Und ich hoffe, wir haben Luck. Auf geht's, komm. Ist halt echt schwierig, ne? Free-to-Play sind die Boxen echt schwer zu farmen. Erste Box. Einfach bleibende. Wenigstens Upgrades, ne? Ich glaube eigentlich, wir haben automatisch alle Brawler Power 10 wenigstens. Das ist zumindest fair. So, 7 Boxen. Na, leider nichts. Okay, Cold Proc. Wieder Bull Nita. Na, Bull können wir upgraden. Sehr schön. Ich brauche halt noch irgendwie einen neuen Brawler, den wir spielen. Wir haben Markenverdoppler. Richtig wichtig. Das ist nochmal nice. Können wir auch gebrauchen. Ganz wichtig. Die kriegen wir auch fast nicht. 3 Boxen noch. Komm. Wieder 2. Cold und Rosa. Komm, 2. Wieder 2. Penny. Komm. Letzte Box. Komm. Okay, dann müssen wir jetzt echt was, wir müssen es farmen. Wir müssen jetzt die Boxen farmen. In 19 Sekunden geht's los und dann müssen wir rasieren. Auf geht's.
Oh Leute, es wird spannend. Gönn Leon, ja, das wäre nice. Leon, bester Brawler. Alle mal den Hashtag, ihr wisst es. Alle mal Hashtag YoLeon in den Chat. Oh mein Gott, es geht los. Wir haben ja noch Juwelenjagd. Machen wir beim Ende, würde ich sagen. Und einen neuen Shop, Sekunde. Oh mein Gott, let's go. Wir haben 280 Markenverdoppler. Wir holen uns, würde ich sagen, immer die Upgrades für Shelly, würde ich sagen. Das lohnt sich. Dass wir die, sobald es geht, auf die nächste Stufe kriegen für die Ereignisse. So, jetzt erstmal hier Barley, Power 5. Ne, Power 5? Power 4, sehr nice. Nita, Power 4. Cold, Power 4. Und Bull, Power 3. Haben wir automatisch, also alle schreiben YoLeon rein, haben wir jetzt automatisch die passenden Level, haben wir jetzt automatisch Power 10 Brawler, stimmt das? Können wir gleich, ja, haben wir, ich sehe es gerade schon, ja, ich bin lost. Okay, ich habe sowas noch nie gemacht, aber auch zu Recht. Ich glaube, einmal ganz am Anfang habe ich mit random Teammates gespielt. Junge, das ist die größte Schwitzer-Challenge jetzt. Ich bin echt gespannt, was wir jetzt erreichen können. Boah. Ich muss mich jetzt wirklich zusammenreißen. Ich muss es heftig carryen. Wir werden wirklich richtig schlechte Teammates bekommen. Das wird so sein. Außer wir haben echt richtig Glück. Wir werden richtig schlechte Teammates bekommen. Wir werden jetzt zuerst die Challenge hier Free-to-Play spielen. Und danach gehen wir auf den ersten Account. Und werden sie dort dann auch auf dem Hauptaccount spielen. Und dort eben 15 Siege schaffen, okay? So. Phase 1, Juwelenjagd. Da kriegen wir mit jedem Sieg eine Big Box. Das ist so heftig für uns. Also, danke an Alena TV gerade für das Abo. Also, die Belohnungen sind so krass für uns. Wir kriegen für jeden Sieg eine Big Box und bei jedem dritten Sieg kriegen wir noch ein paar Star-Punkte, was auch noch richtig nice ist für den Anfang. Damit können wir nämlich auch dann im Shop auf Dauer, passt auf, da können wir uns nämlich auch irgendwann dann, genau, im Shop sind noch nicht angezeigt, aber irgendwann Big Boxen und Megaboxen kaufen. So, erste Map, wir müssen überlegen. Ich würde vorschlagen, dass wir einen Distanz-Brawler wählen, oder? Also, gerade mal hier. Wir sortieren einfach mal nach Seltenheit, egal wie. So. Also, was haben wir? Wir könnten noch Rosa wählen. Also, ich würde einen Nahkämpfer wählen. Ich bin gehypt, ich bin auch gehypt. Ich bin jetzt mega gespannt, wie es laufen wird. Leute, übrigens an der Stelle vielen, vielen Dank für unfassbare 3000 Likes. Wirklich danke. Und wenn ihr neu dabei seid, neues Projekt nicht verpassen wollt und auch keine Folgen mehr verpassen wollt, keine Streams verpassen wollt und keine Videos, könnt ihr auch gerne abonnieren. Alle neuen Abos werden oben rechts eingeblendet. Würde mich sehr freuen. Was haben wir gemacht? Ich kann euch noch ein paar zeigen. Jesse ist auch eine Wahl, ja. Also meine Vorschläge wären Nita, Jesse, Penny oder Rosa. Ich muss halt carryen. Ich würde Rosa spielen persönlich, glaube ich. Leute, Rosa, Penny oder Jesse, würde ich sagen. Die meisten schreiben Penny rein. Ich glaube, dann machen wir es. Ja, Penny ist echt nice. Dann machen wir Penny. Da müssen wir drauf hoffen. Die meisten schreiben Penny. Okay, Leute, ey. Ihr wisst, wie schwierig das ist, ne? Ich habe die Challenge auch bei Wixwin gesehen, aber der war nicht free to play. Der hat nur mit random Teammates gespielt, also der hat noch ein bisschen mehr Auswahl gehabt. Der hat direkt die erste Runde verloren. Die meisten sagen Penny. Ich würde auch Penny sagen. Nee, Poco ist nicht so nice. Poco ist nicht so krass aktuell. Welche Star Power haben wir? Die da, die finde ich besser, die verbrennt. Haben wir noch irgendwas im Shop? Nee, oder? Alter, Powerpunkte. Boah, aber es lohnt sich nicht. Ich glaube, Marken sind besser. Markenverdoppler. Leute, es geht los. Okay, ey, Alter. Ich bin jetzt so nervös. Wir haben vorhin Penny erst gezogen und die Zuschauer hier meinen, dass Penny am besten wäre. Ich glaube auch, dass Penny ziemlich krass werden wird. Danke auch für alle Abos gerade. Wir starten rein in die erste Runde. Es wird so verschwitzt werden. Wir müssen alles gewinnen, ey. Und jeder Sieg ist eine Big Box. Wir werden am Ende alles öffnen und hoffen, dass wir irgendwas ziehen. Auf geht's. Wir haben eine Jackie und wir haben eine Shelly. Oh, let's go. Ich treffe gerade richtig gut. So, nicht so aggressiv. Mortar. Es geht soweit in Ordnung, würde ich sagen. Wir haben jetzt hier auf das Geschütz. Kann ich gut absnipen. Da ist 8-Bit. Ich habe meinen Mortar ein bisschen offen platziert, aber ist in Ordnung. Mein Team ist in Ordnung, das geht klar. Leute, das sieht gut aus. Die erste Runde sieht solid aus. Let's go. Ah, wir können mit Lobby spielen, oder? Können wir nicht mit Lobbys spielen? Kann es sein? Können wir uns nicht ein Lobby aufmachen? Dann können wir das Profil anschauen. Geht das? Geht das in Juwelen? Ja. Oh mein Gott, das ist erlaubt. Das können wir ja machen. Wir müssen ja nur Free-to-Play bleiben. Oh mein Gott, das wäre es einfach. Wir machen ein Lobby auf. Geht das? Wir schon gleich schauen. Das wäre natürlich die Lösung. Wir müssen jetzt einfach killen hier. Wichtig. Oh Leute, wir haben alles im Griff. Wir haben 8 Gems. Sieht gut aus.
Jetzt aufpassen. Oh, zu nah. Jetzt nicht zu nah kommen. Oh, schönes Gadget. Genau, zum Ausweichen. Ja, die haben auch ein paar Gems, aber es ist in Ordnung. Das müsste klar gehen. Jetzt hier schön reinschießen. Schöne Flächenschaden. Ausnutzen. Ich bringe den Mortar jetzt ein bisschen offensiv. Ja. Sehr schön. Gekillt. Ja, wir haben es. Die erste Runde, wir haben es schon mal im Griff. Ganz wichtig. Das ist die erste Big Box. Das ist so wichtig, ne? Wir haben erst 3 oder 4 Big Boxen geöffnet. Und wir kriegen mit jedem Sieg jetzt eine Big Box. Das ist zu krank, ey. Mortar. Haben wir. Oder? Kein Risiko eingehen. Let's go, erster Sieg. Können wir, oder? Können wir das wirklich machen? Dann machen wir es safe. Dann machen wir eine Lobby auf immer. Sehr schön. Geht das wirklich? Wo geht das? Hier, oder? Oh mein Gott, dann machen wir das. Das ist ja richtig, nein. Die einzige Regel ist, dass ihr nicht mitspielen dürft. Also, dass keine Zuschauer spielen dürfen. Jetzt können wir die Profile einfach anschauen. Oh nein. Dann müssen wir Shelly nehmen. Wir müssen Shelly wählen, weil wir dann die richtigen Teammates bekommen. Oh nein. Wir kriegen, glaube ich, nur Teammates auf 100 Trophäen. Leute, wir kriegen nur Teammates auf... Kann das sein? Ja, das ist nicht gut. Oder sind die alle auf 1300 jetzt? Nein. Oh, nee, komm. Kampflog? Waren die auch auf 1300? Nein, die nicht. Oh, ich glaube, wenn wir... Nein, Leute. Ich glaube, wenn wir suchen... Wenn wir suchen, dann kriegen wir Leute auf 1400. Kann das sein? Will ich jetzt nicht. Ich will mal Shelly aus zum Test. Aber ich glaube, wir müssen mit zufälligen Teammates. Ich glaube, wenn wir es so machen, dann kriegen wir Leute, die bei 1200 sind. Das ist natürlich sinnlos. Wir schauen noch kurz nach. Nein. Aha. Okay, aber der ist auch wieder bei 1300. Machen wir da neu. Mit Shelly kriegen wir bessere. Wir versuchen es mal. Suchen. Oh, Leute, wir brauchen erstmal ein gescheites Team. Ah, ich glaube, die meisten sind bei 1400. Ich glaube, es bringt nichts. Ich glaube, wir müssen leider wirklich mit komplett zufällig machen. Das war, glaube ich, Zufall gerade. Nee, Leute, ich glaube, wir müssen wirklich leider... Aber es ist dann auch spannender. Dann müssen wir es auf den Zufall verlassen. Leute, ja, wir müssen es so machen. Wir müssen uns auf den kompletten Zufall verlassen. Auf komplette zufällige Teammates, weil so kriegen wir nur 1400er. Und ich wurde rausgekickt. Die sind ja asozial. Gut, ich habe auch gerade immer... Egal, okay. Dann würde ich sagen, machen weiter. Penny war ziemlich nice, würde ich sagen. Wir führen 1-0. Mit dem nächsten Sieg kriegen wir direkt wieder die nächste Big Box. Ah, man kann mit dem Gadget die Super von Frank unterbrechen. Okay, wichtig zu wissen. Okay, wir haben eine Rosa. Wir haben Leon. Let's go, das war schon mal so lost. Geil. Sehr gut. Wichtiger Kill, sehr schön. So, wir platzieren den ersten Mortar. Oh, das ist eine Mine, wichtig. Aufpassen. Hab ich gar nicht gecheckt. Oh. Ja, die Penny ist ein bisschen. Die Rosa ist ein bisschen lost gerade gewesen. Ein bisschen rumgestanden. Aufpassen. Oh, jetzt nicht zu arg in die. Ja, haben wir, oder? Sehr schön, wichtig. Ich darf auch nicht so aggressiv gehen. Bitte überleb. Du darfst es hier nicht zu aggressiv gehen. Ich beschütze dich. Sehr schön. Kann ich mal Hilfe kriegen? Die ist direkt hinter mir. Oh nein, der Leon ist AFK. Egal, schaffen wir trotzdem. Das ist ein B, okay, ist in Ordnung. Bisschen defensiver, mehr nach hinten. Ich weiß es nicht, sie ist weggestorben. B überleben. Oh mein Gott, wichtig. Ich kann alle Gems holen, ich kann das Carbine. Ich hol das für uns. Oh Leute, ich habe einfach die Gems bekommen. Wie nice war das bitte? Das wäre so schwer fast geworden. Let's go, Leute. Let's go, wir haben's. Ich weiß es nicht. Alter, sie ist einfach nochmal weggestorben. Aber wir haben es geschafft. Let's go, Leute. Zweite Runde. Nächste Big Box. Ich muss echt sagen, der Aim gerade eben war ziemlich nice. Also ich muss mich halt echt konzentrieren. Ich kann jetzt auch echt mal zeigen, was in mir drin steckt. Und wir kriegen auch wieder ordentlich Erfahrungspunkte. Wichtig. Zweite Big Box. Das ist halt echt nice. Das ist so viel wert als Free-to-Play-Spieler. Wir haben am Ende ein richtig krasses Opening dann. Danke an Leonid Ormelo. Ormelo. Witziger Name. Für dein Abo. Nächste Runde. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir Star-Punkte. Und die können wir für Boxen gebrauchen. Und... Okay, wir spielen gegen Rico und spielen... Oh, das ist ein gutes Team. Und wir...
gefährlich. Ich habe ein Fass bekommen. Alle Teammates sind leider tot. Na, war vielleicht jetzt nicht so schlau, die Wände, aber ich musste. Warte ab. Jetzt hier. Sehr gut. Hab ihn. Let's go. Gut von den Teammates. So, jetzt Mortar hin. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir eine Big Box. Ja, haben wir Starpunkte, die wir einsetzen können. Oh, ich bin fast down. Gegen Station. Junge, es ist aber auch zu nice, wenn wir jetzt die Station haben. Das wird jetzt krass werden. Wollte ich am besten so schnell, es geht wieder die nächste Station, wenn es irgendwie geht. Oh, Riku, ich gehe mit Ulti rein. Aufpassen. Sehr schön, mit dem... Ach, Gadget noch eingesetzt, stark. Stark. Komm, jetzt noch die... Ja, die Station, genau. Ich glaube, das haben wir im Griff. Das sollten wir eigentlich schaffen. Countdown kommt. Ich habe ihn geprickt, sehr gut. Let's go, sollten wir eigentlich haben. Leute, das ist das 3:0. Meine Teammates waren echt solid. Also ein paar waren ein bisschen lost, aber ich hatte echt gute Teammates. Hast du schon Mates oder kann ich mitmachen? Ich habe wahrscheinlich schon Mates. Ich habe Joni und Tobi haben schon gefragt, aber trotzdem danke. Also wenn ich noch einen Mate brauche, dann hole ich dich gerne rein. Shinichi. So, 100 Star-Punkte kriegen wir. Sehr, sehr nice. Okay, weiter geht's. So, das ist wichtig. Wir haben insgesamt schon mal 500 Star-Punkte auf Free-to-Play gefarmt in den ersten 4 Tagen jetzt. Krass, ey. Leute, Phase 2 geht weiter. Tresorraub. Was sagt ihr? Was sollen wir spielen? Was sollen wir jetzt spielen? Wir können da gerade mal schnell schauen, wie hoch auch die Gegner waren. Würde mich auch mal interessieren. Die waren auf 11.000. Alter, was? Und so war krass, alle über 10.000. So, es gibt wahrscheinlich jetzt viele Vorschläge. Viele sagen Barley als Werfer. Ist eine gute Idee. Nita sagen. Ich weiß, Nita soll auch krass sein, ne? Ich glaube, Nita ist eine gute Idee. Bull wäre auch eine gute Idee, ich weiß. Aber ich glaube, Bull würde ich eher nicht spielen, weil ich da nicht so gut rankomme. Ich glaube, ich würde Nita spielen. Die meisten sagen auch Nita. Nita oder Bull. Ich würde Bull jetzt nicht spielen, persönlich. Ich bin nicht so gut mit Bull. Bull würde ich nicht. Ich bin nicht so gut mit Bull, leider. Tut mir leid. Aber ihr könnt natürlich Bull versuchen. Die Map ist halt ziemlich offen. Ja, die Map ist zu offen. Gerade in der Mitte. Ich würde Nita probieren. Na, ja, viele schreiben Nita ran. Also, jetzt sagt Nita, Barley oder Bull. Und wenn ich mich entscheiden kann, dann nehme ich Nita. Weil Bull kann ich nicht. Wie gesagt, auch wenn so viele, sorry, dass so viele Bull reinschreiben. Aber ich muss auch überlegen, was ich spielen kann. Ich, Bull bin ich nicht so gut mit. Und ich glaube, Nita kann ich besser. Deswegen machen wir Nita. Wir machen Nita und machen Hyperbär. Das ist der Angriff richtig schnell. Wir machen das. Nita. Ich kann Nita. Und Barley kann ich. Barley wäre auch gut gewesen, aber ich glaube, da würde ich eher Barley, würde ich eher Nita nehmen. Wir spielen gegen. Okay, wir spielen gegen Primo und gegen Barley. Die haben fast die Kombi. Die haben fast die perfekte Kombi. Die haben echt eine gute Kombi, ey. Ja, der ist schon ein bisschen lost reingelaufen. Sehr schön. Ja, schwierig. Ganz schwierig. Aber wir sind auch drin. Wir sind auch dran. Hab ihn. Sehr gut, wichtig. Ich habe ihn gekillt und scheinbar hatten meine Gegner hier, die Gegner hier Probleme. Jetzt kann ich hier reingehen. Ganz entspannt. Sehr gut, wichtig. Achtung, jetzt. Jetzt. Let's go. Das ist so und das, genau das ist es halt. Genau das ist es halt einfach. Leute. Der Hyperbär einfach. Nein, 15%. Ich hab ein. Nein. Oh mein Gott. Ich hab den letzten Schuss verkackt. Ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe. Ich hätte einfach Auto-M drücken müssen. Ich hätte einfach nur Auto-M drücken müssen, aber ich glaube, wir haben es trotzdem. Ich hätte nur Auto-M drücken müssen. Oh mein Gott. Ich hätte es fast verkackt. 1%. Leute, ich muss mich mehr konzentrieren. Ich hätte es fast verkackt, weil ich vergessen habe, Auto-M zu drücken. Ich bin auch so nervös gerade, ne? Kriegen wieder eine Big Box. Sehr wichtig. Dritte Big Box. Wir haben 3 Stück. Seht ihr das? Ne, seht's nicht. Seht's gar nicht. Hier, fette Backbox. Ich trinke gerade nochmal einen Schluck, bevor wir weitermachen. Aber ihr seht, Nita ist halt echt krass, ne? Also auch mit dem Gadget. Konzentrieren uns. Leute, wie gesagt, ich muss alleine spielen, ne? Ich darf mir nicht helfen lassen von euch. Das ist ja die Regel. Wir haben eine Rose und wir haben. Das ist gut.
Und prima. Ich habe die Gegner nicht angeschaut, das war lost von mir. Sehr nice. Schon mal leider getroffen, wichtig. Und die Aim extrem lost bisher, sehr gut. Ich würde vor allem die Aims ausschalten. Ja, let's go. Junge, das ist halt so nice. Let's go. Wichtig. Der hat, glaube ich, guten Schaden gemacht. Ich muss aber aufpassen und hier ausweichen. Die haben sehr viel Distanz, da muss man aufpassen. Ah, ich glaube, die Rosa läuft gerade ziemlich rein. Richtig, ich muss den Bären erstmal ausschalten. Ah, der hat die ganze Zeit seinen Bären bereit. Boah, guter Stun. Ja. Die kommen bisher überhaupt nicht an den Tresor ran. Das ist das Wichtigste. Ich komme dazu. Ne, du kriegst sie, sehr gut. Du kriegst sie. Mein Team jetzt sind echt gut, das merke ich. Ich hätte echt schon Schlechteres gesehen. Na, das war jetzt nicht drauf, egal. Ich hab den Bären gefarmt. Das sollten wir haben. 21%. Ach, Junge, Nita ist aber auch so OP, ne? Beste Wahl. Also nochmal danke für die Hilfe, ne? Prozent schaffen wir. Ich bin fast gar nicht an den Tresor gekommen, was auch nicht wichtig. Das war nicht meine Aufgabe in dem Fall. Das kann ich reingehen. So, ein Schuss reicht aus, habe ich. Oder? Keine Lags! Oh mein Gott, nein! Das darf nicht passieren. Wir dürfen auf gar keinen Fall Lags haben. Eine Sekunde, oh mein Gott. Aber wir haben eine Sekunde. Leute, danke, dass wir immer noch 1000 Zuschauer sind. Das ist aber echt zu spannend gerade, ne? Alter, wir haben einfach... Leute, wir stehen 4-0, ne? Ne, 5. Oh mein Gott, wir stehen 5-0. Wir hatten aber echt, man muss wirklich fair sein. Wir hatten echt Glück. Wir hatten gute Teammates. Unsere Gegner waren aber auch gut, muss man sagen, mit den 10.000 vorher noch am Anfang direkt. Aber wir hatten wirklich gute Teammates bisher. Ich hoffe, der Akku verkackt nicht. Wir haben noch 27%. Das kann kritisch werden. Der Akku ist ein bisschen lost irgendwie. Immer. Oh, ich glaube, ich muss ja auch echt mal ein neues Handy holen irgendwann. Auf geht's. Ey, Leute, bitte nicht anfragen. Das ist nicht erlaubt. Haben wir die richtige? Ich hoffe, wir haben die richtige aktiviert. Egal, okay. Wenn wir jetzt gewinnen, stehen wir 6-0. Proc, Nita und Bull. Auf geht's, nächste Runde. Wir haben Crow, okay. Proc, Nita und Bull. Sehr gut. Aber der... Oh, je, der Proc outplayed uns mal komplett. Fertig. Der Crow ist bisher nicht gut. Aber, war das gut? Oh, wichtig. Da habe ich schon so viel Schaden bekommen. Der Crow ist bisher ein richtiges Problem. Der ist nicht gut. Oh, Reb hat mich outplayed. Oh mein Gott, das darf nicht passieren. Er hat mich Angst. Gut, er hat mich nicht wirklich outplayed. Ich war eher lost. Nächste Ultra. Ich habe Angst, mein Bären jetzt bereit. Den werde ich auch reinbringen gleich. Wichtig, wir müssen jetzt killen. Ach, Junge, der Crow ist echt das Problem. Der ist halt nicht so. Der ist halt auch einfach nicht gut in dem Modus, ne? Das ist eher das Problem. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber das Problem ist eher, dass Crow einfach nicht gut in dem Modus ist. Ach, shit. Nächster Bär. Ja, oh nee, das ist nicht gut. Die nehmen uns komplett Tops, aber. Ich bin auch nicht gut bisher. Das liegt auch wirklich an den Teammates in dem Fall. Ich versuch's halt echt. Ich kill auch die ganze Zeit die Leute weg, aber es bringt halt nichts, ne? Das ist echt krass. Lass mal offensiv gehen jetzt. Sehr gut. Wir sind jetzt mal in Überzahl, das ist wichtig. Aber die gehen auch gar nicht rein so richtig, ne? Oh mein Gott, nein. Jetzt kommt Nita. Wichtig, ich hab gekillt. Und ich gewinne die ganze Zeit 1 gegen 1, aber es bringt nichts. Der Core ist wieder down. Die machen halt auch irgendwie nichts, ne? Ich weiß auch nicht. Gibt's da gar nicht. Das war's, glaube ich. Müssen noch verteidigen. Bitte, Crow, du musst was machen dagegen. Du musst ihn killen. Sehr schön. 68%. Die Runde wird ganz schwierig werden. Ich denke, wir verlieren das. Ja, jetzt müssen wir eigentlich auch rein. Das war's. Wir verlieren zum ersten Mal. Also, das war eine ganz schwere Runde. Aber
Ich fand meine Teammates gar nicht mal so schlecht, aber sie waren schon schlecht. Wir haben das erste Mal verloren, aber wir stehen trotzdem 5-1. Das ist trotzdem gut. Ich will ganz kurz wissen, wie gut meine Teammates waren. Ja, hat man halt schon gemerkt, ne? Direkt das erste Mal hat man sofort gemerkt. 2700? Was? Also jetzt no front an den Crow. Aber den fand ich am schlechtesten, oder? Chat. Oder fandet ihr nicht? Der ist direkt am Anfang auch als erster weggestorben und ist viel zu nah rangelaufen. Mein Teammate, meine Gegner, ja, 10.000. Geht eigentlich. Ganz ehrlich, 16.000. Klar, der Primo war schlecht, der war auch bei 2700. Aber der Crow war richtig schlecht. Ist egal, wir machen weiter, nächste Runde. Der Crow war einfach auch mit Schuld. Danke an für das Abo gerade. Ja, Mr. P, wir haben Dynamite, wir haben Bull und ich habe auch einen Dynamite und einen Proc. Uns fehlt der Tank. Wir müssen es gewinnen. Der hat vielleicht auch Legs gehabt, weiß man natürlich auch nicht, ne? Vielleicht. Oh mein Gott. Ich will jetzt nichts sagen, weil der erste ist schon direkt tot von uns. Das ist nicht nice. Der Proc ist halt wieder instant down gewesen. Ah, der Bull ist aber auch lost gewesen hier. Und wir haben schon mal Schaden gemacht. Der Dynamite macht Schaden, glaube ich gerade. Ja, komm. Let's go. Der ist down. Jetzt. Ja, wir knacken die gerade jetzt schon. Wir knacken die jetzt schon. Sehr gut, das war guter Schaden. 41%, Angst hat sein Gadget noch eingesetzt. Junge, der Dynamic ist, glaube ich, echt gerade gut. Junge, der Stun war zu nice. Das Gadget ist halt so OP manchmal. So, wir können jetzt direkt reingehen. Ja, wieder Stun, genau. Sehr nice, stark. Ich kann reingehen, das war's. Let's go! Yes! Leute. Wie viel Prozent geht der Akku? Der Akku geht immer noch runter. Der Akku ist echt lost. Ich weiß auch nicht, ey. 200 Star-Punkte kriegen wir. Ich muss mir echt mal ein neues Handy, glaube ich, kaufen, auch wenn es teuer ist. 200 Star-Punkte. Wir sind in der nächsten Phase. Verlagerung. Oh mein Gott, ey. Es kann sein, dass mein Handy zwischendrin mal aufladen muss, ganz kurz. Das ist natürlich kacke, aber was soll ich halt machen? Also halt ausschalten oder so. Belagerung. Belagerung als nächstes. 3 gegen 3. Auf geht's. Wen sollen wir wählen? Chat. Ich würde Rosa wählen. Rosa oder Barley, oder? Was sagt ihr, wenn ich so drüber nachdenke? Eigentlich Rosa, oder? Belagerung. Wir stehen 6-1. Das ist übel nice. Jeder Sieg ist eine Big Box. Oder Barley, ja. Ich glaube, ich würde... Schaut mal rein. Ist Rosa für euch in Ordnung? Barley ist das Problem. Barley ist krass, ich weiß, aber... Barley ist das Problem, dass wir nicht carryen können, so krass wie mit Rosa, würde ich sagen. Also ja, okay, viele schreiben auch Rosa rein, ja. Ja, gut, ganz viele schreiben Rosa rein. Gut, wenn ihr mir zustimmt, ist es super. Ich will halt nur nicht, dass ich jetzt irgendwas wähle, was ihr nicht möchtet. Ich würde sagen, wir haben halt keine Büsche, ne? Leider. Doch, wir haben ein paar Büsche. Ich würde sagen, welches da, Paul? Ich glaube, wir gehen über außen ein bisschen. Wir lassen die Busch da, Paul. Die ist halt so OP. Let's go. Wir stehen 6-1. Auf geht's. Okay, wir haben Max, Piper und Jesse. Es geht klar. Max, Piper, Jesse. Ich kann da Büsche wachsen lassen. Stimmt ja, wie nice. Mach ich direkt. Büsche wachsen lassen. Ah, die haben die Reihenfolge geändert. Fällt mir jetzt erst auf. Die haben einfach die Reihenfolge geändert. Das war normalerweise früher immer das letzte. Belagerung. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Sehr schön, wichtiger Kill. So, wir haben den ersten Bot und können reingehen. Ich würde reingehen. Let's go! Oh mein Gott! Leute, wir stehen einfach mal 7-1, nur mit random Teammates. Das ist echt krass. Wieder 10 Big Box Marken. Damit haben wir insgesamt die 5. Big Box. Nächste Runde. Ich glaube, Rosa ist echt gut. Allerdings meine Teammates waren übel nice. Aber Rosa mit der Star Power, mit dem Gadget halt übel krass, ne? Okay, wir haben Jackie. Oh, deine Teammates Crow. Oh mein Gott, Crow und Barley finde ich jetzt nicht so gut. Oh mein Gott, wir sind einfach reingelaufen. Ich bin einfach richtig lost. Ich weiß es nicht. Ja, okay. Schlecht. Einfach schlecht. Ganz ruhig.
Schade. Gute Ult. Wichtig. Ganz wichtig. So. Oh mein Gott, ich hab sie noch gekillt. Wichtig. Sie hochheilen. Es geht in Ordnung. Da ist auch der Mortar. Die müssen wir ausschalten. Das war schön. Das war richtig schön. Let's go. Gadget habe ich vergessen. Yep. Das geht in Ordnung. Oh mein Gott, habe ich das. Ah, nein! Egal, wir haben einige. Wir haben 7 Schrauben. Wir haben mehr Schrauben als sie. Wir haben richtig viele Schrauben gesammelt. Sehr gut. Wir haben nochmal einen Kill bekommen, leider. Ich hätte einen Dieter killen sollen, das war ein Fehler von mir. Ah, wir sind gerade relativ allein, leider. Ich muss sie am besten ausschalten, wenn es irgendwie geht. Ich hab sie, sehr schön. Jetzt rein. Ich bin eh down, ich bin down, aber ist nicht schlimm. Was, wie viel Schaden haben wir abbekommen? Oh mein Gott, wir müssen die nächste Runde gewinnen. Nächste Belagerung müssen wir holen, ansonsten haben wir verloren. Nächste Belagerung brauchen wir. Ich muss sie killen. Ich hab's nicht ganz gekillt, Kacke. Nein. Richtig. Oh mein Gott. Wenn wir die kriegen, haben wir gewonnen. Wenn wir die nicht kriegen, haben wir verloren. Oh mein Gott, der Mord auf der Penny, glaube ich, kann es sein. Hast du? Wir müssen defensiv bleiben, 20%. Schaffen wir normalerweise. Let's go. Jetzt rein. Einfach rein. Let's go. Oh mein Gott, wir gewinnen gerade jede Runde. Ich weiß nicht. Meine Teams sind aber auch echt solide. Die sehen nicht total kacke. Die sind gut. Die sind in Ordnung. Teilweise sind sie auch manchmal schlecht, aber die sind gut. Wir kriegen sogar noch Markenverdoppler. Wie nice. Oh mein Gott. Wir kriegen jetzt sogar die nächste. Wir kriegen sogar gleich eine normale Box. Wir haben einfach... Oh, 6. 6 Big Boxen. Ich weiß es nicht. Das ist so viel für mich. Wir machen direkt weiter. Oh mein Gott, let's go. Alter, wenn wir jetzt gewinnen, haben wir 9 Siege. Das wäre zu krank. Ja, das ist eine Rosa, okay. Sehr gut, wichtiger Killer. Oh, da hinten geht's leider auch zur Sache. Sehr gut, aber ich kann die eigentlich killen, oder? Wir haben die Kontrolle, das ist das Wichtigste. Noch nicht ganz bekommen. Ah, es war unnötig, da wegzusterben, ehrlich gesagt. Das ärgert mich. Die erste Belagerung. Wir machen gerade Schaden von irgendwas, ich weiß gar nicht woher. War das die Kaugummiblase irgendwie? Wahrscheinlich. Sehr schön, oh mein Gott. Die Teammates sind zu gut. Ich weiß es nicht, was habe ich für Lack gerade? Ich habe normalerweise immer Kack-Teammates, aber die sind gut. Die sind richtig gut einfach, ich weiß es nicht. Ich geh rein. Oh mein Gott, was sind das für Teammates? Ich weiß es nicht, wie gut. Wir gewinnen instant. 300 Star-Punkte. Kriege ich vielleicht bessere Teammates, weil ich schlechte Trophäen habe? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt 1000 Star-Punkte. Ich glaube, ich kriege bessere Teammates, weil es sich an den Trophäen sortiert. Und wir haben nur 1400 Trophäen. Wir werden als total schlecht sortiert, obwohl ich ja auf dem Hauptaccount 18.000 habe. Deswegen wahrscheinlich, ne? Das muss die Erklärung sein. Schaut mal auf die Trophäen. Ja. Ah, oh mein Gott. Wir kriegen, Alter, immer einen 18.000er und dann einen, der nicht so viele Trophäen hat. Oh mein Gott, es sortiert sich an den Trophäen. Das ist der Vorteil. Leute, es geht weiter. Kopfgeldjagd. Chat rein. Wie viel Prozent? Das sinkt weiter, 23. Ich will halt auch noch auf dem Hauptaccount spielen gleich, deswegen. Nee, nicht Shelly auf der Map. Das ist Tanz, oder? Oder Rosa sogar. Oder Rosa wegen den Büschen. Sollen wir wieder Rosa spielen? Also meine Vorschläge wären... Jesse, Penny, Brock oder Rosa? Ich glaube, Rosa ist gar nicht mal so schlecht wegen den Büschen. Leute, ihr müsst schon darauf achten, was wir haben. Wir sind komplett free to play, wir haben nur 10 Brawler. Wir haben nicht Piper. Die meisten sagen Brock. Ich halte mich an das, was ihr sagt. Ich halte mich daran. Die meisten sagen Brock. Ich halte mich daran.
Ich vertraue es. Ich weiß, dass Bock gut ist, ich kann halt nicht so gut spielen, deswegen. Also wenn es nicht klappt, können wir Rosa wählen, weil ich mit Rosa halt einfach sicherer bin. Wir nehmen das da. Okay. Alter, wir haben schon so viel geschafft, ne? Wir haben einfach jetzt schon 6 Big Boxen erfarmt. Zu krass. Leute, an der Stelle, wenn ihr neu dabei seid, ne, gerne abonnieren. Alle neuen Abonnenten werden oben rechts eingeblendet. Ich würde mich sehr freuen. Danke schon mal auf jeden Fall für den Support. Wahnsinn, auch über 3000 Likes. So, auf geht's, nächste Runde. Let's go. 9 Siege haben wir. Ja, okay, wir spielen nur gegen Distanzkämpfer. Croc, B, Piper. Na, ah, wir haben eine Shelly, die nicht so gut. Das war zu aggressiv, egal. Wir haben halt 2 Nahkämpfer bekommen. Ob ich das feiere? Ich weiß nicht. Der Ball ist in Ordnung. Sehr wichtiger Kill, sehr schön. Die Shelly ist halt das Problem, das ist halt echt nicht so nice. Sehr wichtig. Kriegst du? Alter, wie lost war das bitte? Aber ich bin reingelaufen. Ich bin einfach, ich sag noch lost und lauf rein. Richtig dumm. Gute Ult. Das war eigentlich lost zum Proc da reinzulaufen. Schade. Müsste ich kriegen. Ja. Oh, was? Ich will, ist egal. Alles gut. Ich habe 2 Kills, glaube ich, bisher gemacht, oder? Ich weiß gar nicht. Oh, ich glaube, die Shelly wird. Ja. Schade. Gut, kann ich ausweichen. Meine Ults sind. Oh, schlecht. Und jetzt kontrollieren die halt das Spielfeld, ne? Das ist halt das Problem. Shelly, geh rein, geh rein, geh rein. Schade. Hab ich. Gut, Games. 18 zu 15, wir können es holen. Ich mach Backup. Jetzt pass auf. Jetzt. Let's go, Doppelkill. Das habe ich gebraucht. Habe ich. Oh mein Gott, let's go. Alter, jetzt habe ich aber schon gecarried. Zu 70. Ich darf jetzt nur nicht wegsterben. Das kann jetzt eigentlich nichts schief gehen. Boah, schöne Rolle nochmal. Alter, ich habe ja so gecarried am Ende. Wie geil war das denn? Yes. Ich glaube, ich werde schon besser langsam. Oder man kann schauen, wie gut die Gegner waren. Leute, wir stehen 10-1. Free-to-play. Das kann nicht wahr sein. Und wir kriegen sogar noch 40 Marken durch den Markenverdoppler. Kampflok. Wie gut waren die? Okay, 3400. Aber 15.000 und... Okay, na, die Gegner waren schlecht. Die Gegner waren schlecht, wir hatten wirklich Schlag. Aber die B war wirklich nicht so gut, ne? Und wir haben schon krass outplayed. Aber klar, logisch, ne? Bei den Gegnern. Leute, wir können 15 Siege schaffen. Das ist zu krank. Wir stehen 10 zu 1. Weiter. Okay, wir haben eine Jackie, eine Piper und einen Brock. Und wir haben 2 Distanz. Oh, sehr gut. Sehr schön stark. So, 2 zu 1 schon mal. Die Jackie kann halt ein Problem werden. Bitte nicht so aggressiv rein. Ah, oh mein Gott. Junge, 10, habt ihr das gesehen? 10 AP. Ich fasse es nicht. Sie müssen hier ein bisschen von den Büschen fernbleiben. Müssen wir aufpassen. Oh mein Gott, da kommt sie. Alter, wichtig. Wichtiges Gadget. Ich habe mich immer retten können, aber es wird jetzt echt schwierig werden. Oh mein Gott, 9, ich habe mich aufgepasst. 9 AP. Alter, jetzt habe ich aber auch Luck gehabt. 5 zu 6 gegen uns bisher, aber es ist völlig offen. Der Rico ist ein Problem bisher. Und die Piper ist ziemlich krass. Junge, die Piper macht alles nass hier. Schlechte Ult. Shit. Das war unlucky. Habe ich, oder? Nein! Oh, ich bin zu offen. Ich fühle aber knapp. Oh mein Gott, 2019. Was ist das für ein Match? Ich bin nicht gut bisher. Die Runde ist mal wirklich nicht gut von mir. Boah, 2019. Ich muss aber einen Kill machen, sonst ist es echt eine Kackrunde von mir. Oh, knapp. Nein, jetzt nicht rein. Oh mein Gott, nein.
Die Piper von denen ist das Problem, die müssen wir noch killen. 2024. Wir können es noch holen. Oh mein Gott, nein, ich bin reingelaufen. Die Runde war echt bad von mir. Gerade eben noch so gecarried und jetzt so eine Kackrunde. Die hätten wir gut holen können. Wenn ich da gut gespielt hätte, hätten wir die geholt, ganz ehrlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bitte. Nein. Lass uns gewinnen. Nein. Wir hätten easy gewinnen können. 30 zu 38. Das war so eine schlechte Runde von mir. Die hätten wir locker gewinnen können. Schade. Egal. Zweite Niederlage. Das war wirklich mein Fehler. Das war richtig schlecht. Nächste Runde. Ihr merkt halt wirklich, dass ich nicht so gut mit Brock bin, ne? Wir haben einen Sprout. Die haben auch einen Sprout, einen Bow und auch einen Brock. Okay, fast dasselbe. Let's go. Ich glaube, Sprout kann ganz recht wichtig werden. Mit seinem Distanzschaden. Kannst du jetzt beide meine beiden Teammates sind erstmal down? Oh Gott. Beide Teammates down, kacke. Nein. Nein. Ja. Batterie. War es ein Start? 1 zu 6. Das sieht gar nicht gut aus. Oh mein Gott. Okay, diesmal sind wir wirklich überfordert. Ich kann wirklich mich nicht beschweren. Ich war gerade eben auch nicht gut gespielt. Aber das ist echt krass bisher. Okay, 4 zu 12. Ulti. Vielleicht treffe ich. Ja, nee, keine gute Ulti. Ich habe ihn gekillt. Wichtiger Kill. Gab 5 Sterne. Aber trotzdem. Dafür bin ich down gegangen. Kacke. 2014. Trotzdem wieder ein wichtiger Kill. Wir sind nicht down. Wir sind nicht. Ah, oh, sieht aber schwierig aus. Der Sprout stirbt halt echt zu oft weg, ne? Hab ich getroffen? Nee, ich bin lost. Oh, die Mine. Junge, Pause war auch echt OP auf der Map, ne? Alter, nein. Komm jetzt. Sehr gut, Kill. 21-7. Oh, das können wir noch holen. 21-27. Irgendwie, komm. Jetzt kill den Bow. Nee, ist nicht gut. Komm, Jesse, ein Hit. Nein, das wird er überlebt. Wie hat er überlebt? Ich fasse es nicht. Das sieht gar nicht gut aus. Das war's wahrscheinlich. Ich aim aber auch echt schlecht gerade. Ne, das war's. 23-34, das tut weh. Ich fasse es nicht. Es sah so gut aus und jetzt, die letzten Runden, es war echt... Es lag jetzt nicht unbedingt an Brock. Ich bin aber auch schlecht mit Brock. Ich bin wirklich schlecht mit Brock. Das war nicht gut gespielt. Wir stehen damit leider mit dem Rücken zur Wand. 10 zu 3. Wir standen gerade eben noch 10-1. Ich fasse es nicht. Es sah so gut aus. Oder 11 zu 3. Sogar 11 sind jetzt 10. 10 Sieger. Ich würde eigentlich dabei bleiben. Eigentlich ist Brock wirklich gut. Wir bleiben dabei. Wir müssen es hoffen. Jeder Sieg ist eine Big Box. Bitte. Na, tut weh, ich weiß. Aber komm, wir schaffen es jetzt. Ems, okay, mal schauen. Ja, moin. Leute, das ist eigentlich auch einfach bad von mir. Was ist das denn gewesen? Das kann ich euch nicht beschweren. Da muss man mich ja eher carryen als ich die Gegner. Ich hab immer ihn getroffen. Ja, der Werfer tut halt auch echt weh, muss man sagen. Oh mein Gott. Hat die geholt? Ja, hat sie. Kacke. Aber 71 HP. Ich hab echt Lack gehabt immer. Oh, Junge, aber die Runde will ich echt verkacken bisher. Die Piper wieder. Ich hab sie getroffen. Wichtig. Komm, 7 zu 9. Die Ems ist auch gut. Das können wir schaffen. Das ist echt ein gutes Team bisher. Oh, die darf nicht wegsterben. Kacke, was macht denn die Piper da? Ja, ist weggestorben natürlich. Da war sie echt zu aggressiv. Was? Ich hab sie getroffen. 5 Sterne! Oh mein Gott. Let's go, jetzt die Ult rein. Oh mein Gott, jetzt kill ich alle. Das war jetzt echt gut von mir, aber jetzt sind alle anderen weggestorben dafür wieder. 16, 16, 16, 18. Was ist denn jetzt los? Jetzt hab ich die ganzen Kills gemacht, aber meine Teammates sterben plötzlich weg. Kacke. 16, 18. Wir müssen halt irgendwie den Proc killen, wenn es geht. Team, jetzt, ihr müsst was machen. Wir liegen... Nein. Oh mein Gott, nein. Also diesmal lag es wirklich nicht an mir. Ich brauche meine Ult. Ich brauche irgendwie meine Ult. Ich komme hier nicht raus.
Nein, Piper, mach es nicht, mach es nicht. 8 Sekunden. Nee. Oh mein Gott. Nein! Was? Wir sind einfach raus. Ich muss ehrlicherweise sagen, die random Teammates waren gar nicht mal so schlecht, aber es war, die letzte Runde war schon schwierig, ich fasse es nicht. Ich will gerade nochmal wissen. 20.000. Was? Ja, was? Nein. Wer macht dieses Matchmaking? Alle drei Gegner haben 20.000 Trophäen gehabt. Danke, Supercell. Ich weiß nicht, was ich dazu sage. Davor? 17.000. 23.000. Ja, was? Hä? Ja, das ist ja kein Wunder, dass wir ausscheiden. Jetzt verstehe ich es auch erst. Ich dachte, ich wäre nur schlecht gewesen. Okay, da waren die nicht ganz so gut. Okay. Da wäre es wirklich machbar gewesen. Die Runde habe ich auch echt verkackt. Die erste Runde habe ich verkackt. Wir kriegen 20.000er Gegner ab. Wer denkt sich dieses Matchmaking aus? Ich bin doch free to play. 1000 Trophäen. Wieso krieg ich denn solche Leute gematcht? Das ist ja richtig krass. Okay, das scheint echt völlig zufällig zu sein. Alter. Warum hast du nicht Rosa genommen? Ja, das wäre eine Katastrophe geworden mit Rosa. Nur gegen Distanzkämpfer. Alter, also, wenn sich das Matchmaking ausgedacht hat, weiß ich nicht. Egal. So, wir kommen jetzt noch zum Abschluss, zum Opening. Auf geht's. Wir haben jetzt dafür 7 Big Boxen angefarmt. Das ist natürlich heftig. Let's go. Die öffnen wir gerade alle. Das ist das größte Opening, was wir jemals hatten auf dem Free-to-Play-Account. Ich rück hier gerade ein bisschen zur Seite. Ey, ich will jetzt wenigstens einen neuen Brawler. Das entspricht 2 Megaboxen. Das ist so heftig. Das ist ein Abschnitt. Wir haben, glaube ich, wir öffnen jetzt so viele Boxen. So viel haben wir in 3 Tagen bisher nicht geöffnet. Bitte wenigstens ein neuer Brawler kommen. Erste Big Box. Go. 3 verbleibende. Jesse. Und vor allem, genau, Shelly. Sehr gut. Barley, dass wir die upgraden können. 12 Juwelen. Sehr nice. Nächste Big Box. 3 verbleibende. Nita, Colt, Barley. Markenverdoppler. Das ist so wichtig. Nächste Box. Wir haben auch trotzdem sehr viel ausspielt. 3. Wieder nichts Neues. Shelly upgrade. Sehr nice. Können wir gleich auch alles upgraden. Nächste Big Box, 2 verbleibende, Shelly. Barley, richtig krank. Komm, 3. Ich will einen neuen Brawler. Komm, das sind 7 Big Boxen. Wir können alles ziehen. Wir haben nur einen Super Selten und 2 Seltene gezogen bisher. Bitte, ey, es kann nicht sein, ey. Wir haben so viel Pech gehabt bisher. Komm jetzt, letzte Big Box, bitte. Go. Ist nix, oder? Oh mein Gott, wir kriegen nichts. Markenverdoppler. Wir haben zumindest eine ganze Menge Markenverdoppler jetzt bekommen. Wir machen doch noch ein paar Upgrades, aber wir haben. Gut, wir haben Penny Power 3, das ist nice. Wir haben auch Barley jetzt Power 5. Also die Level sind halt krass, ne? Power 3 hier, Shelly auch ein Level hoch. Das heißt, dann müssen wir morgen auf jeden Fall versuchen, Big Boxen zu farmen. Kriegen hier Powerpunkte. Und bei 2000 Trophäen kriegen wir Dynamike. Das ist halt auch nice. Aber kein neuer Brawler. Das ist enttäuschend. Aber noch eine Big Box, nee, 2 Big Box Marken für die nächste Truhe. Für die nächste Box. Okay, wir gehen auf den Hauptaccount. Jetzt wird getryhardet. Wir holen uns jetzt die 15 Siege noch. Auf geht's. Jetzt wird nochmal getryhardet auf dem Hauptaccount. Oder auf dem zweiten Account. Da können wir vielleicht sogar. Naja, auf dem Hauptaccount. Da will ich die 15 Siege jetzt. Entweder in 45 Minuten oder ich kann gar nicht. Jetzt nicht mehr, sorry. Wie jetzt nicht mehr? Ich hatte aber eigentlich. Okay, kein Problem, Joni. Aber ich hatte. Also, wenn du mich fragst, ob du mitspielen möchtest. Und ich dir sage, ich spiele zuerst auf dem Free-to-Play-Account. Das ist kritisch. Dann würde ich sagen, dann machen wir die Championship-Herausforderung jetzt nicht nochmal. Dann pushen wir jetzt auf 1500 Trophäen, oder? Machen wir das jetzt. Weil das Ding ist, das bringt uns jetzt eh nicht voran. Also wenn ich jetzt Frost gehabt hätte, hätte ich das jetzt gemacht. Aber ich glaube, Tobi ist gerade auch nicht da. Dann lassen wir das jetzt lieber. Und machen jetzt noch die 1500 Trophäen voll, okay? 1500 Trophäen jetzt noch voll auf dem Free-to-Play-Account. Let's go. Dann hätten wir nämlich morgen noch 500 Trophäen zu farmen. Und dann kriegen wir auch Powerpunkte nochmal. Die will ich auch nochmal bekommen, okay? Dann machen wir das gerade. Leute, ihr könnt euch jetzt noch einen Brawler aussuchen, den wir pushen sollen. Let's go. Aber wir haben auch schon lange genug gestreamt. Das wird auch sonst. Ich habe jetzt schon fast 3 Stunden gestreamt, ne? Aber trotzdem, mega nicer Stream. Achso, Tobi ist da. Tobi ist da. Achso, ich dachte, Tobi ist nicht da. Ja, wenn du Bock hast, Tobi, können wir dann doch noch. Ah, Joni fällt halt aus. Ich weiß nicht, wie du Bock hast. Wir könnten natürlich auch gerne. Sollen wir. Ich weiß nicht, ich überlege gerade, weil es jetzt schon ziemlich spät ist. Kevin?
Okay, Tobi, ich glaube, wir machen mal Planänderungen. Also ich habe jetzt gerade eben schon die Championship-Herausforderung Free-to-Play gespielt. Ich wollte es eigentlich... Ich glaube, wir könnten natürlich trotzdem spielen, aber ich glaube, jetzt habe ich irgendwie nicht mehr so Bock, jetzt nochmal zu dritt zu spielen. Wenn es auch Joni ausfällt. Lass machen, können wir mit einem Zuschauer. Ja, wir könnten... Okay, Chat, lass mal Chat entscheiden. Aber mir ist es auch eigentlich zu spät, muss ich sagen. Das ist eher das Ding. Weil das dauert nochmal 15 Siege, das dauert nochmal locker 40 Minuten oder so, ja. Nee, ich glaube, es ist mir zu spät heute, tut mir leid, es ist schon fast 11 Uhr halt wirklich. Und nee, ich glaube, ich will jetzt lieber so. Ich glaube, ich will jetzt lieber noch auf die 1500 pushen. Dann pushen wir auf 1500, würde ich sagen, gerade. Also tut mir jetzt leid, aber mir ist es echt zu spät und ja, das ist mir jetzt zu spät. Wir machen jetzt, wir pushen auch auf 1500, würde ich sagen, dann jetzt schnell. Und viele wollten, dass wir Kevin pushen. Okay, machen wir gerade. Let's go. Gerne auch in den Chat schreiben, wen wir pushen sollen. Was ist mit mir? Ja, sorry, wie gesagt, ich weiß nicht, es geht jetzt eher darum, ich hätte auch so pushen können. Ich hätte auch mit Marvin oder Tobi noch pushen können, aber ich glaube, ich will jetzt eher jetzt noch auf 1500 versuchen. Oh mein Gott. Ich bin übel los, kann das sein? Nein, der ist reingelockt. Alter, ich sterbe einfach noch weg und dann, oh mein Gott, egal. Das war lost. Sag bitte, wann das Update ist. Das weiß ich gar nicht, wann das Update ist. Keine Ahnung. Das Update kommt wahrscheinlich dann nächste Woche, denke ich. Mal schauen. Wir müssen auch die eine Big Box Marke dann gleich holen. Dann holen wir noch gleich die eine Big Box Marke Schnitt ab. Wir brauchen nämlich noch eine Big Box Marke. Brauchen wir noch für... von Jam Crypt können wir es noch abholen. Und dann würde ich sagen, werden wir auf jeden Fall dann wieder morgen um 8 Uhr streamen, würde ich vorschlagen. Ich muss schauen, ob ich das schaffe, aber eigentlich... Also eigentlich kann ich das gut schaffen. Oh, das kann nice werden. Let's go, kriegen wir. Ey, mein Team ist schon mal ziemlich nice bisher. Und dann können wir morgen um 8 Uhr wieder spielen, würde ich sagen. Oh mein Gott, Heal. Stimmt, ich bin ein Heal. Ich vergesse immer, dass ich Heal habe mit Poco. Poco? Genau. Poco, sehr gut. Ah, die Rosa kann ein bisschen gefährlich werden, das sollten wir eigentlich schaffen. Sehr gut, genau. Jetzt hier den Cold dodgen. Aber wir sollten morgen auf jeden Fall mal wieder einen neuen Brawler dann aus dem, eigentlich im Opening ziehen. Ich weiß auch nicht, also... Weil das Ding ist, also dass wir halt wirklich aus 7 Big Boxen nichts ziehen. Und wir haben halt echt nur den super selten bisher gezogen und... Ist eigentlich krass, ne? Also let's go, direkt Showdown, 14 Cubes, sehr nice. Alles gut, ja, sorry nochmal. Danke nochmal für das Abo gerade. Weil es wird halt echt zu spät sonst. Und ich will halt auch 1500 Trophäen auch erreichen eigentlich, deswegen... Und ich weiß gar nicht, ob es so viel länger dauert, aber ich glaube, 60 Trophäen können wir relativ schnell pushen, irgendwie so in... Wir können gleich nochmal Brawlball spielen, würde ich vorschlagen, das geht am schnellsten. Chat gerne mal aussuchen, welchen Brawler sollen wir noch pushen? Welchen Brawler sollen wir noch pushen? Machen gleich nochmal eine Runde Jamcap, würde ich sagen, oder nochmal Brawlball? Junge, wo ist der letzte Team? Oh nein, ich hasse es. Junge, wo bist du? Oh mein Gott. Ich hasse diese Team. Ich hasse es so sehr. Die bleibt vor allem neben der Box einfach stehen, ich fasse es nicht, ey. Krass. Sehr schön, 10 Trophäen dazu. Würde ich sagen, jetzt erstmal wieder Juwelenjagd. Machen erstmal noch eine Runde mit Poco. Dann haben wir die nächste, also mit Kevin, dann haben wir die nächste Runde geschafft. Und gerne kannst du mal aussuchen, wen wir als nächstes spielen sollen. Wir haben 10 Brawler auf jeden Fall. Was passiert mit dem Meilenstein-Brawler? Weiß ich gar nicht, was du meinst. Was passiert damit? Hä? Was passiert mit dem Meilenstein? Was meinst du? Verstehe ich gerade nicht. Okay, schwierig. Ja, das kann Eis werden. Nein. Ja, komm, den krieg ich. Den Karl. Ja, komm. Let's go. Hab ich. Ja. Aber der Stream morgen wird dann richtig heftig. Also, wir beginnen dann morgen um 8 Uhr. Wir beginnen dann morgen um 8 Uhr. Und. Werden dann versuchen, von 1500 auf 2000 Trophäen. Oh mein Gott, ich hab den Heal verkackt. Von 1500 auf 2000 Trophäen zu pushen. Und das wird dann ein ziemlich langer Stream werden, plus wir können Big Boxen farmen. Wir haben auch Big Boxen auf dem Trophäenpfad ordentlich. Also da werden wir eine ganze Menge erreichen können und dann hoffentlich morgen endlich einen richtigen Brawler ziehen. Also vielleicht mal einen epischen oder einen super seltenen, einen weiteren seltenen, irgendwas ziehen einfach. Und dann natürlich vor allem auch die 2000 Trophäen voll machen. Heal. Haben wir. Let's go, Leute. Sehr schön. So, können wir schon wieder in die nächste Marke? Das ist wichtig. Und. Reicht. Ah, wieder Counter. Sekunde mal. Wir haben noch lange nicht gewonnen hier.
Sehr schön. Ich habe ihn hier wieder bereit, komm. Danke übrigens auch für 3247 Likes, das ist echt Wahnsinn. Alter, kranker Stream wirklich, vielen Dank euch. Let's go, sehr nice. Aber ich ärgere mich noch ein bisschen darüber, dass wir 10 zu 1 standen und dann verkackt haben. Das ist schon ärgerlich, ne? Aber naja. So, Rangaufstieg wieder, sehr wichtig. So, let's go. Kriegen wir dann Münzen. Und wen wollt ihr als nächstes sehen? Wen sollen wir pushen? Ich kann schon mal irgendwen auswählen. Mach mal nach Trophäen, würde ich sagen. Ich mache jetzt einfach mal eine Runde mit Rosa, wenn es für euch in Ordnung ist. Kann man Chat, wen sollen wir pushen als nächstes noch? Mit wen sollen wir pushen noch? Wir wollen auch gerade die 1500 Trophäen erreichen. Das sind noch ein paar Runden auf jeden Fall. Wen sollen wir pushen? Gerade in den Chat schreiben, bitte. Oh, aufpassen, das wäre nicht so nice. Oh, okay, ich bin lost. Lost. Penny, Rosa, Penny, Boxer. Ich schau gleich. Ich muss erstmal gerade wieder ein bisschen... kritisch. Lol, ich hab den Ball weggeultet. Das wollte ich natürlich eigentlich nicht. Stopp mal, was machen eigentlich meine Teammates gerade? Hat der Rico irgendwas gemacht? Ich weiß es nicht. Oh Gott, das wird schwierig werden. Also die Runde wird ja richtig hässlich werden. Ja. Ah, wobei. Schild. Hilf mir bitte. Kann es sein, dass der Rico überhaupt nicht trifft? Kein einziges Mal gefühlt. Schild. Junge, das ist aber auch echt... Ich habe Probleme mit dem Primo, ey. Alter, die Runde ist sau schwierig. Wir dürfen es nicht verlieren. Das wäre richtig unlucky. Komm jetzt, bitte mach jetzt kein Eigentor oder so. Oh, ich hasse ihn. Ey, was ist das denn für eine? Wo bin ich übrigens auch lost gewesen? Okay, gut. Das war jetzt auch nicht gerade gut von mir. Oh mein Gott, lost. Ich glaube, es wird leider das Gegentor werden. Leute, 0 zu 2 einfach. Was war das denn für eine Runde? Wir sind auf 140 Trophäen, verlieren 0-2. Wie viel Akku haben wir denn noch? Na, 15%. Hoffentlich reicht es noch. Na komm, einfach direkt nächste Runde. Let's go. Wir kriegen vielleicht auch noch eine Box, wenn es gut läuft. Mal schauen. Aber vor allem, weil ich halt 1500. Wie kriegen wir 1500 Trophäen? Kriegen wir einfach nochmal 50 Powerpunkte. Das ist halt nochmal wichtig. Da können wir uns schon mal gleich überlegen, für welchen Brawler wir die Powerpunkte verwenden wollen. Weil das ist halt echt wichtig. So, kommen wir jetzt gleich in den Bull. Easy distracten. Sehr schön. So, jetzt aber komm. Einfach direkt 1-0. Junge, was ist das denn wieder für einer? Er kann einfach reinlaufen und macht... Danke. Alter, wenn ich das nicht... Wenn ich da gerade nicht gestanden wäre, das wäre hässlich geworden. Oh Mann. Ulti aktivieren. Und am besten noch den Bull ausschalten. Ja. Das war stark. Schön. Gut vom Mr. Pima gemacht auf jeden Fall. Sehr schön. Wen sollten wir spielen? Viele wollen Penny sehen. Ganz viele wollen Penny sehen. Dann würde ich sagen, machen wir gerade noch Rosa fertig auf die nächste Stufe. Und dann machen wir Penny, okay? Machen wir es so. Dann machen wir jetzt zuerst Rosa. Wir machen gerade noch eine Runde im Brawl Ball. Dann machen wir eine Runde noch mit Rosa in Showdown. Und dann machen wir Penny. Penny, welchen Modus? Brawl Ball oder gerne auch was anderes? Oh, Rip. Den muss ich, glaube ich, auch killen. Ah, wir haben einen Jean im Team. Auch interessant. Oh, saustarke Ulti. Das könnte das Tor sein. Let's go, wieder 1-0. Ich glaube, wir haben sogar fast einen Like-Rekord, kann es sein. Ich werde mal abchecken. Wir haben halt echt 3300 Likes fast. Heftig. Ich halte ein bisschen hoch hier. Okay, lass mal den Cold weg. Ist ja schon wichtig. Jetzt. Nein, ich wollte eigentlich reinholen. Oh, Ehre genommen. Let's go. Sehr nice. Schönes Tor nochmal, würde ich sagen. 150 Trophäen. Sehr schön. Nochmal Starspieler. Wir sind auch Level 21 inzwischen. Wir sind so gut vorangekommen, was die Level angeht. Eine Runde gerade noch, dann sind wir schon mal auf dem nächsten Rang. 160 Trophäen auch schon mal mit Rosa. Das ist eigentlich ziemlich nice, ne? Also, ey, man kommt schon sehr gut Free-to-Play voran, muss man wirklich sagen. Überleg mal, wir haben vor 4 Tagen angefangen. Also, nicht vor 4 Tagen. Also, es ist die 4. Folge, dass wir spielen. Weil wir halt nicht jeden Tag spielen, aber es ist praktisch Tag 4. Und wir haben da schon 2000 Trophäen dann wahrscheinlich bald. Und sind auch schon Level 21. Das ist krass, ne? Dann haben wir auch schon jeden über 100 Trophäen dann. Das ist eigentlich krass, wie schnell man vorankommt. Ah, schade, hab ich nicht ganz bekommen. Jetzt aber. Aufpassen. Junge, ich krieg einfach alles mal.
jetzt noch Salami bekommen. Wow, okay. Das. Man rechnet irgendwie nie damit, dass die Gegner sich wehren irgendwie, ich weiß auch nicht. Meine Pro können wir jetzt eigentlich easy bekommen. Sehr schön. Ult wieder bereit. Nächste Box fahren. Jetzt gehe ich rein einfach. Okay, es war dumm, wieder reinzugehen. Wenn ich jetzt auf Platz 2 werde, dann bin ich aber richtig mad. Hey, ist nirgendwo Schutz. Ja, was soll ich... Alter, hätte mich locker killen können. Ich will es echt nicht sagen. Ja, der nimmt mich gerade ein bisschen hops irgendwie. Aber das soll ich halt auch machen. Das ist halt... Die Map ist halt komplett offen. Ey, komm jetzt... Aber mal ganz ehrlich, die sind zu zweit. Und da ist nur ein Rico, der mich angreift. Und es ist so, als ob es einfach... Ja, super. Es geht bei... Danke. Let's go. Trotzdem Platz 1. Aber es war schwieriger. Es war trotzdem schwieriger. So. Ey, die Championship-Herausforderung werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen, wie gesagt. Also gerade eben, wir sind schon fertig mit der Championship-Herausforderung. Wir fahren jetzt gerade noch ein paar Boxen und wollen auf 1.500 hoch. Und für morgen, wir haben für morgen direkt wieder eine Big Box, das ist auch nice. So, wen hatten wir gerade noch? Wir wollten... Penny wollt ihr sehen, genau. Penny würde ich sagen, pushen die mal Brawlball, oder? So, 30 Trophäen noch und dann können wir nochmal Powerpunkte. Und zwar 50 Stück. Die Frage ist halt, für welchen Brawler sollen wir die Powerpunkte verwenden? Das ist eine gute Frage. Müssen wir gleich mal schauen. Oh, komm. Ist ein Motor rein? Ja, ist nice. Kann ich ihn killen? Oh nee, komm, Kevin, mach nicht diesen. Kevin genommen, würde ich sagen. Kevin genommen. An der Stelle. Ja, gut, Tara. Komm jetzt hier drum. Oh, schade. Ein Schuss wär's gewesen. Ja, allein gegen drei wird's schwierig werden. Oh je. Aber der Mortar steht, erstmal. Jetzt hier rein. Auf geht's. Rein da. Sehr schön, komm. Junge, der Mortar ist aber auch nice, wirklich. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind jetzt auch Power 3 mit Penny, ne? Wir sind auch einiges aufgelevelt jetzt. Ey, Tara! Der letzte Schuss war wichtig. Nein, die ist AFK, ich fass es nicht. Mein Motor muss stehen bleiben. Sehr schön. Tara ist zurück! Wichtig. Kevin killen, Kevin. Sehr gut, ja, reicht nicht ganz. Das ist eine schwere Runde, ey. Jetzt rein. Jetzt, ja, ja. Sehr schön geholt. Ja, ja, jetzt komm, jetzt. Jetzt. Killen. Ball nach vorne, ich hab geholt. Na, schade. Ja, pass mir. Nee, check die leider nicht. Junge, wir kommen hier nicht durch. Das ist unglaublich, ey. Jetzt aber. Nee, nee, safe nicht. Er hat aufgeholtet, wichtig. Die Wände sind jetzt offen. Aber jetzt können wir das Tor schießen. Ey, komm, bitte, mach jetzt nicht diesen. Wir müssen Kevin killen. Das gibt's doch nicht. Was macht denn die Shelly da? Helf mal mit. Bitte. Das wird uns nichts hier. Ich glaube, wir haben verloren. Nee. Junge, das kann nicht wahr sein. Also, sorry, aber jetzt nichts gegen meine Teammates, aber die waren kacke. Die waren unterirdisch kacke, ich fass es nicht. Die Shelly hat irgendwie nichts gemacht, die Tara war immer wieder AFK. Wie haben wir das denn verloren? Wir sind wieder unter 100 Trophäen mit Penny. Alter Leute, wir müssen jetzt nochmal über die 100 Trophäen pushen, aber ich will jetzt endlich die 1.500 schaffen. Ich will die 1.500 noch schaffen heute, damit wir morgen nicht mehr so viel pushen müssen. Dann müssen wir morgen noch 500 Trophäen schaffen. Ich kann auch vielleicht schon ein bisschen, aber ich will eigentlich, soll ich ein bisschen Offstream pushen? Wenn ihr Bock habt, kann ich für morgen schon mal auf 1.550 zum Beispiel pushen. Das ist so ein Stückchen vor der nächsten Trophäenmarke bin. Oh mein Gott. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß es nicht. Einfach nur lost, aber okay. Ey, aber ohne Witz.
Junge, die ultet nicht mehr. Was soll ich zu dieser Piper sagen? Ich weiß es nicht. Immer, okay, 1-0, Leon. Auto rein. Ich glaube, Leon ist ganz gut, aber die Piper... Oh, Leon, Gott sei Dank, Leon, danke. Beende das Drama. Es ist unglaublich. Also, da muss ich echt los. 106 Trophäen. So, wir haben noch ein Stückchen vor uns. So, auf geht's. Noch eine Runde Brawlball. Und dann würde ich sagen, machen wir die letzten zwei Runden nochmal Showdown. Danke an Dominik Werner für dein Abo. Danke dir. So, jetzt aber bitte nochmal gewinnen. Ey, das ist echt kritisch. Sehr schön, direkt jetzt hier mal rasiert. Perfekt. Komm. Mach ihn einfach rein, du hast den Ball. Einfach rein, einfach. Ja, Team Boxer, sehr nett. Oh, das müsste eigentlich ein Pookie-Zuschauer sein, denke ich. Einfach wieder ausschalten. Junge, was machen meine Teammates hier? Alle down. Ich kill die Gegner und die Gegner killen meine Teammates alle. Das war gut von ihm. Hat er gut gemacht. Jetzt kann ich erstmal alle killen hier. Let's go, Alter, wir gewinnen 2-0. Richtig nice, sehr schön. Ich weiß, alle sagen, wir haben schon Championship gespielt, Leute. Ich will es nicht auch auf dem Hauptaccount spielen, weil es sonst zu spät wird. Wir machen jetzt nur noch, würde ich sagen, gerade die letzten beiden Showdown-Runden. Können dann nochmal eine normale Box öffnen. Ja, let's go. So, 14 Trophäen brauchen wir noch für die 1500 Trophäen. Könnt ihr schon ihr müsst gerade schon mal überlegen, für welchen Brawler sollen wir die Powerpunkte verwenden? Wir haben gleich 50 Powerpunkte. Das ist echt eine ganze Menge für uns am Anfang. Und die Frage ist, für wen sollen wir das verwenden? Junge, ich schieße ihn einfach ab. Ich schieße ihn ab. Ey. Als ob ich jetzt nichts bekomme dafür. Ich bin down. Oh mein Gott, ich darf nicht so aggressiv gehen. Okay, wir leben noch. Wir leben einfach noch, ich weiß es nicht. Das ist Leon. Ja. Der hat 4 Cubes, ich hab ein Problem. Ich muss weg. Ich muss weg von dem Leon. Hätte ich schon längst machen sollen. Let's go. Oh Gott, das war so wichtig. Ich dachte schon, wir bin verkackt, aber mal von wegen. Der Poker 3 Cubes. Let's go, wieder ein Kill. Ich hab vergessen, dass ich... Oh mein Gott. Ich hab vergessen, dass ich schlechter am 1 gegen 1 bin. Ups. Können wir später bei Discord schreiben? Kannst du mir nicht einfach hier schreiben, Marvin? Also, klar, also du kannst halt nicht fragen, ob wir schreiben können, weil ich bin halt relativ inaktiv auf Discord, musst du wissen. Also du kannst mir schreiben, aber ich kann dir halt nicht versprechen, dass ich antworte, ne? Deswegen. Aber du kannst mir gerne schreiben, natürlich, klar. Auf geht's, nächste Runde. So, ein Sieg noch. Müssen aber jetzt auch eigentlich Platz 1 werden, ne? Oh nee, komm jetzt. Ganz ehrlich, ich würde jetzt gerne Beleidigung sagen, aber wir lassen das lieber. Ich muss Platz 1 werden. Ich muss Platz 1 werden jetzt mit Penny. Ansonsten schaffen wir es nicht für die 1500. Auf geht's. Aber wir haben schon mal einiges gepusht jetzt für morgen auch. Aber es wird immer schwieriger werden, ne? Also ich hoffe, wir schaffen auch morgen die 2000 dann. Ja, wird spannend werden. Also wie gesagt, ich werde wahrscheinlich morgen um 8 Uhr werden wir beginnen, würde ich sagen, wie immer. Also was heißt wie immer, wie ich in letzter Zeit immer begonnen habe, halt um 8 Uhr. Und dann werden wir versuchen, die Big Boxen zu erfahren. Es sind halt 500 Trophäen, ne? Das ist halt schon ein Wort auf jeden Fall. Also, was denn ihr? Schaffe ich morgen 2000? Wir müssen uns halt echt zusammenreißen und ziemlich krass lang pushen auch. Oh mein Gott, nicht jetzt wieder so ein aggressiver Brawler hier. Junge, was will der bitte? Dieser Rico, ne? Ich hoffe, der stirbt jetzt direkt. Hat er verdient. Das schmeckt. Let's go. So, 6 Cubes. Wir müssen Platz 1 werden, nicht vergessen. Ich glaube, das schaffen wir auch in der Runde. Ist da noch irgendwer? Da oben. Ah, der drin. Oh, let's go. So, jetzt Showdown. Ja, komm, jetzt noch ein Cold. Oh, der Aim. Wunderschön.
Wunderschön, sehr nice. Okay, würde ich sagen, es war jetzt ein relativ langer Stream. Ich wollte jetzt am Ende natürlich nicht mehr, dass wir jetzt noch, dass es jetzt halt zu lang wird, weil ich in über 3 Stunden gestreamt habe. Ansonsten hätten wir noch auf dem Hauptaccount nämlich die Championship-Herausforderung spielen können. Ich glaube, die könnt ihr aber nicht mehr morgen spielen, ne? Die Herausforderung ist morgen. Stopp mal, wir können die morgen doch noch spielen. Theoretisch könnten wir die morgen noch auf dem Hauptaccount spielen. Aber ich will halt auch auf die 2000 Trophäen pushen. Was machen wir da? Wir könnten die auf dem Hauptaccount spielen, aber Chat, entscheidet ihr mal gerade. Sollen wir die morgen spielen? Wollt ihr das? Sollen wir die morgen spielen, die Herausforderung? Oder sollen wir, das Problem ist, ich glaube, wir schaffen die 2000 Trophäen nicht. Ihr könnt mal reinschreiben, was ihr dazu sagt. Also sollen wir lieber 2000 Trophäen erreichen oder lieber Championship? Also beides ist halt schwierig, das dauert halt. Könnt ihr auch in den Chat schreiben. So, würde ich sagen, zum Abschluss lese ich gerade mal wieder alle Follower auf Instagram vor, wenn ihr Bock habt. Lol, ist Aussage gerade. Kann man den Quermodus? Ne, gibt's nicht. So, gerne gerade folgen. Auf Instagram heiße ich jojonas-yt, wenn ihr Bock habt. Könnt ihr auch gerade oben sehen. Müsste auch in der Videobeschreibung verlinkt sein. Die meisten schreiben ja rein. Ja, ich glaube, die meisten hätten Bock. Wir hätten halt bis 10 Uhr Zeit. Die Challenge geht in 20 bis 30 Minuten. Echt? So schnell? Ja, wenn es so schnell geht, wir könnten uns überlegen, ob wir es vielleicht in einer halben Stunde am Anfang machen. Aber ich will halt schon um 8 Uhr eigentlich spielen, ne? Oder wir machen es um 9. Und dann hole ich mir ein paar Zuschauer ran. Wenn ihr Bock habt. Vielleicht mit dir mal, wenn du Lust hast oder so. Können wir auch morgen spontan ins Team schauen, einfach, dass ich mir 2 gute Teammates ranhole. Ich überleg's. Aber ist natürlich. Dann pushe ich vielleicht schon ein bisschen vor, okay? Dann pushe ich schon ein bisschen vor zu Richtung 1600. Oder vielleicht sogar schon ein Stückchen weiter, okay? Ist es für euch in Ordnung, wenn ich ein bisschen vorpushen würde? Wäre dann halt offstream. So, genau, ich lese gerade alle Follower vor, die reinkommen. Oder die. Kriegen wir 29.000 hin? Wir sind kurz vor 29.000 auch, sehe ich gerade. So, ich versuche gerade die neuen Follower vorzulesen, schnell. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Danke an It's Talea, danke an Jonas, danke an Benjamin, danke an Friesenjam, danke an Mevi, danke an Jad, danke an Kosovo, danke an Philipp, danke an Tom. Gerade alle vorlesen. Danke an F-BVB und danke an Boran. Können wir machen. Ja, ich muss halt morgen schauen, ich überleg's mir noch. Aber dann könnten wir morgen Championship spielen. Und 15 Siege versuchen. Ist natürlich eine ganze Menge Programm morgen. Ich muss auch schauen, ob ich es so hinbekomme zeitlich. Aber ich kann es euch nicht versprechen, aber ich werde es versuchen. So. Gerade mal alle Follower vorlesen. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr mir folgen wollt. Auf Instagram lade ich immer wieder Bilder halt hoch von mir. Auch von Events. Und halt vor allem Stories, in denen ich ankündige. Zum Beispiel hier, wenn ich live gehe, ne? Kündige ich an. So, gerade mal laden. Mal vorlesen. Alter, noch einige Follows. Vielen Dank. Danke auch an Ives. Danke an Kenneth, Olaf, danke an The Legend, danke an Hummel der Hund, danke euch. Und ich glaube, noch danke an Fatos. Danke, das war's, glaube ich. Noch ein Vorlesen vielleicht. Noch danke für die ganzen Likes, die gerade reinkommen. Jo, dann würde ich sagen, euch allen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wirklich absolut krasser Stream. Also, wir waren zwischenzeitlich 3000 Zuschauer. Das war echt heftig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Was? Der Stream hat 60.000 Aufrufe. Der Stream hat 60.000 Aufrufe bekommen. Das ist absoluter Rekord. Leute, was ist das denn? Oh mein Gott, das habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Seht ihr das? 60.000 Aufrufe einfach. Ich glaub's nicht. Wir waren noch ziemlich lang 2000 Zuschauer, ne? Aber trotzdem. Wir waren. Danke. Danke für den Support. Danke noch an Ivanman für dein Abo. 60.000. Ich kann es nicht glauben. So, dann danke fürs Zuschauen. Heute Mittag werde ich versuchen, vielleicht auch ein Video für euch hochzuladen. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Heute Mittag wahrscheinlich ein Video zu der Championship Challenge, die Highlights. Und dann sehen wir uns morgen, wahrscheinlich wieder um 8 Uhr früh, wenn ihr Bock habt. Geht relativ lang, also ihr müsst jetzt nicht um 8 Uhr aufstehen, wenn ihr unbedingt ausschlafen wollt natürlich. Wird ungefähr dauern bis 9 oder 10 Uhr. Der Stream wahrscheinlich sogar bis 10 oder 11 Uhr. Wir werden morgen versuchen, die 2000 Trophäen zu erreichen. Dynamic freizuschalten, Big Boxen zu farmen, einen weiteren Brawler zu ziehen und wir werden vielleicht sogar noch, wir werden sogar noch die Championship Challenge spielen extra, okay? Dann danke fürs Zuschauen, kranker Support, Rekordstream, Wahnsinn. Ja, dann bis zum nächsten Stream, bis morgen und euch noch einen schönen Tag und ciao.